8 Stunden lang Larry 2 auf dem PC spielen wir es. Jetzt ist es soweit. Ich glaube, es dauert immer noch 2 Sekunden, bis man entmutet wird. Also eventuell warst du aber auch taubstumm vorher. Ich verlasse mich gerade auf Gregor, den Regisseur, und ich wünsche euch jetzt großartigen Spaß mit 8 Stunden Larry hier beim großen Roadbeans Hose auf Larry Special am Samstag. Wie stand das gerade im Chat? Der Lustmarathon? Ja, habe ich mir so einfach übernommen. Der Lustmarathon. Mal gucken, die meisten halten ja nur, wir wissen das ja, je älter ihr werdet, desto weniger hält man durch. 3-4 Minuten ist der Standard. Macht euch keine Sorgen. Auch 3-4 Zentimeter ist auch der Standard. Ist aber ganz, ganz lustig. Ich bin der Regisseur heute, also ich versuche die Knöpfe zu bedienen. Das wurde mir gestern haarklein erklärt. Wir haben ja auch, also solche Wochenenden haben wir ja schon vor einem Jahr ungefähr gemacht, aber was weiß ich, was vorgestern war. Das meine ich, man vergisst das alles. Ich habe selbst so ein Ding, habe ich hinten bei meiner Station, und trotzdem sind da so viele Symbole, die ich nicht kenne. Ich habe übrigens, weil ich schon höre, wo sind die Bademäntel? Ich habe tatsächlich, es ist mir aufgefallen, ich habe tatsächlich hier den Bademantel, aber ich habe den das letzte Jahr auch als Handtuch benutzt. Deswegen kann es sein, dass er nicht mehr, dass er ein bisschen schmuddelig aussieht. Aber ich hole ihn. Hast du vielleicht, hol ihn doch mal. Ja. Wir haben ein Paket von Assemble bekommen. Oh, haben wir das? Können wir gleich noch auspacken. Okay, dann können wir das gerne machen. Allein das füllt die erste Stunde. Mindestens. Ja, Leute, schön, dass ihr da seid. Ich bin gespannt, ob was auf Simons Bademantel gewachsen ist innerhalb des letzten Jahres. Ja, ein kleiner Larry, den wir jetzt adoptieren können. Wie heißt der? Gurko? Grugo? Ihr wisst, was ich meine. Na? Da kommt das Paket. Das ist ein großes Paket, ne? Und der Bademantel gleich oben drauf. Hier ist nochmal der alte Bademantel. Das sieht man. Das ist jetzt wirklich mal der alte Bademantel. Den kannst du da so aus der Packung rausholen und dann später wieder reintun. Hier ist der Penis. Hier habe ich immer meine Hände abgewischt. Also ich meine, wenn ich schmutzige Hände, nee, das bringt auch nichts, ne? Also es ist egal. Eindeutig Samstag für mich. Ich bin der Regisseur, sage ich den Leuten dann immer, hier ist der Penis. Hier ist genau der Penis, ist genau wie machen Sie mit ihm, was Sie wollen. Ja. Sie sind dran. So, das ist doch eigentlich Pack den da mal hinten drauf. So, einmal. Ich dachte, vielleicht ist ja mit der Zeit wirklich was gewachsen da drin. Pinsartige. Und wir könnten es als Maskottchen oder so hier aufnehmen. Weil du hast es auch mitbekommen. Wie ist der Name? Gurko? Grugo? Moment, ganz kurz, worüber reden wir hier? Also, ganz aktuell im Internet, Baby Yoda wurde benannt. Er hat jetzt einen Namen. Ja, in der vorletzten Mandalorian-Folge oder so. Gurko, Grugo, irgendwas. So ein ganz komischer, wo die sagen, der kann doch nicht so heißen. Und vielleicht wird das unser Gurgo hier. Hast du einen Namen für deinen Penis? Nein, ne? Gurko. Also, Gurko. Das ist irgendwie geil. Ich nenne ihn Neo Georg, mein Penis. Das ist aber was, das nur für die Hardcore-Nerds. Ja, ja. Ich verstehe aber nur die. Oh, er kriegt sogar Applaus. Das heißt, es guckt jemand zu, das ist mir jetzt aber unangenehm. Paul guckt noch 5 Minuten zu, um zu sehen, ob wir den Sender nicht zerstören hier. Aber ja, ne, ich habe dich davon abgehalten. Assemble hat uns ein Paket geschickt mit schönen Sachen drin von Larry 1 hier. Ich habe jetzt einfach mal reingegriffen, ne, dass man mal so grob sieht, was da alles dabei ist. Da ist eine Switch-Version. Übrigens, ich dachte mir, wir könnten. Ich bin nicht der große Verloser, aber wir könnten schon heute ein bisschen was von dem Kram verlosen, weil es wäre halt echt schade, wenn das hier irgendwo nur rumliegen würde. Ich sag immer, wir machen die Intention, es zu verlosen, und jemand kümmert sich dann drum, wenn wir das konkret anleihen können. Genau, können wir so machen. Also zumindest hier, weiß ich nicht. Ach, die PC-Version, die wollte ich für Sia zurücklegen. Das werde ich mal nicht machen. Der freut sich sicher drüber. Mhm. Aber die Switch-Version würde ich zum Beispiel verlosen. Das ist doch schön. So, die stelle ich mal hier so hin. Jo. Ich komme gleich nochmal wieder. Ich habe noch was. Mit noch mehr Sachen. Ich wollte mir eigentlich, wenn ich da reingucke, oh Gott, ich sehe da Gerstensaft. Ich meine, wie groß sind die Chancen, dass man das mal wieder auspacken kann, ne? Dass man das gute alte, leider ist hier kein Haken oder so nirgendwo, man kann es nicht, kann's hier nicht irgendwie so dran machen. Ja, aber ich kann es hier so hinstellen, man sieht es ein bisschen. Du musst also, mach mal so ein bisschen das Zwoffelbild raus, also leicht am Rand, wo keiner merkt. Oh, jetzt schiebt sich's aber schon ganz schön präsent. Ja. Kannst so ist gut. Penisattacke von hinten. Kannst du es ein bisschen nach vorne und hinten schieben, während du da schon stehst? Einfach für den visuellen Eindruck. Mit dem Mantel dazwischen, bitte. Moment, jetzt müssen wir erstmal. Du meinst so oder was? Ja, naja, wenn du den Mantel hattest, naja, egal. Es ist. Okay. Also. Ey, aber wie geil ist das denn? Ne? Das haben, ich stell's mal, so. Stell's mal unter. Man sieht ja noch genug. Ja, man sieht noch genug. Ja. Das habe ich nämlich damals geschickt bekommen von den Entwicklern. Und ich, es gibt nahezu nichts, was ich mehr feiere als dieses Bild. Wenn ich irgendwann hier weg bin, werde ich das mitnehmen. Das ist die eine Sache, die ich aus dem brennenden Rocket Beans Gebäude mitnehmen werde. In Slow-Mo.
Du meinst, du zündest es an, damit niemand mehr was anderes mitnehmen kann. Das wollte ich aber nicht, aber im Grunde schon. Stell mir so vor, wie du dann im großen Simon Estate dann bist, mit Mitte 80, ja, und dann sitzt du da auf deinem Palastthron, ne, und dieses Bild ist da vorne, da hast du Gäste bei dir, und du sitzt da nur lächelnd und wartest, sprecht dir das an oder sprecht dir es nicht an? Reden wir darüber oder gut, wir ignorieren's. Was für eine Geschichte würdest du dir ausdenken? Würdest du sagen, nein, das ist kein Alien mit einem Peniskopf, ne, das ist mein Großvater mütterlicherseits. Ne? Im Krieg hat er einen Unfall gehabt. Genau, da ist ihm ein... Machen Sie sich lustig über meine Familie! Ein Mörser in den Mund geflogen. Er hat sich mit dem Mund auf eine Granate geworfen, damit er seine Kollegen rettet, das nach hinten ein bisschen rausgedrückt. Das genau, es muss auf jeden Fall eine Kriegsstory sein, in der jemand rettet. Ja, so, damit die Leute das schlecht. Aber es ist so viel drin, ne? Es ist so wahnsinnig viel, dass ich gerade überlege, man kann das gar nicht alles vorstellen einzeln. Da sind ja sogar noch, als hätten die einmal über den Merchandise-Tresen gewischt, da sind ja sogar noch Sachen dabei, wie Pizza-Connection, die einfach, wo ist da die Connection? Ist da ein Stück Pizza-Connection oder so? Das ist wahrscheinlich Publishing-Technik. Ach, okay, es ist halt schon geil. Es ist ein Pizzaschneideset. Ich meinte damit, wir haben nichts bekommen von Pizza Connection. Ich hätte fast erwartet, da ist so ein Schuldschein drin von Dennis, der sagt, I owe you, ne? Also, ja. Schöne Verwendung. Ey, es ist hier, der Karton war offen. Ja. Der war jetzt lange offen, hier in diesem Raum. Und ich habe schon gesehen, immer wenn ich reinging, da hat jemand immer wieder mal geschaut, ob da jeder geht rein, macht einmal auf, nur Larry, und macht's wieder zu. Das fand ich lustig. Normalerweise hält sowas nicht so lange hier. Wir kriegen hier Meldungen, das sieht zu sehr aus wie ein Penis, vielleicht blöd wegen Twitch. Ich habe keine Ahnung, da steht's auch. Hashtag Incoming Bell. Hast du das schon laufen gehabt, oder? Wenn ich so mache? Da sieht schlimmer aus, wenn du da die Hand drüber hältst, ehrlich gesagt. Ich. Willst du das Handtuch, den Mantel da drüber packen ein bisschen? Ja, das ist eine gute Idee. Ja? Dann zumindest, dann ist seine Scham auch verdeckt. Also ich meine, ich weiß überhaupt nicht, wo die Ähnlichkeit mit dem Penis jetzt herkommen soll. Nö. Muss ich jetzt ehrlich sagen, ich weiß nicht, was die wollen. Nicht wie mein Penis auf jeden Fall. Also das linke kann man ja lassen, ne? Ist ja viel verraten. So. Ja, genau, wir fangen auch gleich an, keine Sorge. Es geht auch gleich los bei uns. Ich glaube, wir sind schon längst mit dabei. Ja, ich meine, mit dem Spiel geht's dann auch gleich los. So, ich glaube, das ist okay. Erstmal auch vielen Dank an die ganzen Leute, die das möglich gemacht haben, dass wir hier spontan am Wochenende vielen Dank dann ein bisschen spielen können. Und ihr da draußen, dass ihr euch auch die Zeit nehmt, um zuzuschauen. Uns war es ja nochmal ein Anliegen, wir haben ja schon von langer Zeit angefangen, mal das zu spielen, als es rausgekommen ist. Grace Nakimura muss ja auch hier noch hin. Nackt Kimura, ja, macht sie wieder auch noch rein. Das ist ihr Game. Ist übrigens eine geile Collection, ist die komplette, alle Larry-Spiele, die wir ja zum Teil uns schon angeguckt haben in unserer Retrospektive. Mhm. Aber erzähl ruhig weiter, ich wollte es nur kurz ergänzen. Wir hatten das ja vor einiger Zeit, als das Spiel dann rausgekommen ist, dann gemeinsam angefangen zu spielen, aber ist natürlich so, hier, der eine muss zu diesen Terminen hin, hier mal Urlaub, da mal irgendwas. Genau. Und bevor wir jetzt das aufs nächste Jahr verschieben müssen, ne? Also, wenn, dann lass uns doch mal ein bisschen gemeinsam spielen. Und Larry kriegt sonst Samenstau, habe ich das Gefühl. Ich denke auch, also der kriegt die schlimmsten Blue Balls, die man überhaupt kriegen kann in einem Videospiel. Guck ihn dir doch an, er ist energisch. Ja, er sagt, mal, jetzt aber geht's in-game. Falsch. Ja, genau, in-game. Stimmt, du musst die in-game machen. Ich muss in-game machen mit, da sind wir auch zu sehen hier. Ah, und es geht, wie du dich vielleicht erinnerst, nach Kalaua. Kalaua. Oder Kalaua. Laden. So. Genau, du kannst mal laden. Wir testen auch gleich mal aus. Du musst mal irgend so eine Sprachausgabe aktivieren. Ich finde, ich mal kurz hören, ob die Leute auch laut genug das draußen hören, damit ich hier die Settings machen kann. Dann nehme ich das mit der Ranke, ne? Denn da drüben an der Ranke ist ja schon die nächste Schranke für mich frei. Nicht aushalten. Bisschen mehr noch? Ja, mach noch mal. Sieht aus, als könnte sie mein Gewicht aushalten. Lass mal gucken, ob das für uns nämlich ist, eine andere Lautstärke als für die Leute da draußen. Wie hat sie es angehört, Leute? Geht das? Sieht aus, als könnte sie mein Gewicht aushalten. Ich höre lauter. Nur über Penisse. Sieht aus, als könnte lauter, sie okay. Aushalten. Sieht aus, als könnte sie mein Gewicht aushalten. Sieht aus, als könnte sie mein Gewicht aushalten. Mach einfach weiter, bitte. Sieht aus, als könnte sie mein Gewicht aushalten. Ich glaube, da unten bewegt sich was. Aber so genau will ich es nicht. Top. Wissen. Ja gut, jetzt kommen die langsam, die perfekt. Ein Prachtexemplar, das reicht mir. Von einem Stein. Okay, für uns ist es auch laut genug. Denkst du, was ich denke? Dass du nicht Pitfall Harry bist? Entschuldigung, gleich. Nein, aber Pitfall Larry. Jetzt fängt der Tag vernünftig an. Oh, und da gibt's auch eine Cutscene.
Aha, ah, den kenne ich. Das ist ja geil. Das ist Pickford Larry. Das ist ein guter Gag. Ja. Ich finde eh, man muss sich viel mehr über andere Videospiele in Videospielen lustig machen. Also ich glaube, da ist enormes Potenzial. So wie in einem Scary Movie steckt in dieser Art von Humor noch total viel unentdecktes Potenzial. Weil sich Spiele relativ selten über andere Spiele lustig machen. Also so wirklich, ne? So wie hier jetzt, dass man was nimmt. Ja, weil bei so vielen Analogien, die das Spiel drin hat, Analogien, eine stehende Stele. Tut mir leid, du wirfst das an die Wand und guckst, ob es kleben bleibt, wie in der Erotik. Ja, einfach mal. Genau. Genau so, Gregor. So, ich bin jetzt fertig. Alter, das war viel zu viel. Aber vielen Dank natürlich trotzdem an Assemble. Ich werde, glaube ich, darauf verzichten, erstmal um 12 Uhr nachmittags mir ein dunkles hier aufzumachen. Nee, also das Bier ist natürlich nur für die Zierde, das Barbarenbräu. Ah. Aber ich muss sagen, dass es ist so ein richtig wuchtiges, dickes, dunkles Bier. Und ich glaube, wenn wir das jetzt hier trinken würden, mal abgesehen davon, dass ich eh nichts trinke mehr, würde das ganz schön reinhauen. Da würden wir um 3 oder 4 schon hier wegpennen. Ja, dann haben wir das Gefühl, wir haben 8 Stunden hier schon verbracht und es waren 18 Minuten. Genau. Du bist doch gerade erst gekommen. Ja, so wäre das dann. Guck mal, hier da hast du einen Energy Drink. Ich reiche danke sehr. Im Chat wird auch schon gesagt, dank dem Retro-Club habe ich den Pitfall Larry Gag sogar verstanden. Das ist doch schön. Nicht, dass ich Pitfall da irgendwann mal drin gehabt hätte in den letzten Jahren, aber es ist okay. Ich weiß nicht, aber ich bedanke mich. Früher kannte man die Sachen noch, weil man sie selbst gespielt hat. Heutzutage wachsen die Leute auf und kennen sie viele wirklich nur noch, weil man im Retro-Club oder so was davon gesehen hat. Gute alte Männer erzählen von vorm Krieg mit C64, Amiga. Danke Erfrischungstücher. Sehr. Erfrischungstücher. Aber ach, bitte da pfeife ich mir eins rein von. Ja, aber wenn du eins, genau, aber vorher verhängen noch bitte mit diesen Taschentüchern dein Glas, dass ich das nicht sehen muss. Meine Scham. Was du mit den Erfrischungstüchern machst. Also, Love Hankies heißt das jetzt. Davon könnten wir einen mal draufkleben, ne? Das sind hier die Dudes aus dem Spiel. Die Muskelmannies. Oh. Wir fangen wirklich gleich an, aber ich möchte das auch würdigen. Und selten hatten wir so viel, um unsere Kulisse ein bisschen zu verschönern. Was machen wir denn jetzt mit dem? Ah, die stehen einfach nebeneinander. Nachher? I don't care. So. Also, wir haben ein Gewinnspiel. Und zwar eine Switch-Packung möchten wir verlosen. Lieber Sia, komm einfach heute vorbei. Komm mal rum. Ja. Wenn Sia gerade streamt, sag dem noch mal Bescheid. Komm mal rum, dann kann ich sein Larry abholen. Sia guckt Bonjour. So wie sie es gehört. Nein, das haben wir ihm verboten. Sag mal, ist das 4711 oder wonach riecht das? Oh, das riecht wahnsinnig gut. 4712? Also 4711, gibt's das überhaupt noch? Hat das nicht eher so dein Opa noch benutzt? Warum ist das ein Maßband? Ach so. Ja. Aber der lustige Gag wäre, wenn es nur 4 cm geht, das Maßband, oder? Ja, das ist eigentlich, da haben sie einen guten Gag verpasst. Ja. Es müsste viel zu kurz sein. Oder ist alles? Ach nee, es ist wirklich ein echtes Maßband. Okay, jetzt hören wir aber auf. Ich spiele. Also, wo waren wir? Ich drück mal. Drück mal drauf. Da ist ein G auf der Stele. Giga. Okay, eine Stele. Wir hatten aufgehört, Larry wollte ja theoretisch heiraten, aber dann hat er noch mal das Handy von seiner Ex gefunden. Auf dem Meer. Entschuldigung. Was ist denn noch mehr für Zeug hier? Wir haben aber zu viel. Es hört nicht auf. Es ist alles schon zerstört hier. So. Wir sind auf einer Insel gelandet, wo wir unsere Ex, glaube ich, suchen. Ne? Wenn ich mich nicht irre. Ich glaube ja. Undurchdringlich aus. Nein, du hast... Na komm, hat dich jemals ein dichter Busch abgehalten? Hey, wer von uns macht hier nochmal die dreckigen Witze? Gleichberechtigung, Larry. So weit kommt es noch. Also, dann stürze ich mich. Wie ernst hat das gemeint? So weit kommt es noch. Es wird keine Schlangen geben. Nein, die wurden alle von den Spinnen gefressen. Spinnen? Vor dir haben die genauso viel Angst wie du vor denen. Aber die haben mehr Beine und Augen. Okay, es hilft ja nichts. Doch, durch so einen dichten Dschungel würde ich aber auch nicht gehen wollen. Nee. Ekelhaft. Ziemlich düster hier. Igitt, ich habe irgendwas Schleimiges angefasst. Du sollst jetzt nicht in deiner Hose rumfummeln. Sehr witzig. Das sind so die low-hanging fruits, die einfach mitgenommen werden. Keine Angst. Ne? Kannst wenn du mir das Taschentuch nochmal geben? Hätte es dir schon den Fuß abgerissen. Muss mir die Nase putzen. Nase, ja klar. Ich kann nichts mehr erkennen. Der Dschungel ist so dicht. Wie man so schön sagt. Was war das? Ich werde hier sterben! Dieser Dschungel ist mein Tod! Die Nase ist der Penis Betracht des Gesichts. Mich an der Biegung des Flusses, sagt man den ungeborenen Kindern. Oh. So ein
ein Zufall. Ich wollte dich jetzt gerade darauf hinweisen, dass hier ein Hotel ist und du nicht sterben musst. Seit wann weißt du, dass es das hier gibt? Och, nur seit wir auf der Insel angekommen sind. Kannst du Informationen über das Hotel aufrufen? Das heutige Kalawa Resort und Spa Hotel wurde 1982 als Brezhnev-Oase eröffnet. Es galt als beliebter Urlaubsort für hochrangige Militärs der Sowjetunion und ihrer Familien. Gerüchte über eine geheime KGB-Basis auf der Insel sind nur üble Propaganda des kapitalistischen Westens. Das steht also im Internet über das Hotel? Ja. Dann wird es sicher korrekt sein. Ich sollte in das Hotel gehen. In einem Spa laufen doch sicher heiße Bräute rum. Du suchst Faith, Larry. Die ist auch eine heiße Braut. Ja. Ah, das Spa des kleinen Mannes. Ist dir aufgefallen, dass sehr häufig... Spartak in der Bank. Spartakus. Mich nannte man immer Spartakus. Spartakus? Nein, ja. Spartakus war mein Name, als ich noch im Ländenschutz im Spa gearbeitet habe. Ey, ich mache mal ein Spa auf und da rennen sie alle im Ländenschutz rum und ich nenne es Spartakus. Ey, da kannst du doch nur reich werden mit. Du machst da so eine Kissing-Booth auf, ne? Also in Zeiten vor Corona. Ja, aber wo die Leute noch, wobei es auch schon schlimm genug gewesen ist. Und dann gibt's von mir einen Spartag-Kuss, weil den gibt's dann günstiger. Jetzt ist so der Gag langsam bei Kick angelangt und viel, viel schlechter kann man ihn eigentlich aber gar nicht mehr machen. So ist das bei Larry auch, muss man ein bisschen sagen, denn es ist eine Barrage, es ist ja ein nicht enden wollendes Zitatefeuerwerk oder schlüpfriger Witz nach schlüpfrigem Witz und irgendwann ist dann so, du kommst aus dieser Falle auch nicht mehr raus. Genau, du kommst da nicht mehr, die Leute erwarten es irgendwann auch, dass du den Gag mitnimmst, ansonsten sind sie dann enttäuscht. Das heißt, du musst selbst, das fand ich immer bei, ich bin großer Stephen Chow-Fan, der Regisseur und Schauspieler, ihr kennt ihr wahrscheinlich, der ja auch Kung Fu Hustle und tausend andere Sachen gemacht hat. Und der nimmt auch immer in seinen Filmen selbst den schlechtesten Gag, wo du denkst, der war aber cringy, nimmt der noch mit, ne? Da hast du drei brillante Gags und dann stolpert er nochmal. Einfach nur just because. Das finde ich so irgendwie geil. So muss man es eigentlich machen. Weil du weißt ja nie, wer dann darüber lacht. Über einen Gag. Ne? Wer sagt denn, dass mein Humorempfinden jetzt für alle stimmt? Boah, es gibt irgendwo da draußen die Person, die nur über die schlechten Gags lacht, oder? Ja, das sind im Kino. Das ist immer sehr unangenehm, wenn nur einer lacht zu einem ganz schlechten Gag so. Dann weißt du, okay, hier. Ja, RTL-Gruppe. Ja, wo du hörst schallendes Gelächter und du sagst, hey, Schindlers Liste hat gerade angefangen. Ja, scheint randvoll zu sein. Wir spielen jetzt mal. Ein Aluhut kann man immer brauchen. Das ist zeitgenössischer Humor. So, den hat der Wendler hier gelassen. Was machen wir denn jetzt? Ist der Wendler vielleicht auch da drin? Check nochmal. Ich muss ehrlich sagen, Aluhut ist. Ja, es wird aber Zeit, dass Laura ihn entsorgt. Aber ich glaube, der Wendler muss in Sondertonne? Ich weiß nicht, also bin mir nicht ganz sicher. Oder Papier ist der nicht einfach nur. Besteht der nicht nur aus Holz? Also Sägespäne sind auf jeden Fall im Schädel drin, habe ich das Gefühl. Warte mal ganz kurz. Okay, was habe ich hier eigentlich für. Warum habe ich nur dieses Höschen, diese Schlüssel, okay, und diesen Aluhut? Es ist wie mein Samstag letztes Wochenende. Du bist aufgewacht und hattest nur alte Aztekenschlüssel, einen schlüpfrigen Schlüpfer und Aluhut. Ja, aber nicht an den Körperstellen, wo sie eigentlich sein sollten. Alles einmal rotiert. Alles. Ich muss sagen, ich fühle mich total an diese ganzen alten Larrys erinnert. Mhm. Auf einer Insel, ne? Larry 3 zum Beispiel auf einer Insel. Ce n'est pas une pipe. Das ist keine Pfeife. Warum soll es mir nicht gut gehen? Mir geht's bestens. Ey, Leute, ich liebe euch. Und ach ja, ihr könnt uns übrigens auch gerne das Bild auch schicken. Nein, das macht jetzt bitte nicht. Das können wir hier nicht mal, hier aufhängen. Ich hab keine Ahnung, was ich damit machen soll. Ich habe keine Ahnung, was Twitch damit machen wird. Ich auch nicht. Kann man vielleicht das Bild nicht einfach ein bisschen runterfügen? Ich kann nur unsere Kamera zuschalten. Ja, also ich weiß, was können wir denn? Da, zack, nee, falsch. Das hilft leider auch nicht. Wo ist Hui, das? Ich weiß jetzt echt nicht wie spannend. Genau, was wir da jetzt machen. Ich stimme auch nicht. Manuell ranzoomen? Oh, Cursor auf die Nippel, aber das geht so schlecht. Okay, wir hören jetzt einfach das Gespräch an. Ich muss auch Ingame nicht machen, damit man das Gespräch hört. Gregor, mach es weg! Moment. Wenn du, jetzt habe ich einen Ingame-Sound. Mach mal diese Kamera. Kamera 2. Das könnte klappen. Und dann biege ich die so, dass man ein bisschen was sieht. Jetzt bist du mitten mitten auf der Mumu drauf. Ja, es ist nicht so, es ist ein Gummi. Da, siehst du's? Okay. Ist doch okay, oder? Für den Raum ist es doch okay. Ich mach den Ingame-Sound wieder an. Und jetzt machen wir Hörspiel draus, oder?
Man kann das immer noch sehen. Guck, ihr könnt es alle sehen. Ist er, ja. Lass das besser sein. Okay, dann später. Ey, liebe Entwickler, kein Witz, aber liebe Entwickler, das jetzt, wir machen das jetzt nicht zum Spaß. Ja. Bau doch mal so ein Twitch-Sensor, so eine Option ein. Ihr macht euch da doch wirklich ein Geschäftsmodell kaputt. Und das ist auch ein guter Gag, wenn einfach überall schwarze Balken drüber sind. Ja, nee, ist wirklich ein guter Gag. Oder ihr macht überall über die Brüste und die Mumus macht ihr Gesichter von Gregor und mir. Ihr kriegt die Rechte, ihr kriegt hiermit die Rechte offiziell von Gregors und meine Köpfe. Die könnt ihr da drüber packen. Just do it. Just do it. So. Ist das Gesicht nach außen oder nach innen dann? Weil das wäre auch noch mal wichtig. Also Moment. Zu den Nippeln. Ne? Im Sinne der, ich finde die Gesichter in beide Richtungen. Ja. Einfach, da haben wir alle was von. So. Eins, das rotiert immer so wie so ein altes, wie die alten GIFs von Gregor. Wegen, drück auf die E-Mail. Wir müssen, drauf. Wir sind in Raum 1. Ja. Wir haben schon eine halbe Stunde gespielt. So. Okay, Achtung. Ich bin Larry. Larry Leffer. Hallo Larry, ich bin Kip. Du bist hier der Page? Mehr als das. Soll ich dir Muntermacher verschaffen? Du meinst... Und der will uns direkt irgendwas verkaufen. Was geht? Ihr könnt die Augen auch. Hefte mit nackten Frauen drin? Klosteine mit Zitrusgeruch? Die habe ich alle schon selbst gegessen. Aber eigentlich meinte ich... Na? Ach, vergiss es. Du bist nicht der Typ für sowas. Aber bei den Klamotten eigentlich schon, ne? Ja. Ach, du hast völlig recht gehabt, wir suchen Faith. Mhm. Hast du hier eine hübsche Blondine namens Faith gesehen? Wir hatten eine hübsche Blondine vor ein paar Wochen hier im Hotel, aber ich weiß nicht, wie sie hieß. Denn das wusste sie selbst nicht mehr. Das könnte Faith sein. Ist sie noch hier? Hab sie länger nicht gesehen. Die Chefin weiß vielleicht noch was. Verdammt. Ich muss rausfinden, wo sie geblieben ist. Okay. Was ist das hier für ein Hotel? Das hier war einmal der beliebteste Urlaubsort der reichsten Leute aus der Sowjetunion. Sie sind alle hergeflogen und haben sich hier vergnügt. Hier gab es alles, was sie wollten. Luxus pur. Das ist aber nun einige Zeit her. Was ist dann passiert? In den 90ern wollte so ein ekliger Immobilienhai aus den USA alles kaufen und auf den neuesten Stand bringen. Der hat massig Firmen hier arbeiten lassen, aber nie deren Rechnungen bezahlt und alles ist geplatzt. Dann wollte er daraus ein Casino machen. Stattdessen hat eine Geschäftsfrau hier aus der Gegend gleich die ganze Insel gekauft und sich zur Gouverneurin ausgerufen. Sie versucht seit ein paar Jahren, das Hotel wieder zu einem angesagten Ort zu machen. Aber unter uns gesagt, ohne Erfolg. Wie heißt sie und wie kann ich sie finden? Bobby Marley. Sie ist meistens in ihrem Büro oben. Mit dem Lift kannst du zu ihr hochfahren. So. Das Geräusch, ey, auch, wenn du dran ziehst. Da denke ich auch ans Wochenende. Und das ist genau das Geräusch, was irgendwann, wenn ihr 40, 50 werdet, eure Geschlechtsteil... Das hat er doch vorher nie gemacht. Er hat plötzlich angefangen. Wie so eine rheumatische Schlange. Hörst du das auch? Nein, ich weiß nicht, was du meinst. So, Bobby Marley. Ich wollte gerade so viele Sachen sagen, aber ich habe jetzt auch schon wieder alles vergessen. Auf jeden Fall freut mich der ganze Kram. Ich finde es sau lustig. Ich bin gespannt, wie es noch entwickelt. Und ich würde hier gerne mal mit der UV-Lampe durchlaufen, durch das Hotel. Und ich hab fast die Hoffnung, dass man irgendwann so ein UV-Lampenrätsel oder so. Irgendwas kommt noch. Oh, das wäre. Ja, aber ist dann, dir das hier aufgefallen? Du kannst es nicht lösen, weil du so sehr strahlst darüber. Der Schlüssel. Ja, er wäre wahrscheinlich einfach ein einziger glühender Fleck. Und hier sind auch schon wieder so viele Details. Es ist einfach geil. Ich glaube, ich habe mein Floß in dem Sturm verloren. Du bist mit einem Floß hergekommen? Ja. Aus Cancun. Verflucht, das ist ziemlich weit weg. Ich bin halt ein echter Seebär. Ich lese gerade von Mr. Miesfies und auf den kann man sich normalerweise verlassen. Das Spiel ist auf der Twitch-Whitelist. So, ja, Frage heißt, ist, man kann die, verlassen wir uns drauf oder müssen wir den Laden gleich verkaufen, wenn wir dann jetzt das Vollbild anmachen? Das ist jetzt schon, also wir sind hier schon ein mega Medienunternehmen. Sollen wir uns jetzt auf Mr. Miesfies verlassen? Wie kann man das dann rechtlich? Man kann ihm vertrauen. Du hast verklagen. Verklagen auch, verklagen. Ja. Ich glaube, warte mal, ist das... Hast du nicht das Community Nerd Quiz gewonnen? Du bist zwar noch nicht auf dem Teller hier drauf, wenn ich das richtig, oder? Kriege ich das durcheinander? Weil das war vor ein paar Wochen hier und da müsste Mr. Miesfies. Ja, klar, ich habe das gewonnen. Ja? Sagt er das? Aber Mr. Miesfies meinst du, oder ich jetzt? Miesfies. Du natürlich sowieso. Du bist der Community Nerd Quiz Champion. Ja, ich dachte, ich dachte, geil, jetzt kann ich hier einen Sieg einheimsen, ohne jemals was gemacht zu haben. So. Ja, genau. Lass uns doch sicherheitshalber, auch wenn es auf der Whitelist ist, für diesen Raum. Wir wollen es wirklich nur, ist ja auch ein bisschen lustig, ne? Ha, die crazy Verrückten spielen hier quasi invertiertes Adventure, ohne dass man das Bild sieht. Oh Mann, ich muss hier vorsichtig biegen. Ganz vorsichtig.
Ja, da. Außerdem, in der Theorie machen wir nicht perfekt. Das. Machen wir nicht genau das, was dann so die erfolgreichen Twitch-Streamerinnen machen, ne? Wo dann das Spielefenster so klein ist, damit du hier deine Vorzüge zeigen kannst? Das ist, wir deuten auch schon Sachen an hier. Also, das wird uns, allein das hier bringt uns 100 User mehr. Ich regle mich gerade, sexy. Vielleicht jetzt, wir haben gerade 100 User verloren, Gregor. Vielleicht schnell. So. Ich hab mir die Schulter gebrochen gerade. Mach doch mal bitte weiter. Ich mach weiter. Ja. Wir suchen Faith und mir ist direkt hier aufgefallen, hier ist ein sehr großer Schlüssel. Ja. Der wird noch wichtig, denke ich. Okay, das reicht mir erstmal. Ich sollte also mit dieser Bobby Marley reden. Vielleicht weiß sie, wo Faith sich jetzt aufhält. Wo ist denn nun der Lift? Guck mal, unsere Regie hat uns gerade geholfen. Das kann man schon mal machen, ja. Ich fand aber meine Lösung auch gut. Aber das hat schon recht, ist ein bisschen besser, ne? Ist ein bisschen besser so. Der arme Paul wollte eigentlich nur hier machen, ja, ihr macht schon den Rest und jetzt ist er da und bedient. Jetzt muss es aber reichen, danke, Paul. Ach, ich hätte auch weggehen können. Du hättest auch. Ich bin sicher sauer, wenn ich hiervon was mitnehme. Aber lass das erstmal, das ist lass, gut. Lass es mal so, ist in Ordnung. Da müsste ich erst das Schloss aufbekommen. So, was ist das denn hier alles? Die ganzen. Ach, diese Insel, okay, da gucken wir nochmal rein. Die werden sicher sauer, wenn ich hiervon was mitnehme. Auf der Plakette steht: ein mysteriöser, einige Jahrhunderte alter Liebeshut mit einem unbekannten Zweck. Liebeshut? Aus dem Nachlass von Reginald Cockburn, einem der Gründerväter des Archipels. Wissenschaftler vermuten einen Zusammenhang mit der sagenumwobenen Höhle des kosmischen Wissens, die sich im Archipel befinden soll. Dort befinden sich der Legende nach unermessliche Reichtümer. Wer sie betritt, erlangt das Wissen des ganzen Kosmos, heißt es. Ich will ja auch nichts sagen gerade, aber der Chat sagt's nochmal. Was ist eigentlich mit dem Typen da links? Gilt er schon als Lulu oder? Ich glaube nicht. Das kann der Algorithmus das nicht kann, entscheiden. Also das ist einfach nur eine Speckfalte, würde ich sagen, ne? Ja. Ja. Gerade das werden amerikanische Unternehmen sehr gut verstehen. Da haben die sicher einen Filter für, ist nur eine Speckfalte. Ich meine, das ist so, da sagst du, das ist wie der Präsident. Ne? Passt schon. Passt schon. Ich geh jetzt erstmal hier hin. Ja, mach das mal. Zu Elton John. Ich zwar ein paar schräge Töne entlocken. Aber es ist besetzt. Also erstmal, wir brauchen offensichtlich hier diesen Hut. Und der muss dann irgendwo eingesetzt werden und dann öffnet sich irgendeine Tür. So habe ich das jetzt verstanden. Ich schätze es mal. Es ist immer dasselbe Schlüsselschloss, Penis, Vagina, es sind dieselben, es ist immer dasselbe Prinzip. Und du musst, weil er nicht sofort dreht, musst du ihn ein paar Mal rein- und rausstecken aus dem Schlüsselloch und drehen. Oder ich muss ihn aufsetzen vorher. Das kann auch sein. Klavier. Ich sag dir auch den Joke, ne? Also, du kriegst so einen kleinen Schlüssel und da ist es nicht die Größe des Schlüssels, sondern wie man ihn dreht. Wie man ihn. Fuck, wenn jetzt gerade sitzen wirklich bei den Entwicklern so, scheiße. Schreib mit. Entweder schreib mit oder scheiße, wir müssen beim nächsten Mal kreativer sein. Ich könnte zwar ein paar schräge Töne entwickeln. Ja, ich will doch, dass du mit ihm redest. Er schreit ungefähr so laut, wie er aggressiv wirkt. Na gut. Ich sollte also mit dieser Bobby Marley reden. Vielleicht weiß sie, wo Faith sich jetzt aufhält. Ja, mach mir alles. Wo ist denn nun der Lift? Na ja, hier, oder? Oh, der Chat, die Stimmung kippt gerade. Ne? Wenn das so weitergeht, Leute, ne, da gibt's noch viel mehr Pimmel und andere Sachen, die gezeigt werden. Ach so, naja. Aber jetzt kann man wieder umstellen. Ja. Ach, wir haben ja auch den Penis-Counter, ne? Den können wir auch natürlich. Ja, hier. Ja. Wo waren wir? 16, 26? Scheiße. Ist in lieber Chat, geraten und wurde findet zu einem mal raus. Gewirbelt. Dann ist das Signal abgebrochen. Haben Sie Faith gefunden? Nein, sie ist nicht hier. Aber bei dem Signal ist ein Mann aufgetaucht. Ein Mann? Er scheint sich Faiths P-Phone geschnappt zu haben. Vielleicht weiß er, was mit Faith geschehen ist. Behalten Sie ihn genau im Auge. Wenn ich meine primierten Verhörmethoden anwende, kommen wir schneller zu Ergebnissen. Ich muss nur aufpassen, nicht gleich den Schenkelquetscher einzusetzen. Dieser Typ mit dem weißen Anzug sieht aus, als würde er dann in der Mitte durchbrechen. Noch nicht. Aber wenn es nötig wird... Bestätigt. Haben Sie schon mal eines Ihrer Verhöropfer mit Sahne eingerieben und diese dann von mongolischen Kühen abschlecken lassen? Nein. Wäre das nicht was? Ich ziehe es in Erwägung, sobald ich eine mongolische Kuh auftreibe. Jan Mai, Ende. Jan Mai am Ende. Am Ende. Ich finde leider hier keine offizielle Bestätigung von wegen Whitelist. Ah, Moment, Entschuldigung. Ah, entschuldige. Oder da haben wir wieder einen. Habt ihr denn mal mitgezählt? Auf jeden Fall, wie viele wir haben plus eins? Ja, was gibt's?
Alter, das... Hallo, ich... Bist du der neue Pianist? Ein Glück. Ich kann das Geklimpere von Luis nicht mehr ertragen. Ich... Oder bist du der neue Kellner? Am Outfit müssen wir dann noch was verbessern. Ich... Moment, ist das ein Hochzeitsanzug? Willst du hier heiraten? Ich... Also, was zum Teufel willst du eigentlich? Ich schau gerade mir erstmal alles an. Check mal aus. Ja, das hier sind schon wieder so geile Sachen. Irgendwie. Es ist ein Kondomspender da, auf jeden Fall. Wo? Moment. Ach, ein wo? Dreiköpfiger Affe. Aber wo ist der Kondomspender? Du stehst direkt daneben. Ach, das hier. Nehmen Sie, das ist irgendwie ganz geil. Nehmen Sie ruhig dein Kondom. Du darfst es mit auswerfen oder so, ne? Ich habe gedacht, so ein Automat. Der dreiköpfige Affe, 1985, hier 4 Sterne. Draußen waren aber nur 3 oder der 4. ist abgefallen. Ist immer ein schlechtes Zeichen. Hier so ein Totenkopfkäfer, eine aufgespießte Schlange. Warum? Eine Insel im Glas. Wahrscheinlich hier die, hier Nicolas Cage wollte die klauen. Irgendeine Unabhängigkeitserklärung. Der Vogel gefällt mir besonders gut. Was ist das hier? Zeitgenössische Kunst. Das ist 90er-Jahre-Kunst. Ja. Na, du weißt, es sind Runde auf Dreiecken auf Rund. Wie sehen kurz zu Parker Lewis oder so. Was? geil. Ja, T-Shirt-Muster oder Kunst, eins von beiden. Und hier unten ist, da ist Nemo. Oh, nee, weißt du, genau, aber weißt du, woran mich das hier erinnert? Nackte Kanone, Teil 1. Ach, mit dem, ne, wo er dann, oder, oh, mit dem Stift. Das war der Moment, ne, wo er ihn so hat und dann ist er noch, ne? Okay, komm. So. Also auf Twitch wird gerade gestreamt. Wir sind das. Wir streamen noch. Und ich bin Bobby Marley. Gouverneurin von Kalaua und Inhaberin dieses Hotels. Ich bin hier mit meinem Floß gestrandet. Nach dem Sturm haben wir einen Haufen Dreck und Schrott am Strand gefunden. Wir mussten diese Stelle evakuieren und einige Gäste haben Ausschlag beim Baden im Meer bekommen. Du bist also dafür verantwortlich? Hat der Schrotthaufen ungefähr Floßform? Du gibst es also zu? Naja, ich habe in dem Wirbelsturm ein klein wenig die Kontrolle über die Steuerung verloren. Dann muss ich dich Kraft meines Amtes verurteilen. Was? Du hast mutwillig das Gewässer von Kalaua verschmutzt. Der Müll, den du hergebracht hast, wurde schon eingezogen und wird dem Recycling zugeführt. Außerdem wird ein Bußgeld in Höhe von $10.000 fällig. Solange du diesen Betrag nicht bezahlen kannst, darfst du die Insel nicht verlassen. Wo kann ich mich beschweren? Bei mir. Ich beschwere mich. Ist vermerkt. $10.000. $10.000? Das sind ja 20.000 Mark. Das sind ja 40.000 Dollar. Ich suche nach einer Frau namens Faith. Sag mal, bin ich gerade zu blöd, um zu drücken? Warte mal, du bist zu blöd. Achtung, ich drücke nun. Ich suche nach einer Frau namens Faith. Sagt mir nichts. Groß und blond? Steht total auf mich? Zumindest beim ersten Teil fällt mir jemand ein. Sie ist auch nach einem Sturm angeschwemmt worden. Ich habe sie hier in ein Zimmer einquartiert. Sie tat mir leid. Aber sie ist dann spurlos verschwunden. Ich weiß nicht, was aus ihr geworden ist. Oh, verdammt! Aber Faith war hier! Sie muss Spuren auf dieser Insel hinterlassen haben. Oh, was denn? Okay, ja. Ich bin also auf der Insel gefangen, soll ein Bußgeld bezahlen und mein Floß wurde als Geisel genommen? Wenn du es so zusammenfassen willst. Vielleicht kann ich das Bußgeld auch anders abbezahlen. Oh. Wir haben schon genug Tellerwäsche. Dann mache ich mich mal auf den Weg und versuche, das Geld aufzutreiben. Einen Augenblick noch. Was? Wo du schon hier bist. Gerade habe ich echt viel Stress. Und ich hatte schon lange keinen Herrenbesuch mehr. Du verstehst das? Wirklich? Ich verstehe natürlich, was du meinst. Ich verstehe natürlich, was du meinst. Ja? Ich soll für dich einen Baum fällen, wie echte Männer das tun. Okay, wird hier eher eine Palme sein, aber das dürfte genauso funktionieren. Okay, du scheinst jemand zu sein, mit dem man direkt sein muss. Meine Lenden sind bereit, deine Lanze in einem heißen Akt zu empfangen. Willst du dich mit mir vereinen zu wildem, animalischem Sex? Ja, ich... Ist das eine Fangfrage? Meine Gelüste musste ich in letzter Zeit vernachlässigen. Zu viel Arbeit. Das ist zu einfach. Stress, zu wenige Männer auf der Insel. Verstehe.
Meinem Charme kannst du nicht widerstehen. Du bist gerade hier und scheinst Zeit zu haben. Das reicht mir auch. Dann ziehe ich mich besser aus. Oh, lass mich dich entkleiden und deine Hitze spüren. Achtung, Twitch, Moment. Bitte passt auf. Ja, stimmt doch was nicht. Was denn? Normalerweise wollen Frauen doch immer, dass ich irgendwas für sie erledige, bevor sie Sex mit mir haben wollen. Brieftasche zücken, wie die Rechnung bezahlen. Was zu essen holen oder so? Oder muss ich irgendwas reparieren? Muss ich vielleicht erst einen Brief von oder das Geld muss man vorher auf den Tisch legen, ne? So war das doch. Jetzt hör endlich auf zu reden. Alter, oh Falter, ist da jetzt wirklich Sex? Was geht denn ab? Hallo? Was geht denn hier? Nein, ach, ich kann das gar nicht verdecken. Nee, da. Oh, was geht denn hier? Mein also, Gott. Wir haben die Rückfrage bekommen. Haben die gerade gebumst in Larry? What the fuck, Alter? Ist es das erste Mal, dass das Larry direkt im Spiel passiert ist? Nee, im ersten Teil kannst du auch. Aber dann stirbst du doch, oder? Nee, nur wenn du kein Kondom benutzt. Wie im echten Leben. Ja, Insta-Tod. Hast zwei Räume, schaffst du es noch? Zwei Bilder könnt ihr danach noch laufen, dann ist vorbei. Das finde ich total verwirrend. Das ist, glaube ich, wirklich das zweite Mal erst, dass man in einem Larry-Spiel also so ohne Grund einfach Sex haben kann. Ohne, dass du was machen musst. Wobei, du musst ja selbst bei der Prostituierten in Teil 1 musst du ja auch irgendwie, da musst, glaube ich, auch, du gehst hoch. Ich bin mir nicht sicher, ob man nicht auch noch irgendwas mitbringen muss. Weißt du was? Ich trau dem Braten nicht, ne? Das hat jetzt viel zu reibungslos, no pun intended, funktioniert. Wie sie reibungslos funktioniert. Ja, sie sah auch so aus, als wäre hätte das alles reibungslos das, funktioniert. Ja, bist du schon drin? Das wird Konsequenzen haben. Das wird uns noch in den Arsch beißen. Vielleicht ich denke auch. Auch nicht im sprichwörtigen Sinn, sondern richtig. Ich denke auch, dieser Geschlechtsakt wird ihn noch länger verfolgen. Süffig im Abgang. Süffig im Abgang. Wenn du meinst, du warst in Ordnung. Komm in ein paar Stunden wieder, dann machen wir weiter. Schon wieder? Mache ich, aber soll ich auch vorbeikommen? Egal. Ich hab nicht schön, ich war noch fasziniert von dem Dialog hier. Ein schlechter Sex-Joke, wie die anderen. Hau die einfach raus. Ich muss sie ja nicht verstehen. Sie müssen ja nur raus. Mein Larry braucht eine Pause. Er hat dann eine Pause gehabt. Das muss reichen. Mein Gott, das ist richtig fordernd. Meine Schulden bei dir sind jetzt abbezahlt. Hast du mir vielleicht beim Sex das Geld zugesteckt? Offensichtlich nicht. Aber ich meine, ich hab dich doch glücklich gemacht. Zählt das nicht? Du kannst jetzt gehen. Komm mit dem Geld wieder und denk daran, dass du die Insel nicht verlassen darfst. Ich weiß nicht, wie ich mich jetzt fühlen soll. Denk bitte vor der Tür darüber nach. Ich finde alles an diesem Dialog irgendwie geil. Ist so ein bisschen El Bundy, Peggy Bundy Dynamik hier, ja, oder? Ja, finde ich auch. Ja? Haben Sie etwas über den Mann herausgefunden? Er hat die Gouverneurin der Insel aufgesucht. Durch die Tür konnte ich hören, dass er nach Faith gefragt hat. Sehr gut. Jedenfalls, wo ist Faith jetzt? Das weiß die Gouverneurin offenbar auch nicht. Ich werde mich an die Fersen dieses Larry heften. Und wenn er sie findet, schlage ich zu. Aber was hat es mit diesem Larry auf sich? Warum sucht er Faith? Das werde ich noch herausfinden. Aber eins steht fest, er scheint einen unwiderstehlichen Charme und exzellente Verführungskünste zu besitzen. Die Gouverneurin hat er mit wenigen Worten rumbekommen. Er könnte ein Geheimagent sein. Hallo, ich bin Larry. Einer der Besten. Faszinierend. Faszinierend. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Ohne Faith werden wir diesen Algorithmus nie finden. Jan Mai, Ende. Moment. Ja? Haben Sie schon mal ein Geständnis erreicht, indem Sie die Fußsohlen eines Gefangenen mit einer Kakapo-Feder gekitzelt haben? Ich kann mich nicht erinnern, das schon einmal getan zu haben. Erinnern Sie mich daran, dass ich Ihnen einen Kakapo schicke. Bissige, kleine Drecksviecher. Ich freue mich darauf. Okay. Kurz, damit wir die Kuh vom Eis haben gleich, falls jetzt hier noch nicht viel gesagt wird. Larry, sag mal, warum lässt du dich von der einfach so anspringen? Naja, ich meine, ich wollte nur nett sein. Wolltest du nicht eigentlich Faith suchen? Sag mal. Das stimmt, da war ja was. Überhaupt nicht. Dann geht's ja. Übrigens, das Kuga-Update ist gerade abgeschlossen worden. Es stehen dir jetzt alle Apps wie gewohnt zur Verfügung. Neue Funktion? Du kannst nun jederzeit mit mir reden. Starte dazu einfach die neu installierte P-App. Schön, du kannst dich also nicht mehr taub stellen, wenn ich mit dir reden will. Sieht ganz so aus.
Also laut Chat ist es okay mit den Rüsten. Dann lassen wir es mal so. Ich habe hier auch die Bestätigung bekommen, na, ja? Das soll bei Twitch in Ordnung sein. Also genießt und ballert durch. Wurde jawohl, dann los, gesagt. Komm jetzt, aber jetzt. Oh, schau dir mal die Möppel da an. Los, schau dir die Möppel an. Aber ich muss sagen, sie sieht aber auch, also ist sehr, also hier mit der Welle und so, ist derselbe, ich wette, dass das derselbe Kunst. Guck mal, so ein bisschen, achtet mal, naja, man sieht es jetzt kaum, ne? Aber es ist so der. Dass wir jetzt auch. Wirklich der Linien, Moment. Ich mach mal kurz, was mir auch wichtig ist, ich mach mal unser Gesicht weg. So. Ja. Die Linienführung ist wirklich so wie bei dem Alien. Ja, ich. Naja, die Sache ist auch zusätzlich. Behaarung an gewissen Stellen, aber die Achseln habt ihr freigelegt, ne? Ja, das war. Wenn also, schon Gleichberechtigung für alle Körperhaare. Ja, naja, es ist schwierig. Es sind eindeutig deswegen nicht die 70er, aber man erkennt, dass da jemand bewusst den Rasen länger nicht gemäht hat. Ja, was es ja, ist auch mit Landeplatz, eine Aussage, ne? Ist. Ja, ich finde, also mit ich finde das okay. Geht schon. Jetzt muss ich gerade mal mir einen Kaffee holen. Ich habe übrigens auch für dich frische Minze, weil du ja nicht so, du trinkst nicht so Kaffee, oder? Doch, aber willst nicht. Du einen frischen Kaffee? Einen türkischen Kaffee? Ja. Ein Cappuccino oder Minze? Ach, gib mir mal Minze, wenn du schon mal dir die Mühe gemacht hast. Ja. Ja, das Ding bei der Minze ist so, dass die, also du kannst gleich weiterspielen. Ja, wir machen kurz eine Werbung. Ja, ne? Und wir dann, machen kurz eine Werbung. Wir sind gleich wieder zurück. Simon organisiert Getränke, ne? Und ich drücke auf den Werbebutton, den ich jetzt ganz natürlich ankündige, jetzt. So, zumindest die Pause sollte vorbei sein. Ihr solltet mich, glaube ich, da draußen hören. Simon ist noch kurz dabei und macht uns die Getränke fertig. Ich check hier gerade mal. Schön, dass so viele Leute dabei sind, die nicht nur auf Twitch zuschauen, sondern auch auf YouTube. Aha, danke schön. Macht schon, passt schon. Danke sehr. Sehr, sehr schön. Ich entmute dich auch mal hier zusätzlich. So, das soll man auch hören. Danke dir. Ja, bitte. Ist, kannst du noch mal ziehen lassen, aber es schmeckt auch so, glaube ich, schon ganz gut. Das ist doch ganz schön. So. Es freut mich. Da sind wir wieder. Anscheinend sollen wir wohl so safe es geht sein damit. Ne? Okay. Mit den Pixelnippeln. Also wir machen also, einfach mal. Also was genau jetzt? Nee, wir spielen. Ganz spielen normal. So. Sollen wir es nicht erwähnen? Sollen wir es vielleicht nicht thematisieren? Die Dinge, die uns erotisieren. Also ganz im Ernst, natürlich werden wir es thematisieren. Wir werden sogar Sachen thematisieren, die nicht ansatzweise sexuell sind. Das die auch, sexuell machen. Wir erfinden noch viele neue Dinge, die wir anschließend machen. Schau dir dieses verrottete Obst da mal an. Ja, ja. Ja, wie das müffelt. Ja, das macht mich. Und dann dieser kleine Ventilator. Der gehört mir. Solange die Klimaanlage nicht läuft, geht ohne den gar nichts. Das bedeutet, wir brauchen diesen kleinen Ventilator und müssen dazu die Klimaanlage anmachen. Daraus sollte ich ein paar interessante Sachen erfahren. Oh, also, jetzt findet der Chat auch lauter sexuelle Sachen. Die, Zählt mal bitte die Penisse mit. Ah ja, einen habe ich schon gefunden, da ist noch ein zweiter, also plus zwei. Ich weiß nicht mehr, was unser Stand beim letzten Mal war. Ja, da ist ein Facebook-Like. Unten, die Kugel hat unten ein Puploch. Das habe ich auch, ne? Puploch oder die Kugel? Ich sag gleich. Des Archipels. Viele hübsche Bilder, die ziemlich alt zu sein scheinen. Und einiges über die Flora hier. Irgendwo im Archipel wächst ein seltener Pilz mit einer starken Biolumineszenz, der die Herzfrequenz stark absenkt, wenn man ihn isst. Die Orchideen hier sind wohl alle ziemlich giftig. Nur eine Art, die eine einzelne blaue Blüte und spitz zulaufende Blätter hat, tötet einen nicht, wenn man sie anfasst. Ich will gar nicht wissen, was es da noch für gefährliche Tiere hier gibt. Also du wolltest sagen? Also mehrere Sachen. Wolltest du gerade was sagen? Ich habe auch was, aber mach es mal und ich ergänze. Das Pupploch hier. Ich habe das die ganze Zeit gedacht und dann wollte ich es aber nicht sagen, weil es zu infantil ist, weil ich dachte so, das ist sicher nur so ein Glanzeffekt. Ne? Ja. Das soll nur den Glanz, aber es ist eindeutig ein Pupploch. Und es ist vor allem auch stolz, sein Loch zu zeigen. Stolz ist Pupploch, genau. Einmal noch schön nach vorne, auch der ganz vorne, nicht einer hinten. Und dann sind mir noch insgesamt zwei weitere Penisse neben dem hier rechts. Sind mir noch zwei weitere aufgefallen. Okay. Findest du sie? Also, neben natürlich, der ist ja offensichtlich. Na, die, der zählt mit. Genau, ich weiß nicht, ob du die Banane dazu zählen möchtest. Nein. Auf der Seite. Es ist einer, der
lustig ist, aber schwer zu finden. Du meinst jetzt allgemein in diesem Bild hier, ne? Ist noch ein Penis versteckt. Ein weiterer Penis, auf den du noch nicht gezeigt hast. Auch ihr, lieber Chat, könnt gerne mitspielen bei diesem großartigen Spiel. Okay, ich hab ihn. Aha. Das aufgehängte Bild Bam. Über dem Typen. Das sind diese Scherenschnitte, ne? Ja, wo du ein Relief hast von jemandem. Genau, eigentlich hier ein Penis. Eigentlich ist es nur jemand, der seinen Arm hochhält, aber es ist, wenn du es von der Seite machst mit dem Relief, genau. Ne? Muss nur die Faust machen und dann geht das. Es ist ein Elefant mit einer, der was im Rüssel hat. Naja, so. Ich gehe jetzt mal weiter. Ja, was ich noch mal ergänzen kann, wir jetzt nicht noch eine Talk-Sequenz kommende lange. Alter, hier, what the hell. Ist die Scamba übrigens. Orchideen. Habe ich, glaube ich, schon mal fallen lassen, den Fakt. Weißt du, wo der Name herkommt, Orchidee? Orchidee. Nee. Also, das ist aus dem Griechischen. Ja. Und Orchide ist. Oder Archide. Archide? Ja, das Archide? Ist nämlich der Wortstamm. Das ist Archide. Nämlich, weil die so aussehen wie Hoden. Das ist das griechische Wort für Hoden, Archide. Also das ist quasi die Hodenpflanze. Mhm, die wenn du das nächste Mal dran schnüffelst, ja, dann sagst du, rund und drückbar. Ja, Sportunterricht, so kurz, so nach 2 Stunden Sportunterricht, so riecht die. Aber die riechen ja gut. Also diese Pflanze, das ist ja schon eine sehr schöne Blume, oder? Die riecht doch gut, lecker. Stimmt, riecht sie gut. Wenn die jetzt so nach salzigem, haarigen Nüssen riechen würde, dann würde ich sagen, Orchidee verstehe. Ich mag salzige Nüsse. Ich weiß nicht, ob haarig, aber sind Macadamias haarig? Stell dir mal vor, Nüsse wären haarig. Dann müsstest du die erst enthaaren, bevor du die essen kannst. Du kaufst dir so eine Packung Nüsse, das ist ein kleiner Einwegrasierer mit dabei, ne? Für das richtige Erlebnis. Also ja, also ich kaufe nur die unenthaarten Nüsse. Ich enthaare selbst. Wenn ich reich genug bin, dann lasse ich Leute anstellen, die mir die Nüsse gegen den Strich rasieren. Also die zum Essen, meine ich. Wir kommen hier, oh mein Gott, wir kommen nicht nur, wir reden uns immer mehr in die Sackgasse. Plus übrigens haarige, es ist alles so, aber wir haarige Klöten, es geht nicht mehr. Und die Quietschente mit Donald Duck hat auch Tetas. Alles hier, ne? Aber wenige Penige. Penige? Ich weiß nicht, also ich sehe gerade keine. Wir sind einen, bei plus oder? 3 immer noch. Hier Barbarenbräu, er wieder, das ist derselbe, aber der ist genauso drauf. Ja, und natürlich wunderschön diese zwei Gags in einem. Stimmt. Meinst du, dass dieses, wo du gerade bist, dieses rosa Tuch, soll das ein eher weibliches Geschlechtsmerkmal sein? Da bei der, hier, bei der Flasche daneben, da oben? Ja, also ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, es ist wirklich vielleicht ausnahmsweise auch wirklich einfach nur ein rosa Tuch, weil ich kann da auch nichts anklicken. Vielleicht auch. So, ich muss noch mal mit ihm quatschen. Ja, mach das mal. Kip? Hä? Wer hat behauptet, ich wäre Kip? Wo sind Sie? Das ist ja wie ein Deadly Premonition. Sehe ich vielleicht aus wie Kip? Ja. Ich bin Dip. Dip! Merkt ihr das? Aber erzähl das niemandem. Kein Wunder, dass der Drogen nehmen muss, damit er 2 Jobs gleichzeitig. Es wäre so toll, wenn das der Typ aus Deadly Premonition hier wäre. Ja, ich finde, die sollten über alle Spiele immer diesen einen Typen nehmen. Ja. Bist du gesund? Bist du gesund? Willst du dich mit mir prügeln? Nein. Du willst dich mit mir prügeln? Nein. Der Typ gestern hat auch gesagt, er wollte das nicht, aber dann hat er es getan. Der hat sofort zugeschlagen, als ich mich auf ihn gestürzt habe. Hatte sich überhaupt nicht im Griff, der Typ. Total durchgeknallt. Bist du auch so einer? Ich mag das. Ich bin Preisboxer. Ja. Ich bin Preisboxer. Ich muss dich nur anhusten und du fliegst aus dem hässlichen Anzug. Ist mir den Atem nicht wert. Ganz ruhig. Warum bist du eigentlich so nervös? Ich bin nicht nervös. Mir sind die Augen geöffnet worden. Bei diesem Festival war so ein Typ, der hat mir einen Feuer- und Chemtrails gegeben. Vielleicht stecken sogar die Echsenmenschen dahinter. Okay. Alles klar. Jedenfalls muss man wachsam bleiben. Ich trinke jedenfalls so viel Kaffee wie möglich. Der vom Buffet drüben knallt richtig rein. Ich habe seit 4 Tagen nicht geschlafen. Merkt man überhaupt nicht. Okay, aber das will ich mir angucken. Vielleicht gibt er ihm jetzt so eine Verschwörungstheorie oder so mit auf den Weg. Wir müssen Chemtrails verursachen vielleicht, ne? Durch unsere sexuellen Gase. Dass wir, ja, ich will das oben, also dass wir rauchen, dass unser Schritt raucht. Ist Larry schon mal in den Mile High Club eingetreten? Das ist eine sehr gute Frage. Na? Ich glaube nicht, obwohl, das ist sehr weird, dass es kein Larry
Abschnitt gibt in allen Spielen, der in einem Flugzeug spielt, wo man diese Mile High-Geschichte, sage ich mal, thematisieren könnte. Gibt's nicht. Und du könntest, ja, in der Nur in Zach McCracken gibt's ja, ein Flugzeug. Und aber du kannst da andere Sachen machen mit der Toilette, aber nicht das. Wollte ich gerade sagen, ja. Das ist ein jugendfreundliches Spiel. Je nachdem, ich glaube, da kannst du ja gewisse Rekorde brechen, ne? Weil je nachdem, ob du mit der Erddrehung oder gegen die Erddrehung riss, mit den verschiedenen Zeitzonen, kannst du sagen, der kürzeste oder der längste Fick über den Wolken. Ja? Weil immer, wenn dann, es ist immer irgendwo 17 Uhr. Es heißt Uhr. Liebe, Gregor. Okay, und der schnellste Fick über der Liebe. Ich werde nie vergessen, wie ich auf dem Flug war mit einem nicht näher genannten YouTuber. Da war ich auch. Da warst du auch? Da war ich auch. Der original einfach knallhart auf diesem Überflug seine Freundin einfach für alle erkennbar einmal durchgeknattert hat. Und einfach, dann knallt einfach wieder zurück. Ja, jetzt gehen wir halt zusammen wieder aus dem Klo, setzen uns jetzt hin, 10 Stunden weiterer Flug. Man fragt sich echt, alter Falter, was ist denn bei dir weird in deinem Kopf? Wie ist denn deine Banane so gerade geworden? Es gibt ja auch YouTuber, die dann ihren Content primär über Toilettenstreaming dann machen. So von wegen, wir lassen uns bei McDonald's einsperren und solche Sachen. Da wundert's mich nicht. Ja, das ist dann halt das Niveau, auf dem man, also selten hatte so niedriges Niveau, ist so hoch geflogen. Was willst du lieber haben? 8 Millionen Klicks oder 8 Millionen Fix? Moment, okay, fuck. Das ist eine wirklich gute Frage. Weil ich weiß es nicht. So. Übrigens, was du wissen solltest. Ja. Übrigens, was du wissen solltest, du weißt schon, wie klein Mikrofone heute sein können. Ich sag dir, die sind hinter mir her. Okay, der trollt ihn dann immer so ein bisschen. Ne? Kann man da noch mehr, ja? Übrigens, was du wissen solltest, nachts machen sie heimlich deine Messer stumpf. Wirklich? Und du bist sicher nicht Kip? Ich bin nicht Kip! Aber ich will nicht über ihn reden. Er könnte mit denen im Bunde sein. Was hast du denn so für Drinks im Sortiment? Alles, was das Herz begehrt. Frisch gereinigtes Quellwasser. Sonst nichts? Seit dem Festivalflop hat kein Schiff mehr angelegt. Jetzt sitzen wir wortwörtlich auf dem Trockenen. Aber ich habe noch einen Geheimtipp. Meinen alkoholfreien Whisky. Geheimtipp, weil den niemand will? Okay, er läuft schlechter, als ich erwartet hätte. Früher war ich ja für meinen Spezialcocktail bekannt. Den Tiki Twister. Den kann ich ohne die Zutaten allerdings nicht mixen. Auch wenn diese komische Influencerin deswegen rumjammert, dass sie ihn so gern hält. Dass sie die ganz rechts sitzt. Oder die vorne. Nee, das ist der, obwohl das könnten beide Influencer sein. Wollte ich gerade sagen, also es ist heutzutage schwer zu sagen, jeder, der ein Handy hat, könnte Influencer sein. Man weiß es nicht. Na, wir können es gleich mal ermitteln, wenn du das Gespräch durch hast. Aber was hat sie hier für ein, ist das, ich lese da Kesia mit einem umgedrehten 3. Ist es gespiegelt vielleicht? Na? Wesir? Also ich würde gerne wissen, falls die Entwickler gerade im Chat sind, schreibt doch mal rein später, was das hier K3 Sim auf dem Kopf Visay. Das macht mich wahnsinnig, weil ihr habt euch ja vielleicht was dabei gedacht. Ihr schreibt ja nicht hier alles aus, nur um dann da was anderes zu schreiben. Das ist doch Becky aus Teil 1, wird hier gesagt. Ist das wirklich so? Becky aus, ihr seid alle wahnsinnig, aber wie wollt ihr das denn erkennen? Das waren im Original 3 Pixel. Wirklich 3. Na gut. Aber die 3, auf die es ankommt. Ja gut, ne? Ich glaube, die Leute wissen schon. Aber wir gucken gleich mal rein. Tiki-Twister. Tja, wie gesagt, ich kann dir keinen mixen. Aber ich habe das Rezept hier. Ich scanne es in deine Bauplan-App, Larry. Wird dir nicht helfen, weil du die Zutaten sicher auch nicht auftreiben kannst. Ach, mal sehen. Was gibt's denn noch unten? Ja. Ich bin dann mal weg. Ich gehe. Aber ich bleibe in der Nähe. Ach, Entschuldigung. Mein Fehler. Im letzten Teil. Ja, klar. Im letzten Larry-Teil. Larry Neu 1. Ja, ja, okay. Das stimmt. Das stimmt tatsächlich. Da gab es so eine. Ich habe die nicht mehr so genau im Kopf, ne? Also, aber sie sieht aus wie eine Person aus dem ersten, ja. Ja, Influencerin, entweder sie oder unsere Dame mit den Bauchmuskeln hier. Die sieht auch so ein bisschen so aus. Sie liebe ich ja. Ja, ich habe meine Ausbildung jetzt als Fachhandelsverkäuferin nicht ganz abgeschlossen, um Backpacking zu machen durchs Indonesien. Eat, pray, love, Gregor. Ja? Du bist einfach, du hast deine toxische maskuline Männlichkeit noch nicht hinter dir gelassen. Und ich glaube, sie könnte dir den Weg zeigen, sie mir alle helfen, deine Chakren zu öffnen. Auch die ganz, ganz hinten. Die tiefen Chakren, die innen. Ich glaube, mein hintere Chakra ist das Einzige, was wirklich offen ist. Hintern Chakra. Was ich eigentlich gerne machen würde, wäre einfach hier so einen leichten Tritt geben. Drück doch mal. So auf das Board. Drück doch mal das Board. Das sind aber es geht nicht. Blumen. Oh,
Danke. Ich habe sie selbst gepflückt und nach der Kraft ihrer Farben arrangiert. So sorgen sie für einen ausgeglichenen mentalen Zustand. Scheint ja zu funktionieren. Ah, ich bin Larry Leffer. Ich habe einen Penis entdeckt. Ach, entdeckt. Johnny. Du findest ihn auch. Also ihre Arme sind's nicht. Nettes Hotel, was? Ja, du wirst schon finden. Eigentlich schon. Ja. Das klingt jetzt nicht so begeistert. Naja, ich wollte eigentlich schon weg sein, aber das ist nicht so leicht. Warum bist du wenn du ihn findest? Ich bin den Sternen gefolgt, als ich gehört habe, dass ich in einer legendären Höhle des kosmischen Wissens. Ne, hast du ihn gesehen? Ne? Ich hab ihn gesehen, auf der Stirn. Ein kleiner, ejakulierender Penis. Diese Höhle scheint nur eine Legende zu sein, aber der Weg ist das Ziel, sage ich immer. Ey, ich wäre übrigens auch gerne Travel-Blogger. Also ich glaube, das war schon früher immer der Top-Job in den Medien, war dann immer diese Reisemagazine, wo du tatsächlich halt 3 Wochen irgendwo hin bist. Das Schönste auf der Welt. Ich hätte auch gerne einfach die Ausstrahlung, um so eine Travel-Bloggerin oder Allgemein-Bloggerin zu werden, ja, wo das meiste ist, ich drehe mich einmal zur Kamera und sag, lasziv 50.000 Euro bitte. Ja, so ist es ja nicht ganz, aber schon auch. Also ich kann es machen, aber ich kriege keine 50.000 Euro für. Genau, ja. Na? Ach, naja. Aber eben das Gute ist, selbst Travel-Blogger dürfen im Moment nicht mehr traveln. Wo würdest du hinreisen, wenn du traveln könntest und eine Travel-Bloggerin wärst? Na? Wenn dir das sozusagen bezahlt wird, damit du da deinen Körper zur Schau stellst. Also es geht darum, dass ich meinen Körper zur Schau stelle. Ja, dann würde ich schon halt... Naja, es gehört ja schon dazu, glaube ich. Ne? Also für wer schon die Rechnung bezahlt, muss auch was zurückbekommen. Ist es da nicht so? Ich würde, wer die Zeche dafür bezahlt? Ne, ich würde zumindest irgendwo hingehen, wo es sehr windig ist, damit es mir ständig die Klamotten vom Leibe bläst, sodass mein halboffenes Hemd mit nur einem kleinen zarten Knopf, so gerade so noch, der Knopf hält alles zusammen. So, aber man sieht halt schon den ganzen Eumel. Also wirklich, das Bouquet ist komplett, nur der Nippel. Bei ihr sind die Nippel ja sogar zu sehen. Das ist ja dann auch nochmal. Oh ja. Da könnte man auch nochmal sagen, ob das für Twitch okay ist, aber I don't care. Ah gut, also du meinst sowas wie der Windtunnel in der Airbus-Anlage in Schleswig-Holstein, ja? Wo es mit dem Winter durchbläst. In diesem Jackie Chan-Film oder auch. Ja, ja, genau. Ja, ja, so, wir haben es verstanden. Starker Arm, echt Arm der Götter. Der starke Arm, irgend sowas, ne? Das ist auch guter Porno-Name, der starke Arm der Götter oder sowas. Die Hand Gottes. Das ist meine gute Hand. Bist du so eine Travel-Bloggerin? Sehe ich vielleicht so das aus? Das war Scary Movie, oder? Mhm. Nee, ja. Darf ich sie mal anfassen mit meiner Hand? Nein, das ist nicht lustig. Wir haben ja auch nur einen Film nachgemacht. Exakt, so. Wir erzählen nur. Ja. Ich finde schon. Also wirklich, Travel-Blogger sind ja wohl der letzte Abschaum. Okay, was? Hallo. Hotels verwöhnen und schwärmen dann auf Instagram, wie toll ihr Urlaub ist. Das klingt fürchterlich. Ist es auch. Diese Wohlstandskinder. Tut mir leid, dass ich gefragt habe. Ach, schon gut. Das sind auch alles nur Menschen. Magst du vielleicht meine Reise unterstützen? Wie denn? Mit Geld. Das ist hier alles so teuer. Echt? Ich habe noch nichts bezahlt. Ach, bist du auch ein Backpacker? Ein Badpacker? Ein Badpacker? Ich packe keine Fledermäuse ein. Oder willst du andeuten, dass du mich für einen Superhelden hältst? Ich meinte weder das eine noch das andere. Backpacking ist eine tolle und nachhaltige Methode, die ganze Welt kennenzulernen. Klingt toll. Wie funktioniert das? Man bittet andere Leute um Unterstützung auf dem eigenen spirituellen Weg. Du fährst per Anhalter? Nein, ich schildere meine Erlebnisse, verströme positive Gedanken, dann erhalte ich etwas Geld und setze meine Reise fort. Geht doch. Das ist echt nachhaltig. Du schnorst also. Also bitte, es wird ja niemand gezwungen, mir etwas zu geben. Wie reist du denn um die Welt? Ich lasse die Dinge einfach geschehen und nehme überall mit, was nicht angebunden ist. Habe ich einen Supporters-Club-Button hier irgendwo? Das ist ja noch schlimmer. Ja, jetzt wäre ein guter Moment für Werbung. Wenn etwas angebunden ist, suche ich mir erst etwas, womit ich es losschneiden kann. Und dann nehme ich beides mit. Du solltest nicht über Backpacking lästern. Na gut, aber geht so eine Art zu reisen nicht total an die Substanz? Du musst doch dann immer auch so günstig wie möglich übernachten. Ja, das ist schon etwas nervig. Die letzten Nächte habe ich am Strand geschlafen. Ist ja schön unter dem Sternenhimmel und mit dem sanften Wind und so. Aber was würde ich für eine Nacht in einem richtigen Bett geben? Und dann noch mit der richtigen Person. Punkt, Punkt, Punkt. Sie sagt extra nichts, weil sie will ja die Kohle. Ruhe.
Happy. Merkst du selbst, oder? Geil. Oh, ist das Knicklich ist bestimmt eine Zutat für den Daiquiri da. Du hast auf jeden Fall recht. Kann ich so ein Knicklicht haben? Klar, brauche ich nicht mehr. Weiß gar nicht, warum die noch leuchten. Normalerweise verblassen die doch recht schnell. Meine Haut ist auch ganz rot, wo ich sie trage. Macht mir nichts aus. Ich habe sowieso schlechte Haut. Okay, hier hast du eins. Es ist vermutlich einfach radioaktiv. Mhm. Hast du vielleicht irgendwo eine hübsche Blondine gesehen? Nein, also von mir selbst abgesehen. Findest du nicht auch, dass das auf mich passt? Durchaus. Ist das eigentlich unter dem... Das soll kein Kranz sein, sondern es sind ihre Haare, die sie einfach dann so da drauf gefärbt hat, ne? Das hier meinst du? Ja. Ja, das sind einfach Haare. Ja, ich meine hier ganz, ganz oben, über den Locken. Das sind eindeutig gebraidete Haare, ne? Und keine... Ach so, du meinst, das sind so, das sind so dicke, dicke geknetete Haaräumel mit so... So ein bisschen, ja, genau. Euterfett haben die das so zusammen... so, genau, das ist es. Kommt ja eben vom Nicht-Waschen. No? Und da haben sich auch schon hier Muscheln gebildet, wie du sehen kannst. So. Die sind ja ein natürliches Habitat. Ja. Ey, ich finde es super. Ich finde es ein bisschen komisch, dass Larry keine Gesprächsoption anbietet, wo er ihr anbietet, ihr so neue Kringel zu malen oder so. Das würde noch passen. Aber ich finde das bisher schon sehr gut. Mir gefällt es gut. Mhm. Ich mag diese Figuren alle. Wie geht's dir inzwischen? Ganz okay. Ich lebe von Lichtnahrung. Weil du immer sie braucht den Aluhut. Das liegt an den Schwingungen hier. Gib mir das mal. Die Leute bekommen ja für ihr Geld von mir so viel positive Energie. Das sollte ihnen doch was wert sein. Das kann ich gar nicht verstehen. Aber ich gebe ja zu, es wäre schon gut, mal wieder in einem richtigen Bett schlafen zu können, statt im Sand. Kannst du auch stehen? Warum sollte ich? Weil man dann einen anderen Blick auf die Welt hat. Und für die Durchblutung ist es auch gut. Vor allem, wenn man so lange Beine hat wie ich. Danke. Ich bin hier unten ganz zufrieden. Also sie braucht eine Wohnung. Ja. Bis später. Möge das Licht dir den Weg weisen, Wanderer. Danke. Du auch. Jemand hat im Chat gesagt, 23 Penisse hätten wir in der letzten Folge gehabt. Hier habe ich jetzt noch 3 plus 4. Also sind wir bei 27 Penissen. Kann man sich mal so mitnehmen als Zahl? Club 27. Was? Gab's das wirklich? Ja, das ist ja die Jahreszahl, wo dann die ganzen Rockstars sterben. Ach, das ist es. Ich dachte, das wäre jetzt wirklich irgend so ein für junge Leute nur bis 27. Für junge Leute nur bis 27. Nein, Club 27. Ich nenne so meinen Podcast, wo ich die ersten 27 Stephen King Bücher bespreche. So mein das. Hey, ich habe einen Podcast. Ist noch nicht bedient worden. Nein, nächstes Jahr übrigens, wenn wir den auf. Der ist ja bisher nur für Patreons, aber nächstes Jahr packen wir den einfach komplett auf Spotify. Das ist doch schön. Weil, unscheiß, wir haben da schon so viel mittlerweile gemacht. Das ist echt geil. Also, das ist ein geiler Podcast, sag ich dir. Hier ist das Glühstäbchen. Da ist es. Sieht ziemlich geknickt aus, aber strahlt trotzdem. Es war mit diesem Bauplan in der App, da musstest du, wenn du alle Items hast, die sozusagen zusammenfügen, ne? Ich glaube ja. Jetzt habe ich das leider, ich will das gar nicht, ich dachte, das wäre der Bauplan, aber... Das war die, der Bauplan, genau, diese, der Blauplan. Die mittlere App da. Club 27! Also grün hast du schon mal, das ist dann der Knickstab. Interessant. Das hier meinst du? Ja, genau. Ich dachte das hier, aber ja, nee, grün, ja, wahrscheinlich schon. Ne? Ja, das ist ja erst, wenn wir dann alle Sachen haben. Wobei, es könnte auch der, nee, der Strohhalm ist ja gar nicht ausge, der hat ja gar keinen Item da. Hat gar nichts, ja. Es ist einfach, also Alkohol, irgendwas, wahrscheinlich irgendwas, Wasser oder was? Nee, das hier sieht ja, das ist dann die Zitronenlimonade. Das lässt sich nicht kombinieren. Ja, das ist ein bisschen komisch, weil beides in das grüne Feld zeigt. Aha, okay, ja, aber du hast recht. Ist nicht so schlimm. Kriegen wir irgendwie hin. Eis, okay, und eine Limette? Oder was ist das? Ja, die Limette, Orangenscheibe, irgendwas. So, jemand im Chat hat gesagt, schau doch mal mit der Surferin und schau mal, wo die genau hinsieht. Ich weiß ja nicht, wo sie hinsieht. Die schaut auf die ihr, ne? Also hier sind auch wieder haarige Klöten. Spielt sie vor die andere Mannschaft. Ja, jemand hat auch gesagt, der Tisch, wo die andere Frau mit dem Handy steht, ist das eine Pene da unten, der kleine Stamm, oder ist es mehr... Da würden wir jetzt schon zu viel Interpretationsspielraum lassen. Du kannst ja nicht in allen einen Penis sehen. Also man kann, aber das finde ich übrigens, ich liebe diese Krabbe. Ich liebe alles, was so lustige, verdrehte Augen hat. Man hat direkt Mitleid, oder? Man möchte direkt diese Krabbe nach Hause nehmen und durchfüttern. und hier, warum ist hier, ist ein Kackhaufen? Oder? Nein. Das ist ein Muschelhaufen. Also, wir können mit Shawnee erstmal nichts Neues machen.
dann gehen wir doch jetzt zu der anderen Dame. Und die kennen wir wohl aus dem Original. Ja, die Nase und der Blick. Becky, genau. Hey, Becky! Das war diese Influencerin, ja. Du... Ach, du hast ja nicht gespielt. Nee. Ja, der hatte mal einen ganzen Quest-Baum sozusagen. Und es ging eben da wirklich dann um diese typischen Influencer-Sachen. Mhm. Was macht eine Frau wie du auf einer exotischen Insel wie dieser? Willst du mich etwa anbaggern? Ja. Sorry, Instinkt. Komm mir nicht zu nah, sonst rufe ich die Security. Ich habe auf der Insel noch keine Security gesehen. Ist die auch weg? Voll der Downer. Das war echt kein Festival. Das war ein Festi-Fail. Ah, Festival? Dieses Sci-Fi-Festival. Alle bekannten Schauspieler auf einer tropischen Insel. Sowas geht natürlich nicht ohne Becky Butter. Denn anders als die Leute bei Twitter schreiben, bin ich nicht die Kotz-Queen. Da bist nur du dran schuld. Du hast mir mein Image versaut. Ich dachte, durch das Festival könnte ich meine Brand-Credibility durch frische Authenticity wieder upgraden. Oh. Und dann ist das hier alles ein großer Betrug. Ich tippe, bist du da nicht weggegangen? Ja, ich dachte, mitschreiben. Jetzt bist du da. Jetzt machst du das Beste draus. Also bin ich jetzt Travel-Bloggerin. Wie funktioniert das? Oh, man reist durch die Welt und die besten Hotels verwöhnen einen. Da macht man coole Bilder und manchmal schreibt man sogar 4 Sätze. Das ist harte Arbeit. Live your life, sage ich immer. Ja. Hier, diese Maske übrigens, meinte jemand im Chat. Stimmt, die ist aus Monkey Island, ne? Das ist, wo die Eingeborenen diesen Tanz machen mit den Köpfen. Ja, fast. Oder war das Zack McCracken? Nee, das waren schon bei Monkey Island, wobei die sieht nicht ganz so aus wie die. Ich hab's hier gerade nochmal durchgespielt. Ja? Aber ja. Es gab auch bei Zack McCracken das, wo dieser Code für die Pyramide. Wenn du die Eingeborenen in machen dann diesen komischen Tanz. Wenn du in Kinshasa bist, genau. Glaube ich. Also oder zumindest Serie oder so eine von diesen Geschichten. Ja, du musstest zum Stamm, zum Witch Doctor, und der hat dir dann vorgetanzt mit seinen Stammes. Und die hatten dann auch so eine Art von Maske. Es kann sein. Nein, vielleicht war die kleiner, ich weiß es auch nicht mehr. Na gut. Aber so ungefähr, also du hast sie zur Kotz-Queen gemacht durch deinen Quest beim letzten Mal. Ja, ich weiß, ich habe schon wieder vergessen, wie es passiert ist, aber sie hat auf jeden Fall alles um sich herum vollgekotzt. Und war sie bei dieser Orgie? Nee, das war eine andere Geschichte, die eklig war. Aber es waren auf jeden Fall eine Menge eklige Sachen in der letzten Folge, wirklich. Also im letzten Larry-Teil. Bekommen Travel-Blogger wirklich alles umsonst? Natürlich. So gehört sich das auch. Wir geben den Hotels schließlich durch unser Commitment voll die Exposure. Anders als diese Backpacker. Das sind voll die Scammer. Hast du hier irgendwo eine hübsche Blondine gesehen? Ich kann doch meine Attention nicht auf andere Leute richten. Ich meine, das interessiert doch meine Community nicht. Die wollen schließlich mich sehen. Wie gefällt's dir auf der Insel? Ganz okay. Ist schon etwas oldschool, aber ich mag es ja vintage. Ey, wenn hier wenigstens eine Yacht rumschwimmen würde, auf der ich Bikini-Fotos machen könnte. Ich habe extra trainiert, meinen Hintern so rausstrecken zu können. Aber das Hotel hier, ey, dem habe ich eine ultraschwache Bewertung auf Gulp gegeben. Hat es auch verdient. Soll ich dir jetzt was zu trinken holen? Geh weg! Ist das ein Nein? Soll ich dir jetzt was zu trinken holen? Wenn ich dich nur sehe, habe ich schon Bauchschmerzen. Ich glaube, es war... Vielleicht haben wir wirklich auch was reingemixt. Auf jeden Fall, Mach mal noch mal. Ja, einmal noch, ne? Soll ich dir jetzt was zu trinken holen? Hör auf! Na gut. Es soll einfach nicht sein. Ich muss jetzt woanders influenzen. Aha. Also was war für ihr? Sie wollte die Yacht? Also muss man ihr eine Yacht besorgen? Sie wollte eine Yacht, wo sie ihren Codex rausstreckeln kann, damit Leute Fotos von ihr machen. Aber da reicht doch wahrscheinlich auch einfach nur so eine Pappyacht. Also ich wette, dass es am Ende keine echte Yacht ist, weil sie ist ja Influencerin und hat kein Problem damit zu bescheißen. Am einfachsten wäre ja, wenn du das einfach Greenscreen machst, oder? Ja, irgendwie sowas. Ja? Also dann, du machst dann alle deine Fotos für den nächsten Monat in der Stunde in Greenscreen und dann bezahlst du deine Leute, die Montagen machen. Ja, Homeoffice, hallo! Auch Reiseblogger müssen jetzt Homeoffice machen. Ey, sowas gibt's auf jeden Fall. Guck mal, die Mario-Röhre. Da ist sie. Das gibt's aber bestimmt. Ne? Also ein paar Reiseblogger, die das nicht machen können. Und deshalb, meine Fans werden verstehen, wenn ich jetzt Fotomontagen mache. Und dann auch Fake-Bewertungen und so. Alles einfach Fake. Was mir gefällt, das siehst du ja häufig bei Reddit. Wie heißt das? Instagram-Fails oder sowas. Ne? Wo du dann siehst, wo die dann Instagram-Models sich dann, was weiß ich, ganz, ganz dünne Hüften oder sowas geben und die dann neben so einer Tür mit einem Schachmuster stehen und das komplett man sieht so genau. Oder der Zaun im Hintergrund plötzlich voll verbogen und so. Ja, das ist... Ein Dimensionstor. Ach nein, es ist Photoshop. Man muss aufpassen. Don't jump into the pool, also das Donald Duck. Nicht rein. Ich kann daran nicht vorbeigehen. Kommst du... Ach, kannst du mitnehmen. Kannst du die Leiter hoch, um mal zu rutschen? Nee, leider nicht. Aber ich würde gerne die Regeln wenigstens lesen.
Siehst du, da steht. Okay. Ach ja, zur Not, wir haben ja immer noch, wir versuchen so gut es geht darauf zu verzichten, aber ich kann ja immer noch die Leertaste machen, ne? Ja, ja, aber also bisher habe ich das Gefühl, es läuft gut. Becky haben wir abgequatscht, wir haben eigentlich alles abgequatscht, wir haben an diesem Raum nicht mehr viel auszusetzen und haben auch viel schon mitgenommen. Ja, du kannst und wir sind noch nicht mal überall gewesen. Die Aluhüte mal denen zu geben, weil es entweder der Typ könnte den vertragen oder unsere. Du hast recht. Unsere Frau am Strand. Bin mir nur nicht sicher. Ich glaube, mit dem Aluhut, man müsste noch irgendwas machen. Ich glaube nicht, dass er. Naja, ich glaube schon, dass er das braucht. Ja. Er hat es nötig. Vielleicht ihm, aber das ist ja wieder eh derselbe. Also eigentlich müsste es bei ihm jetzt auch nicht gehen. Ich glaube nicht, dass er das. Ja, okay. Wo, also da gibt es den hinteren Bereich noch. War da die Dame, mit der wir geschnackselt haben? Ja, oder war das mit dem Aufzug? Hier der Aufzug, den haben wir auch schon benutzt. Dann, der hintere Bereich ist da nämlich auch noch. Bei dem Gemälde. Ja, ja. Gut, gehen wir gleich hin. Man muss ja immer mal alles absuchen. Ne? Man kann zwar auch, wie du meinst, Leertaste, aber ich will vor allen Dingen mal wissen, was das ist. Da kann ich nichts rausholen. Ja, aber was ist das? Sag mal, was hat es denn mit dem Kasten da genau auf sich? Das ist der Schlüssel für die Toilette im Dschungel. Und wo ist der Schlüssel jetzt? Habe ich irgendwo am Strand verloren. Wo genau? Irgendwo bei den rosa Palmen. Es gibt keine rosa Palmen. Dann weiß ich es nicht mehr. Metalldetektor später. Hier, Win 85. Ach, Windows 85 wahrscheinlich. Winfried 85, das war der Besitzer des. Alter, da ist ja nochmal ein kompletter. Und hier ist der Batman! Das ist ja nochmal ein kompletter Raum, Alter. Und auch so, geil hier, das Buffet. Penen-Check hier, ne? So. Ist was im Buffet? Och, Pennywise Gott. Live, das alles. Also hier sind sehr viele gute Gags. Penenweiß. Taste my juice. Na gut, kann man mal machen. Da stopfe ich besser nichts rein. Nee. Aber habe ich nicht doch irgendwas, was man da reinstecken könnte? Vielleicht das? Das will ich nicht entsaften. Ja, aber eigentlich will ich das doch entsaften, oder? Ich will den Saft doch, der da drin ist. Ich glaube, das kannst du einfach reinknicken dann. Aha. Night of the Fun, all the coffee you want. Im Moment brauche ich wirklich keinen Kaffee. Dieser Farbeimer hinten. Ranziger Schlons. Auch wenn es schlechtes Wetter gibt. Das esse ich nicht auf. Ranziger Ranz. Also ranziger Schlons hört sich auch an wie so ein beliebtes Twitter-Handle, ne? Ja. Das ist der immer, dem folgt jeder, weil er dann so lustige Wortwitze macht. Ich denke auch, das ist auf jeden Fall ein guter Name. Ranziger Schlons. Merkt euch jetzt, holt euch den Account auf Twitter. Übrigens, wir müssen auch noch unser Gewinnspiel irgendwann starten, ne? Wir haben ja immer noch, wo ist das denn? Hast du die Switch-Version? Nein. Nee, die hast du da hingepackt. Also wenn du weißt, wie man das umsetzt, ich habe keine Ahnung von. Es ist ja nur eins, ne? Wir machen eine Sache. Du denkst dir jetzt mal ein geiles Hashtag aus und dann würde ich gerne, dass ihr was malt. Das ist nämlich die einfachste Sache, die können wir einfach am einfachsten bewerten. Malt uns in einer Larry-Situation gerne mit Pinnen oder was auch immer ihr wollt. Wirklich? Vielleicht noch nicht. Im Ernst, es geht darum, dass wir was kriegen. Und das lustig finden und das vielleicht sogar hier zeigen können, vielleicht dürfen wir es aber auch nicht. Hängt ein bisschen davon ab, wie eklig es ist. Hast du schon das letzte Gewinnspiel aufgelöst eigentlich? Psst. Hashtag Keaton. Psst. Nein. Okay. Psst. Aber dieses hier wird wirklich aufgelöst. Wir haben nämlich, ja, wir haben noch ein anderes. Haben wir jemals, hat da überhaupt jemand? Ich weiß es nämlich auch nicht. Bestimmt ganz viele. So, was ich eigentlich sagen wollte. Das Ding hier kann euch gehören. Und die, alle anderen, die dann auch noch was schicken und nicht gewinnen, die kriegen dann hier vielleicht diesen Pizza-Connection-Kram. Also den Kram, den wir nicht wollen. Und kriegen auch von uns 23 von diesen blöden Postkarten. Ich habe hier auch noch was. Und das benutzte von so, das alles. Aber welches Hashtag? Okay. Wir brauchen jetzt mal wirklich ein was Verständliches. Also es darf ja auch nicht mit anderen Sachen übereingehen. Ne? Es muss ja schon eindeutig erkennbar sein, dass es für uns ist. Weiß nicht, ob wir was mit dem ranzigen Schlons machen sollen. Ja, doch, komm, ranziger Schlons. Das ist zu gut, um es nicht zu machen. Hashtag ranziger Schlons. Also, bitte malt uns. Hashtag ranziger Schlons. Wir haben jetzt noch 6,5 Stunden. Ich würde sagen, also spätestens um 19 Uhr würden wir da wahrscheinlich einen Gewinner küren. Also bitte holt jetzt nicht die Lackfarben aus dem alten Keller, sondern malt halt einfach was, ne? Und gerne geil. Also gerne gut. Es sollte nicht aufwendig sein, aber gut. Ja. Denk drüber nach, für eine tolle Switch-Version. Und irgendwo sitzt einer und guckt jetzt den Stream und der heißt dann R.Schlons. Und dann fühlt sich dann nur noch.
Nein, nein, keine Abkürzung, nichts. Ne? Hashtag ranziger Schlonz. Also, das Schweinchen, kannst du es befreien? Das tut mir ein bisschen leid. Ne? Das wartet ja auf. Oh, das tut mir wirklich leid. Ich möchte es offen gesagt auch befreien. Liebe Entwickler, baut das. Wie siehst du original? Ich wollte gerade sagen, wie die Augen zucken. Aber. Ja, ja. Wenn ich das Schwein losbinde, beißt es mir doch sofort den Arm ab. Funktioniert das so? Das weiß man doch von Schweinen. Garstige Viecher, solange sie nicht gegrillt sind. Nein, 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 nein. Ich hoffe, liebe Entwickler, dass ihr daran gedacht habt, dass man ihm irgendwann helfen kann. Bestimmt, das kann ich mir nicht vorstellen. Du kannst den Farbeimer sicher nehmen, da hinten. Ich fürchte, wenn ich versuche, an diesen Strand zu gehen, hole ich mir eine blutige Nase. Oh, geht das nicht? Den Eimer? Moment. Ich muss gerade gucken, weil heute läuft ja auch ein Almost Daily und ich habe nur gerade gesehen, Notdurft. Ja, stimmt, ne? Da ist nämlich Jeff Bezos Stand-Up und Notdurft mit Ede das Thema. Also das Almost Daily könnt ihr euch auf jeden Fall auch heute noch zu Gemüte führen. Das war ein sehr gutes Almost Daily. Die drei Themen hängen aber nicht zusammen, oder? Der letzte Stand-Up von Jeff Bezos, der sich letzte, seine Notdurft genau, verrichtet hat währenddessen. Das Thema des Stand-Ups von Jeff Bezos. Aber Jeff Bezos könnte das doch machen, ne? Also der hat doch so viel Geld, dem ist das scheißegal. Der kann, hier ist mein Stand-Up. Gregor, du bist da an was ganz. Ich bin noch nicht fertig. Er könnte auf Amazon Prime einfach sein eigenes Stand-Up und jeder muss es gucken, bevor er die anderen Sachen guckt. Ja, so eine Stunde nicht skippbar. Mandatory Jeff Bezos Stand-Up. Das und viele andere Themen im Almost Daily. Wenn er uns alle trollen will, packt er das Stand-Up noch mal rein. Nee, da hört's dann auf. Amazon-Aktien runter, Amazon tot. Von einem auf den anderen Tag. Das ist ja eine Fototapete. Guck mal. Ist das eine Fototapete? Ja, oder? Ah, ja, stimmt. Also hier ist das so ein Flicken. Und da ist es angerissen. Das ist ja lustig. Ich dachte bis eben auch, das ist halt einfach ein Loch. Ja. Einfach nur eine Wand. Ah. Du kannst eventuell den Bugs Bunny machen oder so und dann was anderes draufmalen und dann durchgehen. Eine Yacht oder so, nein, ne? Für die Influencerin. Widerlich. Also, wir konnten das aber jetzt nicht nehmen, oder? Wir gucken gleich nochmal. Keinen Appetit. Danke. Gammliger Schleim, unappetitliche Fressalien. Das werde ich nicht auch nur in die Nähe meines Mundes bewegen. So, wir gucken nochmal die Farbe. Leute sagen, ich habe neben die Farbe. Ah geklickt. Ja, doch, blaue Farbe stand da gerade. Ja, mein Fehler, Entschuldigung. Ist blau im Drink? Dann kannst du sie wahrscheinlich da noch reintun. Ich könnte mir fast vorstellen, ja. Wir werden es gleich sehen. Da war gelb. Vielleicht musst du dann das mischen mit gelb und irgendwie sowas, ne? Du meinst, in der Blaupause war gelb. Ja, ja. Genau. Na ja, gut, du hast grün und du hast gelb. Blau ja, und gelb, ja, okay, blau und gelb gemischt müsste grün sein, aber grün hast du ja schon. Vielleicht ganz. Ja, schon komisch, ne? Aber merkwürdig. Also, ja, aber blaue Farbe, ich bin mir ja nicht sicher, genug davon, ob das Ding dann auch genießbar sein muss, aber muss blaue ja nicht, Farbe muss, kann doch nicht länger sein. Alkohol. Das Schwein ist an einem Drehspieß. Ich werde das Schwein befreien. Der Spieß dreht sich nicht. Entweder ist das Schwein zu schwer oder der Spieß hat keinen Strom. Jedenfalls hat das Schwein Glück, dass der Grill aus ist. Noch. Ich muss es befreien können, das Schweini. Also, was für ein niedlicher Piephahn. Wo? Ach da. Gilt das schon? Das hängt da gut. Aber ich habe keinen Penis entdeckt. Nö. Zum Glück habe ich das Ende des Satzes noch rausgekriegt. Aber hier ist auch ein kleines Publoch. Also hier ein Publoch-Counter wäre auch okay gewesen. So, krass interessant. Dann vielleicht schauen wir mal. Ich will den Grill aber nicht anmachen. Oh nein. Shit. Jetzt krieg ich Flashbacks zu Phantasmagoria 2 am Ende. Oh, das ist ja wirklich alles ganz schlimm. Boah. Okay. Gut. Okay. Oh, also, wo ist denn hier überhaupt der Strom? Wo kommt der Strom her? Guck mal, was du hier anmachen kannst. Drehgeschwindigkeit, Up, Down. Du kannst die Tapete tatsächlich wechseln. Ich glaube, du liegst richtig. Vielleicht kriegen wir da eine Yacht für die Influencerin. Den bekomme ich nicht raus. Der ist festgeschraubt. Das hier kann ich aber hier jetzt auch nicht Kabel reparieren. Unterbrochen. So fließt da kein Strom lang. Okay, und Plus geht hier nirgendwo hin. Umschalter. Ach, du kannst diese Schalter hoch und runter. Aha. Klemmen. Alles klar. Was ist das denn hier nochmal? Moment. Das ist für irgendwas anderes, ne? Mm. Also wenn ich das mal irgendwann connecte, kann ich das wahrscheinlich. Aha. Okay, was wollen wir machen als erstes? Oh, nicht das Schwein grillen. Ja, oder? Das will ich wirklich auch nicht. Wer müsste ich nur hier diesen Knopf wahrscheinlich erstmal drücken? Was ist denn mit der Fototapete? Kann man aber auch nicht viel. Passiert da jetzt was? Nee, oder? Nichts passiert. Ja, du musst auch. Den bekomme ich nicht. Das ist der Stecker von der Bildleinwand. Ich glaube, da können wir nichts machen, um ehrlich zu sein. Also man könnte sie ja, wenn man das hier flicken kann, aber. Hier ist das Kabel und hier ist das Kabel. Nee. Na gut, okay. Vergessen wir mal die Fotoleinwand. Und gehen mal hier zu der Lüftung.
So. So, und Minus muss der untere Schalter. Ach, oder fehlt ja ein Hebel. Was meinst du mit Hebel? Ja, der dritte von oben auf der linken Seite, also da fehlt ja der Hebel, damit du es auf Plus und Minus machen kannst. Da fehlt der Hebel. Eigentlich müsstest du es auf Minus haben. Kannst du die rausnehmen aus den anderen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja, Hebel fehlt. Das hat nichts gebracht. Okay, dann nehmen wir das dritte. Auch wenn wir es nicht wollen. Oh Gott. Naja, wir gucken mal. Ja, wir gucken mal, was passiert. Ah, hier ist auch wieder der Hebel. Hier fehlt auch der Hebel. Ja. Ups. Okay, dann. Okay. Drehgeschwindigkeit. Man kann sicherlich irgendwas noch mitmachen, oder? So, wo ist denn der? Wo kommt denn der? Kommt das beides hier rein? Nee, der blaue. Hin. Ganz oben ist der Schalter, ja. Okay. Das sieht gut aus. Zweimal Minus, ne? Also muss die Hebel einmal runterpacken bei beiden. Na, warte. Genau, du hast recht. Du hast beide Hebel auf Plus. Ja, ich dachte, das entscheidet nur darüber, ob es gedingst wird oder nicht. Aber du hast recht, das ist ja Quatsch. Das muss ja Plus und Minus sein. Unten auch. Minus und Minus in dem Fall. Ah, ich Idiot. Du hast es eben noch gesagt. Okay, ja. Aber, Minus und Minus? Also, ich meine, das ist doch kein. So funktioniert Strom doch nicht. lass dir das einfach machen. I don't care. Das hat doch mit diesem Fruchtding irgendwie zu tun, oder? Kannst du den Knopf jetzt auf schneller drücken einmal? Ich muss ganz kurz noch bewundern, wie dumm das ist, dass da diese eine lächerliche. Okay, was soll ich? Du kannst die Geschwindigkeit ja noch umstellen bei dem Ventilator. Vielleicht, wenn du es ganz schnell machst, dreht er die Lampe raus. Fuck, das ist eine gute Idee. Das ist eine sehr gute Idee. Das ist quasi die ultraschnelle Geschwindigkeit. Mhm. Wahnsinnige Geschwindigkeit! Dass er die Lampe rauskriegt. Das ist mal eine Drehkraft. Das ist eine gute Idee, ja. Ha. Jetzt könntest du in der Theorie irgendwas hochwerfen, das dann zerschnibbelt wird. Ich glaube auch. Ich glaube wirklich, dass das gehen würde, ja. Oh, weißt du, damit machst du nachher, wenn du deine Orange- oder Limettenscheibe hast, ne? Kannst du da hochwerfen und dann kriegst du eine Scheibe. Hast du. Ja. Ja, ja. Ich mach nur aus Spaß, wie ich es mache. Geht nicht. Die beiden Sachen funktionieren? Nee, war ja klar. Okay. Dann schauen wir mal. Gut. Also ein Rätsel haben wir zumindest, ich sag mal, gelöst. Ja, ansatzweise. Oder die mittlere, das bringt ja nichts. Wir lassen das hier bei Tornado. Ja, also andere Sachen können wir, glaube ich, im Moment. Hier kann man jetzt, wenn ich das jetzt, wenn ich das jetzt klicke, ist damit, geht das Ding dann aus? Nö, scheinbar läuft es weiter. Okay. Vielleicht ist es schon ausgegangen, das kann natürlich sein. Okay, also mal, was können wir hier noch mitmachen? Temperatureinstellung, aber wir haben ja keinen Hebel für die Wurst. Mal gucken, kann man irgendwas. Die Anlage. Moment. Warum ging das hier nochmal nicht? Weil du auch den dritten brauchst, wo der Hebel nicht ist. Für die Klimaanlage und für die Wurst. Ja. Kann man das nicht anders? Nee, auch nicht umlegen. Okay, gut, das wird später klappen. Hier waren wir aber auch schon. Kannst du geht der Aluhut oben, um den orangenen Kontakt zu überbrücken oder so? Fuck, das ist eine gute Idee. Das kann man, also ich habe das zumindest. Wo war das? Beverly Hills Cop? Bestimmt, ja, mit dem Kaugummipapier, ja, damit mit der Anlage, ne? Geht sicher mittlerweile längst nicht mehr. Das ist gut, so wie es ist. Probieren wir das Orangene oben rechts mit dem Aluhut. Hier genau die Lücke hier. Das hat die Lücke überbrückt. Zack. Also das obere muss Minus sein, hast du richtig. Ja, und das Plus. Und Plus. Jetzt haben wir aber auch, müssen wir gleich mal gucken, welche Buttons, was wir da gleich drücken müssen. Ja, wir können mit Up-Down können wir dann wahrscheinlich aussuchen, welches Motiv. Da ist noch irgendwas falsch. Okay. Ich würde probieren, es mal nach oben zu ziehen. Mal gucken, vielleicht ist da ja eine Yacht. Ja, okay, so. Aha, wir müssen da noch einen gedrückt halten, alles klar, ja.
100 pro die Yacht irgendwo. Nee, warum sollte das? Ach, das ist die Realität. Das ist das, was dahinter ist. Ich muss zugeben, dass das ein geschickter Weg ist, sein Altöl loszuwerden. Das ist so dumm, aus aber auch so lustig. Aus dem Sinn. Ganz dein Motto. Ach ja, muss okay. ich sagen. Kannst du da jetzt raus? Oh, können wir die Spannercam mal gucken, was da alles drin war? Ist jemand in der Nähe? Nein. Warum? Ah, okay. Wie unnötig. Holy shit. Das bleibt unter uns, klar. Aber warum? Das fasse ich nicht an. Am Ende landet was auf meinem Anzug. Andere Teppiche sind flauschiger. Was ist mit der Cam? Irgendwas kannst du es bestimmt auf... Das hilft mir nicht. Aufnehmen für später. Ja, aber das ist schon interessant. Vielleicht... Meine Güte. Besser nicht. Okay. Ach, jetzt kann ich noch nicht mal, aber siehst du, das scheint ein Livestream oder so zu sein. Ja. Also vielleicht will ich hier irgendwie, dass Leute kommen. Weißt du, dass sie denken, wir müssen jetzt hier Vögel retten und dann kommen irgendwelche Greenpeace, Bikini-Mädchen. Wahrscheinlich. Greenpeace-Bikini-Mädchen, die dann... Anders kann ich mir nicht erklären. Okay, wir haben ja also jetzt das gemacht. Jetzt gucke ich ein letztes Mal, ob wir im Inventar irgendwas haben. Nee, oder? Kann man nix von... Nee. Also das Ding ist aufgegangen, wir konnten da hinten durch. Gibt's trotzdem dann vielleicht eine zweite Tapete? Ne? So, weißt du, wie mit diesen Rolldingern, ne? Dass da nicht nur... Du meinst, das werden wir nach unten machen, dass da eine... Ja, genau, das machen wir nach... Wow, nee, der macht's vielleicht, wahrscheinlich auch wieder zu. Einmal probieren müssen wir schon machen. Weißt du, Alter, wie gut Simon ist, exakt das ist es einfach. Ah, krass, hast du gesehen, das ist richtig. Dass da jetzt irgendwelche Greenpeace-Leute kommen und so. Nein, nicht. Ja. Geil, Mann, Simon. Absolut. Hier, Assemble. Seht ihr mal, was hier für ein Genie sitzt. Ich bin sehr günstig. Buchen Sie mich für Ihre Rätsel. Weil dann haben Sie auch den exakten Grad an Dummheit. Also ich bin so ziemlich der typische DAO, der dümmste anzunehmende User, der noch Geld hat. Ich gebe dir einen Tipp, da sagst, ich bin sehr teuer, aber euch mache ich einen guten Preis. Für euch nicht. Mein Manager hat völlig... Für unsere guten Freunde. Naja, für 45% muss ich ja auch was verlangen hier, ne? 45%? Das ist ja fast geschenkt. Also 45, die dir bleiben. Ja, natürlich. Natürlich. So. Okay, wir probieren das nochmal mit unten. Wir haben das ja gerade gemacht. Ja. Die Idee war ja, dass da vielleicht noch eine zweite Rolle drin ist. Damit bin ich vorerst fertig. Okay. Ach so, dann hat er das wahrscheinlich schon mal gesagt. Dann ist das Rätsel schon gelöst. Okay, so, Entschuldigung, sorry, aber dann gucken wir doch einmal noch kurz. Das zweite und dritte werden wir wahrscheinlich jetzt nicht lösen können. Ja, im Chat stand was von wegen, probier mal den Glühstab als Hebel, aber ich bezweifle, dass es geht. Du kannst es gerne mal testen. Oh, das ist aber gar keine blöde Idee, finde ich, weil, also Knicklicht, das mit dem Leuchten ist halt gut jetzt. Sachen funktionieren. Ja. Mhm. Eigentlich könnte man es wahrscheinlich wirklich reinstecken. Glaube ich schon. In einem anderen Level-Spiel würde das funktionieren. Es soll einfach noch nicht sein. Okay, Hebel. Das hier Plus und Plus. Das hier geht halt auch nicht wegen dem Hebel. Okay, wir können hier jetzt aktuell nichts machen. Mhm. Hier rechts geht's ja noch weiter, Gregor. Geht's weiter? Ist noch mal ein Raum. Bist du dir sicher? Nee, ist leer. Okay. War ein bisschen zu übereuphorisch. Also, die Lobby, Räume, der Typ am Piano hat außer kurz mal mit uns geredet nicht viel gesagt, ne? Ja. Ist denn die Klimaanlage vielleicht jetzt an? Solange die Klimaanlage Na gut, aber da oben ist ja der Ventilator jetzt. Nimm mal ein bisschen was vom ranzigen Obst für die Limette. Kann ich nicht erklären. Das ist das Komische. Die Dinge, die man dann eigentlich anfassen wollen würde, gehen nicht. Okay. Ich gehe nochmal hoch zu ihr, aber wahrscheinlich müssen wir dann wieder Sex haben. Oh. Da lag Aussichtsplattform im Raum, sagt du hast der einen neuen Raum da. Erinnere mich dran, dass wir nachher nochmal zurückgehen und gucken, ich habe angeblich noch was liegen lassen. Oh. Ja, ihr sagt uns doch nicht, Serviergabel am Buffet. Okay, danke für die Idee mit dem... Danke für den Hinweis. Ja, für die Lösung. Den dezenten Hinweis. Guck mal, hier sehen wir auch, der ist eindeutig Comic-Con, hier ist Darth Vader. Und die Hütten irgendwie von...
Jabba the Hütten. Jabba der Hütte, ich guck noch mal. Ah, da ist noch so viel mehr. Guck mal hier, sind die Ostereierinseln. Die Austerninseln da was oben. Was ist das hier? Das ist, ja. Na, egal. Das ist der Wicker Man. Ja, dachte ich auch gerade. Ist das der Wicker Man? Kann der das sein? Könnte das sein. Irgendwelche Pokémon-Skelette. Ein paar gestrandete Leute, da sind's. Yeah. Hier, ich habe die Eiswürfel gefunden. Neben Larrys Kopf in Riesengröße. Siehst du sie da? Hey, Mann, du kannst nicht ohne Goldkarte hier auf die Außenplattform. Dahinter, ne? Ja. Ja, ja. Du kommst mir so bekannt vor. Das sind Zelte wahrscheinlich. Klar, Mann. Wir kennen uns. Ich hab mich schon gewundert. Mindestens aus einem früheren Leben. Ich meine, das Universum hat einen Plan. Wie heißt du? Ich bin Pipman. Ey, klar, Mann. Wir verstehen uns, Mann. Du heißt nicht zufällig Kip, oder? Hey, sehe ich vielleicht so gestresst Bip. Aus, oder was? Also wir haben alle drei, nehmen drei unterschiedliche Drogen und er ist eindeutig der Kiffer. Das wäre ja auch Stress. Er ist ja auch draußen. Ich bin Pip. Kip ist mein Zwillingsbruder. Und echt nervig. Denkt immer nur an seine Karriere. Wie wird man denn so entspannt? Man muss die richtigen Sachen rauchen. Rauchen ist ungesund. Menthol? Ich sag doch, Mann. Du musst die richtigen Sachen durchziehen. Guten Teeblätter. Jedenfalls komm ich gut ohne aus. Danke. Dein Verlust. Ich muss los, Mann. Ey. Peace, ey. Also wenn du hier arbeitest und offensichtlich kein einziger Mensch hier arbeitet, also irgendwie richtig wohnt oder irgendwie keine Gäste, dann kannst du dir wahrscheinlich auch den ganzen Tag einziehen. Damit ich nicht genervt werde, ich würde da einfach so ein Schild mit einer Goldkarte aufstellen, hier benötigt, und es gibt einfach keine Goldkarte. Es gibt, genau, das ist eine sehr gute Idee. Das ist eine richtig gute Idee. Sind Sie Platinum-Mitglied? Vielleicht ist das auch so ein bisschen der Gedanke dahinter. Kleine Dschungel? Kleiner Dschungel? Dschungel. Aber Dschungel schreibt man auf Deutsch anders. Ja, entweder vorne mit J oder hinten mit EL. Ja, es ist vielleicht wirklich so eine Verniedlichung. Der kleine Dschungel. Dschungel. Hey, ja? Mann, du kannst nicht ohne Gott. Mann, ich will doch nur zu der Soda-Maschine. Aber du hast recht, das hier könnten tatsächlich Eiswürfel sein. Eiswürfel oder Zelte. Ja. Man sieht aber nichts. Hey. Mann, ich will doch nur hinter. Ich will doch nicht mal dahin. Ich muss noch Pi. Okay, vielleicht wollten sie Duschgel schreiben und dann. Ich hab nicht, tut mir leid, ich war. Ja, statt Dschungel, Duschgel. Ach, du bist noch bei dem Dschungel. Ja, ja. Es werden noch immer mehr Sterne. Hier sind es jetzt 5 Sterne. Ja, echt wirklich? Ja, eben waren es 5, hier sind es 4, draußen am Gebäude sind es 3. Da will mir doch einer was sagen mit. Guck mal, das ist wie ein Shining fast. Nee, ist nicht wirklich wie ein Shining, der Teppich. Moment, du hast doch deine. Hast du nicht deine Schlüssel? Kannst du die mal. Hast du die schon probiert mit dem Penenkopf da unten? Du hast recht, ich habe sowas, ja. Die waren ja für was anderes, aber wer weiß? Who knows? Genauso wie bei dem Fahrrad. Ja, aber die könnten auch das könnte auch tatsächlich sein, dass die passen. Ne? Das kann doch voll gut sein. Das ist doch so ein altes Ding. Na, damit werde ich es nicht aufbrechen. Ah, shit. Ja, dann aber mit dieser Gabel, die uns gespoilt wurde. Nee, ich glaube, die Gabel ist der Hebel. Der Hebel. Ja, klar. Logisch. Ach, da ist die Gabel. Ja, Leute. Ihr seid aber auch. Da hätten wir einmal Leertasten drücken. Oh, guckt das an. Alter, was ist denn da alles? Da kommen sie gleich alle. Ja, jetzt können wir ja mal gucken, weil wir hatten es schon. Ohne Fleischgabel aus dem Haus. So, der Juicer, das Bild. Das hatten wir, die Becher hatten wir noch nicht, ja. Die Becher. Und, Limonade kannst du rausholen. Ich nehme einen mit. Okay, auch Becher. Nimm mal was aus dem Limo-Spender. Lass mich kurz mal mit dem Becher versuchen, einen Kaffee zu holen. Nein, mir ist gerade nicht nach einem Becher Kaffee. Hm, seltsam. Ich sollte zum Arzt gehen. Oh, ja, leider was, haben wir was noch. Was kannst du da reinwerfen? Das Entchen vielleicht? Vielleicht ist da ja was drin. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das will ich nicht ernst. Okay, wir probieren jetzt kurz eine Sache, und zwar die Fleischgabel mit dem Elektroschaltkasten. Ob das eine gute Idee ist? Oh, das Schweinchen tut mir jetzt schon leid, aber wir müssen es ja leider braten. Ey, ich akzeptiere, liebe Entwickler, da kriegt ihr aber ganz großen Ärger, wenn ihr dieses Schwein am Ende wirklich bratet. Da wird es Ärger geben, das sage ich euch. Passt Shitstorm genau auf Twitch ist das Kleinste. Brauchbarer Hebel. Es steht braten zur Seite. Ist nicht schlecht. Ja. Leider nicht schlecht. So, Minus. Und los geht's. Uff. Wir haben es jetzt aber auf. Achso, da oben, die Klimaanlage.
Oh, das Müffel gleich bestimmt. Ah, jetzt ist hier, ja, jetzt kriegen wir den kleinen Ventilator. Ah, ja, super. Den holen wir uns mal schnell. Ich weiß zwar immer noch nicht genau, wofür wir den brauchen, aber ein Item in der Tasche ist besser als eins im Level versteckt. Nehmen. Auf jeden Fall. Ich könnte zwar ein paar schräge Töne entlocken, aber... Nein, du sollst den... Alter, sag mal, bist du völlig bekloppt? Warum kann ich den jetzt... Gregor. Bisschen weiter rechts. Ja, aber das ging doch vorhin noch. Geht das jetzt nicht mehr? Red mal mit dem. Nettes Klavier. Ist nicht meins. Das habe ich mir schon gedacht. Ach, sehe ich vielleicht aus, als würde ich kein Klavier besitzen? Ja. War nur ein Witz. Ich bin Louis. Eigentlich der Comedian hier im Hotel. Hahaha. Das war jetzt nicht witzig gemeint. Ach so. Du bist eigentlich Comedian? So ist es. Wie ist dein Bühnenname? Louis. Aber so heißt du doch. Ja. Ach, das soll Louis C.K. sein. Das ist, glaube ich, auch für die hier zu schlüpfrig, oder? Ja, aber das soll Louis C.K. sein. Soll er das sein? Findest du nicht? Na gut, ich kann ja nicht sehen, ob er eine Hose anhat, also könnte das Louis C.K. sein. Naja, er hat uns noch nicht angeswurfelt, aber er darf ja auch nicht mehr. Aber das ist Louis C.K., glaube ich schon. Wo und wann genau trittst du hier auf? Später habe ich meine preisgekrönte Comedy-Show. Drüben im Saal, wo jetzt noch das Buffet steht. Solltest du dir nicht entgehen lassen. Warum hast du dieselbe Stimme wie hier der Typ von der Bar? Ich werde da sein. Lefties. Der Chat übrigens, kann man zwei Sachen kombinieren. Sie sagen, der sieht aus wie Parker Lewis, ne, mit dem Hemd und alles. Ist es Parker Louis C.K.? Das ist gut. Auch da steckt so 90s, also, only 90s Kids will das understand ist, das hat, drin. Der Gag hat eine Zielgruppe von 2,5 Leuten. Ja, so. Mit, das ist wahrscheinlich die kleinste Zielgruppe für einen Gag, aber ich mag ihn. So, bist du berühmt? Bist du berühmt? Hey, ich hatte mal eine eigene Fernsehsendung. Echt? Okay, war nur im offenen Kanal in einer Kleinstadt in Pennsylvania. Aber die hatten voll Fans. Und die Haftstrafe hatte nichts mit dem zu tun, was ich über die Bürgermeisterin gesagt habe. Erzähl mal einen Witz. Jetzt nicht. Ich muss erst die Schicht am Klavier rumbringen. Gibt's hier keinen Pianisten? Der wurde erschossen. Ja. Ohne kein Gag. Aber der wurde erschossen. Genug gelacht. Spiel doch mal für Elise. Zu kompliziert. Mondscheinsonate. Die kommt jetzt bestimmt. Ach, geh. I can get no satisfaction. Musst du dir anderswo holen. Mach doch mal irgendwas. Spiel doch mal. Spiel rechtefreie Weihnachtsmusik. Nee, jetzt langt's. Spiel doch mal. They're taking the Larrys to Isengard. Schweig, du Narr. Spiel doch mal den Lama-Song. Ich mag Alpakas lieber. Hey, ich auch. Komm, ihr habt doch hoffentlich am Ende mal einen Song reingepackt. Spiel doch mal I want your sex. Und ich will hier raus. Spiel doch mal Take my breath away. Ein Lied über deinen Mundgeruch. Spiel doch mal Like a Virgin. So siehst du auch aus. Hey, ich hatte heute schon Sex. Behaupte ich auch immer. Spiel doch mal Atmelos. Ich mach das den ganzen Tag. Atmelos. Helene Pfister. Agathe Bauer. Es ist nur Gags, nur gute Gags hier. Spiel doch mal Come on, Eileen von den Pixie Midnight Streakers. Ach komm. Spiel doch mal Never gonna give you up. Gibst echt nicht auf. Spiel doch mal Einen noch. Shitstorm von Darude. Ist das nicht von den Shitty Beatles? Mach noch Spiel mal. Doch mal Pour Some Sugar on Me von Dove Leopard. Zucker ist ungesund und klebt. Glaubst du, wie lange geht das noch? Oder haben wir jetzt die Änderung? Es war auf jeden Fall ein sehr langer Nachmittag bei den Entwicklern. Ja, wir haben noch 6 Stunden. Spiel doch mal Love Hurts in der Version von Bam Jovi. Sehe ich vielleicht jovial aus? Jetzt wird's aber langsam sketchy mit den Gags hier. Spiel doch mal California Creamin' von Die hören nicht auf, ne? Ich hasse Kalifornien. Spiel doch mal. Wird auch nicht aufhören. Saxophon. Ich blase nicht. Okay, es reicht. Das ist ein guter Aufstieg. Es ist genug. Arbeitest du gern hier? Nee.
Ich wäre ja gerne in New Lost Wages geblieben. Da war ich eine große Nummer. Warum bist du dann hier? Wegen der Political Correctness. Heutzutage darf man nichts mehr sagen. Keiner hat mehr Humor. Man darf nicht mal mehr junge Frauen aus dem Publikum nackt in seiner Umkleide entfangen. Nicht mal mehr das! Dann heißt es gleich, sowas ist nicht mehr zeitgemäß. Und sie jagen einen aus der Stadt. Jetzt muss ich hier von vorne anfangen. Louis C.K. tourt gerade durch so diese... wie nennt man das? Wenn die halt die Länder besuchen, wo die halt normalerweise nicht mit dem Arsch hingucken würden. Aber nur weil sie halt, also da können sie in Ruhe ihren Shit machen, weil die Leute, genau, so Polen und Osten und so, da tourt Louis C.K. gerade, ist kein Witz. Und ich würde gerne Karten haben, wenn ich ehrlich bin. Eieiei. Ich meine, muss nicht sein. Ach, naja, ihr macht das ja nicht auf der Bühne. Also, ich meine, die Gags sind gut auf der Bühne. Irgendwie ist, für mich ist er durch. Ja, ich verstehe schon, was du meinst. So. Ich verstehe schon, was du meinst. Ja. Aber ich trenne den Künstler von der Kunst. So. Wenn der mehr Sachen trennen würde, das wäre schön. Gefällt dir die Temperatur? Temperatur so? So lässt sich's aushalten. Na, wirklich eine Wohltat. So, jetzt will ich aber auch den Ventilator. Rein. Aber du konntest ihn ja wirklich anklicken. Das ist völlig verrückt, oder? Jetzt kann ich ihn nicht mehr nehmen. Also oder meinte er immer das Klavier, was du da angeklickt hast, dass du es nicht nehmen darfst? Ich könnte zwar ein paar schräge Töne entlocken. Mir hat doch jemand gesagt, erst wenn die Klimaanlage an ist. Der Satz, der fiel doch. Mach doch mal die Leertaste. Mal sehen, ob da überhaupt zwei Sachen angezeigt hat. Das macht mich irre. Gar nicht mehr, ne? Sag mal, hab ich mich nicht eingebildet, oder? Nee, wir hatten das ja angeklickt. Aber du hast immerhin eine Handvoll andere Sachen. Das Pamphlet hinten, die Glocke. Ich bin hier. Nur mal so, da hätte auch ein ganz kleiner Penis oben drauf sein können. Oder so ein Strich einfach nur, so dass es aussieht wie eine Eichel. Der Penis, da hat man auf jeden Fall einen Gag verpasst. Penis ist drin und macht die Glocke, sozusagen. Man sieht's nur nicht. Hey, ich bin da. Nochmal. Ich bin immer noch da. Hörst du schlecht oder ich? Kannst du damit mal aufhören? Ich ignoriere das jetzt einfach. Na gut. Ich glaube nicht, dass ich... Okay, ich gehe nochmal hoch zu ihr. Dann gehen wir wieder rechts zurück. Mhm. Weil wir können ja auch noch dann die Braterei anmachen, wenn wir wollen. Wir können ganz viel machen. Ja, wenn man, ich habe Angst, das Schwein. Lieber nochmal ein bisschen Geschlechtsverkehr. Hier können wir bestimmt auch was nehmen. Oh, was ist hier alles? Der Affe hat eine ungewöhnliche Anzahl von Köpfen. Was ist das denn für eine Pflanze? Sie ist sex-sensitive. Wenn man vor ihr Sex hat, öffnet sie sich. Hätte ich die im Zimmer, würde sie sich gar nicht mehr schließen. Ein Aquarium, in dem sich alle Fische versteckt halten. Ich halte da nicht die Hand rein. Sie wird sicher nass und ich werde vielleicht gebissen. Wirklich ein bisschen wie der Gag, ja. So, was, so die kleinen, ich drück mal Leertaste, okay. Will ich ein Kondom vielleicht, ja. Nimm dir ruhig eins, Larry. Als Belohnung für die Vereinigung unseres Fleisches vorhin. Ui, danke. So funktionieren Kondome aber nicht, dass man die als Belohnung für gelungenen Sex bekommt. Weißt du, es muss dir nicht am Ende bei rumkommen, ja, ihr habt das alles dann eingesetzt. Die Reihenfolge ist auch wichtig. Genau. Ich hab ein Kondom benutzt. Ja, nachträglich. Oh Gott. Ach, Leute. Schoko Shake Onion? Was ist das für ein Drink? Ja, Shake Onion. Ich hab's auch nicht ganz. Scharke? Man muss ja auch nicht alles. Man muss nicht jeden Gag raffen, aber es hat sicher, ist da auch was drin. Kann ich mir davon was mitnehmen? Ich hab sicher auch bald einen Kater. Bedien dich. Alter. Oh, jetzt hab ich den Wortkra. Krass, du Das ist ja geil. Für die Rezepte, ne? Ja, die Kram. gute Wortkra. Hey, Bobby! Was gibt's, Larry? Wie sieht's aus? Zeit für frischen Larry? Gott, ich glaube schon. Jetzt nicht. Ich hab gerade gegessen. Aber geh nicht zu weit weg. Ich bin da ziemlich spontan. Das habe ich schon gemerkt. Okay, jemand sagt, das wäre Choke. Also Choke. Es ist nicht meine Pornoform. Waren das positive oder negative Geräusche? Das frage ich mich ja immer, wenn ich das zufällig sehe. Denke ich mir, was soll ich das jetzt? Was ist das? Das sieht nicht aus, als würde sie dabei Spaß haben, ne? Aber was macht man nicht alles für Geld?
So, wie soll ich jetzt die Strafe abbezahlen? Wie soll ich denn jetzt die Strafe abbezahlen? Treib das Geld auf, dann bist du frei. Aber so viel Geld habe ich nicht und ich muss von hier weg. Pech, Larry. Im Moment fahren hier auch sonst keine Schiffe rum. Seit dem Debakel mit diesem Festival legt hier kaum noch jemand an. Dem was? Vor ein paar Wochen ist so ein Typ hier auf der Insel aufgetaucht und wollte alles umkrempeln. Hatte 1000 Ideen, wie man die Insel zur größten Attraktion der Südsee macht. Gute Idee. Aber er meinte, er müsste eine Zielgruppe herlocken, die sonst kein Licht sieht. Irgendwelche Sci-Fi-Nerds. Ein galaktisches Festival hat er es genannt. Was für ein Loser. War eigentlich klar, dass das nicht funktionieren wird. Hat er nicht genug Junkfood bestellt? Eher zu viel. Wir mussten es an die Delfine verfüttern. Die trieben dann tagelang mit Blähungen in der Bucht. Nein, wenn es nur das gewesen wäre. Er hat alle möglichen großen und kleinen Influencer auf die Insel geschafft. Ihnen ein einmaliges, exotisches, galaktisches Festival versprochen. Ein bisschen feiern, aber ne? Er hat es hinbekommen, wirklich alles zu verplanen. Keine ordentlichen Zelte, nicht genug Betten, verdorbenes Essen, gepanschter Alkohol. Als die ganzen Influencer hier waren, dachten die, dass es angesagte Bands und große Stars gibt. Aber dann waren nur Darsteller aus irgendwelchen billigen Filmen hier. Wer hätte gedacht, dass ein Nebendarsteller aus Orang Raptor vs. Moreno gar nicht so spannend ist? Ist aber gut. Dann fing die Randale an. Immerhin haben die Zelte nicht so lange gebrannt. Am nächsten Tag wurde evakuiert. Bis auf diese eine Influencerin. Eine Travel-Bloggerin. Die mosert jetzt an allem herum und zieht das Hotel so richtig in den Dreck. Sie hat uns bei Galt nur 2 Sterne gegeben. Und das wirkt sich auf unsere Buchungen aus. Ich weiß nicht, was ihr Problem ist. Aber rausschmeißen kann ich sie auch nicht, weil sie darauf beharrt, alles zu bekommen, was dieser Typ ihr mit dem Festival versprochen hat. Wenn ich den nochmal in die Finger kriege. Wer war's denn? Der Kerl, der diese Technologiefirma geleitet hat. BJ. Oh. Kennst du ihn? Wir sind so dicke. Was? Wirklich? Naja, wir haben eine gewisse Geschichte. Aber du steckst nicht mit ihm unter einer Decke. Auf keinen Fall. Okay. Ist er BJ? Wenn du dich um diese Travel-Bloggerin kümmern kannst... BJ ist so, der ist so ein Steve Jobs-Verschnitt. Dass die Fallen 5 Sterne bei Gold gibt. Alles klar, ich kümmere mich darum. Es gab quasi, also hier ist den ja jetzt, ersten Teil, ja? Hier ist jetzt Kim Jong-un oder wer das sein soll, der, aha, der ja, quasi ja. dem diese Technologiefirma gehört. Ja, also Chef dann. Stellvertretend für das Silicon Valley. Ja. Weil ja auch China mittlerweile ne, den ganzen Kram hat. So, aber damals war es eben noch Steve Jobs und beziehungsweise so eine Figur, die wie Steve Jobs war, die halt das Prune geleitet hat. Und das ist eben diese Apple-artige Geschichte. Ja. Bevor du wir auch hier überall sind ja, glaube ich, auch. Hast ja noch mehr dann weiß davon. Gar nicht. Wir haben hier, genau, aus einem Prune. Was soll das sein? Anhänger, bitteschön. Ist fast ein Tee gelandet. Wollte ich dir nicht auf deinen Laptop schmeißen. Ja. Das ist ja alles jetzt hier schon sehr aktuelle Referenzen und Zitate für das Fire Festival. Ja. Es ist eine vertane Chance, wenn es hier nicht das Eier Festival heißt. Verdammt, das ist gut. Das ja? Eier Festival. Was auch mit was Y, du, ne? Love das mit Y. Ja, ja, genau. So. Eier Festival. Muss es eigentlich sein. Ich sag's euch. Ich gebe euch das nicht for free. Ja? Beim nächsten Mal, bei Teil 3, könnt ihr ruhig vorher mal ein halbes Jahr vorher noch mal mit dem Skript kommen und dann haben wir noch mal ein paar Ideen. Die geben wir einfach so drauf. Ja, wenn ihr mal Spiele haben wollt, die Humor drin haben. Das stimmt. Wir finden euer Spiel sehr lustig. Und danke für die Love Pills. Ich hoffe, ihr habt echtes Ecstasy reingemacht. Ist das echtes Ecstasy, Gima, ja? Ja, das haben die mir gesagt. Die haben gesagt, Trigger, auch ein paar Liebespillen. Ja, mal gucken. Ja. Mmh, Glukosesirup. Ja, das schreiben die natürlich drauf, wegen den Gesetzen. Nippel. In Wirklichkeit ist Badesalz. Ach nee, das ist polnisch hier. Das ist nicht Nippel. Was haben wir eigentlich hier? Aha. Also hier diese Poster, von denen immer alle reden. Aber die halten ja bestimmt länger. Ist ja Mindesthaltbarkeitsdatum, oder? Du meinst, weil es schon aufgebraucht ist? Ist es so? Naja, 21. des Monats 2020. März. Das ist okay. Das ist, das war vor der Quarantäne. Deswegen das ist mindestens, ne? So. Oh. Ich hätte ihn nur gepresst. Das ist übrigens, ich sag's nur noch mal für den Chat, es sind keine Drogen. Es sind ganz normale Atembonbons, weil wir stinken aus dem Mund, wie so ein Lama aus dem Hintern. Wenn sie lang genug liegen, das werden aber Drogen draus, oder? So funktioniert das doch. Wenn es lang genug, wird alles irgendwann halluzinogen. Wenn Zucker lang genug gärt. Ja, ich sage alles. So ist das doch mit diesem Kokain. Bin mir nicht sicher, aber... Wie bekomme ich meinen Floß zurück? Das ist mir egal.
Emma kümmert sich um den Schrott, der angeschwemmt wird. Ich stehe hier nicht wegen den Dingern. Kannst du mir was über diese Gründungslegende der Insel erzählen? Ja, natürlich. Das ist unsere wichtigste Touristenattraktion. Zumindest in der Theorie. Eine alte Sage berichtet, was damals geschehen ist. Aus England kam an diese Gestade gesegelt Captain Muffington, ein harter Haudegen. Er suchte Reichtum, er suchte das Glück. Doch die Crew war gewählt ohne Geschick. Das reimt sich aber alles nur mit Mühe. Und es gibt noch keinen Sex. Lady Gobbledick war die einzige Frau an Bord. Vielversprechender Name. Und Marquis de Connard, der plante einen Mord. Diese verfluchten Italiener. Er war Franzose. Immerhin kein Deutscher. Die sind so humorlos. Der Marquis war ein liebender Frauenheld. Solche Leute soll es geben. Der immerzu jagte nach Geld. Der erste Mord war ihm auf der Spur. Reginald Cockburn, eine beeindruckende Figur. Das ist einfach alles, ne? Alles rein, alle Pimmel, wer hat noch ein Wort? Lord Zwoffelstein? Okay, nehmen wir. Er hatte Dinge über sich erfahren, die er niemals hatte können. Von Zwoffelstein. Von Zwoffelstein. Und dann in das Vulkan. Und nun betreten den Raum Herr Hodensack und Lord Zwoffelstein. Das ist der VfL Zwoffelsburg. Um sich bis ans Ende ihrer Tage zu lieben. Du musst doch irgendwann mal, wenn du wirklich so eine Barrage an schlüpfrigen Witzen da reinpacken musst, dass du irgendwann, du hast ja nicht mal mehr dieses interne LOL, das interne Lachen, sondern und dann rammt er ihr sein hartes Getriebe hinten in die Nockenwelle. In die Nockenwelle. Whatever. Und in die hintere Nockenwelle. Ja. Und seitdem geht sein Gang in den Sechsten. Ich möchte mal ein 120-seitiges Pornobuch schreiben, wo alles nur mit Autometaphern ist. Das komplette, ein riesige Gangbang, alles nur Autometaphern. Oh, Gangbang ist eine gigantische Massenkarambolage. Massenkarambolage ist der Gangbang. Na? Man wusste nicht, was ist Auspuff und was ist. Er ging ganz gerne in den Auspuff, weil dann konnte er Autos aus anderen Ländern. Und die waren auch schon ganz treffen. Durchrostet. Vor allem, das wussten nicht viele Leute über ihn, aber er fuhr gerne im Rückwärtsgang. Doch hier war alles egal. Dies war ein gigantischer Massenparkplatz. Die Stoßstange in den Auspuff, sagt der Chat. Er näherte sich mit seiner Stoßstange. Das kriegen wir hin, 120 Seiten, oder? Nur mit Auspuff. Es können auch 12 Seiten sein. Also, ich wollte jetzt nicht mehr so eine Lebensaufgabe machen. Du drehst 12 Runden dann einfach. Wichtig ist, dass man das dann verkauft. Das ist mir wichtig. Okay, so. Wir haben diesen Sex. Penis übrigens vergessen. Haben wir nicht gezählt? Haben wir nicht gezählt. 28 und mir ist gerade noch original ein weiterer Penis aufgefallen. Okay. Die Frage ist, der ist so klein, dass man den wahrscheinlich zu Hause gar nicht erkennen kann. Das kennt ihr von euren Penissen. Aber auch in diesem Fall. Der 29. Penis. Er ist total an der logischen Stelle. Ah, ich habe ihn gesehen. Aha, ja, wo? Ja, ein dreischwänziger Affe. Genau. Das sind drei Pixel, die die Welt bedeuten. In dem Fall für den Affen. Vielleicht steht da ein anderer Affe hinter ihm und das ist eine optische Täuschung. Ne? Das war gar nicht ich. Aber so, wir machen jetzt gerade weiter. Aber das ist der 29. Penis. Okay. Ich hatte auf mehr Explosionen gehofft. Nicht auf mehr Sex? Du bist lernfähig. Ich muss diese Insel verlassen. Vielleicht verschwindest du einfach spurlos wie viele andere Gäste. Was? Ich meinte, wenn du dich erstmal eingelebt hast, wirst du gar nicht wieder weg wollen. Kann ich in das Hotelzimmer von Faith gehen? Was willst du denn da? Ich suche nur noch mehr Unterwäsche von ihr. Das versteht sie vielleicht. Okay. Wir sammeln die seltsamsten Sachen. Ich habe keine Zeit, mich mit solchen Sachen rumzuschlagen. Frag Kip danach, der Typ in der Lobby. Danke. Das ist doch gut, das oder? Ist doch super, ja. Kriegen wir den Schlüssel? Was ist los? Kannst du den Vibrator vom Tisch holen? Nein, ne? Der leider nicht. Okay, was ist mit der Schlange da oben? Kurz gucken, mache ich gleich, ja. Und das Fenster. Die kann ich nicht öffnen. Eine leere Vitrine. Darf ich die Schlange mitnehmen? Die ist doch tot, oder? Nur zu. Aber sei vorsichtig. Die gibt einem alles, oder? Dafür berüchtigt, dass sie auch nach dem Tod noch viel giftigen Entsafter. Sachen in sich hat. Alter, du bist so genial. Der Entsafter. Das lässt sich nicht öffnen. Okay, Hammer. Das war so gut, dass wir hier nochmal hin sind. Ja, war sehr gut. Wir haben erst gebumst und weggegangen.
dann wieder zurück und die Arbeit erledigt. Und ich bin aus Versehen wieder. So, jetzt aber. In die Lobby. 100 pro die Schlangen in den Saft, da bin ich mir sicher. Also der Nemo sieht echt aus, als würde der in Alkohol schwimmen oder so. Mit seinem, das eine Auge ist so halb kaputt, das andere so winzig. Ganz schlecht. Schlaganfall. Das ist weil er nur sagen. In der einen Richtung sich immer dreht. Ja, nur, ne? Genau. Das ist, da wirst du einfach ist wie warten. Wenn du in der Wüste dann geradeaus laufen möchtest. Oh, Moment. Erst noch mal, bevor wir hier weitermachen, mit Kip reden und dann die Schlange entsaften. Ich hab das Gefühl, wir sind relativ schnell gerade mit den Lösungen. Ja? Kurz vor Abspann. Also wo? Unten bestimmt. Können wir nach Faith? Ah ja. Bobby meinte, dass ich dich fragen soll, ob ich in Faiths Zimmer gehen kann. Faith? Wer soll das denn sein? Hast du hier vielleicht eine Frau namens Faith gesehen? Hm? Wer soll das denn sein? Hast du ein Foto? Ich glaube nicht, nein. Eine wunderschöne Frau. Eigentlich müssten wir im Instagram müssten wir haben. Kannst du sie genauer beschreiben? Klar. Also, sie... ja, breit als so. Sie ist groß. Klein und schnubbelig. Und... okay. Ihre Augen sind... Grüß dich, Hand, schöne Frau. Ihre Augen sind so eckig. Eckig? Ihre Haare sind... Trillili, trillilo, trillilang und braun. Was? Wie war das nochmal? Du hättest ruhig mal etwas höher schauen können. Sowas aber auch. Das hättest du wirklich wissen können. Finde ich schon etwas viel von mir verlangt. Ja. Ich weiß noch, wie sie aussieht. Mann, ich weiß es nicht. Du hast ja auch eine Kamera. Oh Mann, ey, könnt ihr mir mal sagen, wie die also aussieht? Also müssen wir das genau richtig hinkriegen? Ich denke schon. Wer soll... Sie ist bestimmt groß und blond. Ne? Das hilft mir. Kannst du sie getan? Das hat er ja schon gesagt. Um ehrlich zu sein, weiß ich es nicht. Ist sie groß, schlank? Die ist groß und schlank, bestimmt. Ich habe sie nicht gesehen, aber ich hatte letztes Jahr... Klein und knubbelig wahrscheinlich auch nicht. Sie ist groß und schlank und... okay. Ihre Augen sind... Scheiße, welche... Also, was soll ich denn ihre Augen... okay, ihre Augen. Wissen? Puh. Pixelig. Also komm, jetzt sagt mal was. Blaue Augen? Der Chat sagt blaue Augen und rote Haare. Wir können es ja mal probieren. Blau. Ihre Haare sind... So. Lang und blau, lang und blond, lang und rot. Gab's kurz und rot oder lang und rot? Das weiß ich, wie die Haarfarbe, das ändert sich doch heute alle drei Tage bei Frauen. Ja. Bestimmt. So, lang und rot oder kurz und rot? Blonde. Blonde, kurze Haare. Das ist doch Quatsch. Blonde, kurz und blond. Kurz und blond. Kurz und blond. Oh, kurz und blond. Lass mich nachdenken. Was hat sie denn getragen? Nichts. Sie hatte nichts an, außer dem Radio. Ein Elefantenkostüm, Ganzkörperlatex, hauchdünne Spitze. Was gibt's noch? Enges Kleid in lila könnte sein. Ich warte auf den Chat. Ja, warten wir mal auch. Also lila wäre wahrscheinlich das erste, weil das andere hört sich zu. Nur ihren natürlichen Pelz. Lila Kleid. Ganzkörper Latex, hauchdünne Spitze, Elefantenkostüm. Ist ja auch logisch. Die tragen vor allem genau das gleiche. Enges Kleid in lila. Einmal nur eine Sache. So wie du sie beschreibst. Stimmt, an die kann ich mich erinnern. Wo ist sie? Die war völlig verwirrt. Die ist irgendwohin verschwunden. Und du hast keine Ahnung, was aus ihr geworden ist? Nee, echt keine Ahnung. Hier verschwinden ziemlich viele Leute einfach so. Das ist, weil die alle in diesem, hier diese, wie heißt es, der Vulkan, ne, auf der Insel, da, was man da sieht. Da ist dieses... Joe gegen den Vulkan, die werden da reingeschmissen, um den Gott zu... Das ist es wohl, zu befriedigen. Du kannst von unten wahrscheinlich, also unten im Text hier wahrscheinlich den Schlüssel haben. Hast du den Schlüssel? Ach nee, warte, den Schlüssel hat er verloren. Hab ich irgendwo am Strand verloren. Wo genau? Irgendwo bei... Es gibt keine... Dann weiß ich es. Also am Strand. Ja, aber den Bobby-Satz kannst du nochmal nehmen jetzt. Bobby meinte, dass ich... Klar, also... Aber natürlich. Dann geh ruhig hin. Ist sicher okay. Finde ich auch. Zimmer 404. Kommst du über den Fahrstuhl dort? Danke. Was für Leute sind die? Die sind alle... Ich halte mich von denen lieber fern. Aber du bist hier der Page. Ja, das macht es etwas umständlich. Ellen Page. Wir haben jetzt so eine Influencerin hier. Die ist schrecklich, will dauernd was umsonst. Die wollte mir kein Trinkgeld geben, aber mit mir eine Instagram-Story machen. Wenn ich dann berühmt werde. Wer arbeitet hier noch? Vor allem Louis. Der hält sich für einen Komiker. Er war wohl mal in Lost Wages eine große Nummer, aber dann hat er Witze über eine Gruppe gemacht, die empört war. Jemand sagt, also im Chat sagen alle gerade 404, das Zimmer gibt's vielleicht. Wahrscheinlich machst du die Tür auf und dann fällst du durch die Decke. Die hatten so eine Art Gag,
im letzten Teil, dass man so Meta-Spieleentwickler-technische Gags hatte. Deswegen würde ich es nicht außerhalb der Wahrscheinlichkeit stellen. So. Kannst du mir mehr über diese Gründerväter sagen? Du meinst dieses Märchen über die Gründerväter? Ich weiß nicht viel darüber. Eigentlich nur, dass die alle tot sind. Frag lieber Bobby danach. Ich will was... Was denn? Wie bist du denn hier auf der Insel gelandet? Ehrlich gesagt weiß ich das nicht mehr so genau. Ich war Kellner auf einem Kreuzfahrtschiff. Es ist in einen Sturm geraten. Ich wollte nur kurz was rauchen, dann wurde alles nass und ich habe mich hier am Strand wiedergefunden. Zum Glück hat Bobby gerade einen neuen Pagen gesucht. Was ist aus dem bisherigen geworden? Ich schätze, der Kannibalenstamm hat ihn geschnappt. Kannibalen? Finde ich jetzt nicht witzig. Wie meine Mutter mal gesagt hat. Oh nein, da kommen die Karnivalen. Wie Karni... Ja, aber, aber heißt nicht Kannibalen. Es ist ja Fleisch eigentlich. Ja, ja, ne? Irgendwie so. Aber ich glaube, es ging wahrscheinlich eher dann um die Feiern ganz gerne. Kannst du mein Gepäck tragen? Welches Gepäck? Guter Punkt. Genug über dich. Ich gehe dann mal. Lass uns eine Schlange entsaften. Lass uns mal. Das ist so, jetzt raff ich's erst. Natürlich, die Schlange entsaften. Meine Fresse. Die haben wirklich aber auch keine einzige Gelegenheit ausgelassen, irgendein obszönes Ding zu machen. Ich finde das super, aber es ist all over the place. Okay. Frisch gepresst ist halb gewonnen. Ah, Mann, ey. Uff. Uff. Hab ich mir anders vorgestellt. Oh, aber das ist jetzt das Grüne und nicht der Knickstab? Ah, kannst du den Knickstab mit der blauen Farbe mischen? Hast du nämlich gelb. Ah, ja, ja. Saftig und giftig. Also ein bisschen Gift ist ja aber auch ganz geil. Das prickelt auf der Zunge und macht das Ganze auch dann so richtig lecker. So, Wir wollten die blaue Farbe mit... Mit dem Knickstab. Mit dem Knick... Die beiden Sachen funktionieren. Ja. Leider nicht. Das lässt sich nicht... Vielleicht später. Gute Idee. Jetzt können wir aber... Das Schwein braten? Das lässt. Was? Ich kann nicht. Ich bin gerade schon dabei. Bist du schon dabei? Das lässt. Ja. Ich kann den Skelettarm nicht damit benutzen. So, wo waren wir? Was waren wir? Was ist das eigentlich nochmal? Schlafmittel. Aha. Ja, ein Schaf drauf. Na gut. Oh, okay, der Chat sagt es auch. Ich hab natürlich einen Denkfehler gemacht. Natürlich musst du blau und gelb zu grün mischen, nicht grün und blau zu gelb. Aber es geht ja eh nicht, oder? Ja, es geht eh nicht. Das geht ja nicht, ne? Ja, ein Logikfehler, es tut mir leid. Es ist Samstag, was soll ich sagen? Brauchst du nicht, hör doch auf, jetzt zieh dich richtig an. Dann schauen wir mal. So. Wir wollen das Schwein. Wollen wir eigentlich nicht, aber es geht halt nicht anders. Welche Temperatur stellen wir ein, ne? Wollen wir den jetzt ein bisschen... Oh, es geht nur brühend heiß oder eisig kalt? Ich drehe es erstmal nur. Ich möchte, dass das Schwein erstmal sich nur dreht. Ja. Meinst du, es dreht? Ach ja, stimmt. Vielleicht hat das Schwein was am Bauch, am Rücken oder so. Hä? Ja, wir haben doch... Aber nee, jetzt ist es kalt. Dreht es sich nicht? Eigentlich müsste es jetzt frisch gekühlt sein. Vielleicht hat es einfach nur zu großes Gewicht. No? Wenn ich das Schwein losbinde, beißt es mir doch sofort den Arm ab. Das weiß man doch von Schweinen. Ja, es ist halt echt zu fett. Das dreht sich nicht. Dann, es tut mir ja auch leid, Schwein. Aber es muss Schwein. Dieses Schaubild, wie Elektrizität funktioniert, ist einfach hanebüchen. Genauso funktioniert das. Oh, Entwickler, ich warne euch. Jetzt wird hier gleich Peter gerufen, wenn das so weitergeht. Kommt er vorbei nachher? Ah, es geht nicht an. Glück gehabt. Aber was jetzt? Das ist ja interessant. Wenn ich das Schwein los... Das weiß man doch. Okay, das dann weiß ich es auch nicht. Dreht sich nicht. Jedenfalls hat das Schwein Glück, dass der... Moment, aber das ist doch schon komisch, oder? Was haben wir denn eigentlich schon, ne? Kann es sein, weil wir den anderen Ventilator da oben anhaben? Nein, das ist ja Quatsch. Ha. Aber es ist die eine Sache, die wir bisher nicht manipulieren konnten. Plus stimmt und hier auch. Plus stimmt auch. Und eigentlich ist ja alles richtig. Hier kann man auch nur zwischen kühl und warm. Vielleicht dauert das auch eine Weile.
Ja. Wir haben auch noch nichts mit dem Fan gemacht, mit dem. Ja, genau, der Ventilator, der auf der anderen Seite angegangen. Aber noch kurz gucken, ob da nicht. Sonst checken wir einfach Faiths Zimmer erstmal aus. Vielleicht finden wir noch ein paar Items. Nee, es geht kurz an und es geht wieder aus. Es kriegt ganz kurz nur rosige Backen. Wie gesagt, ich bin eigentlich ganz glücklich damit. Ich auch, ja. So. Übrigens soll irgendwo, ist hier noch ein Penis, den wir scheinbar nicht dazu gezählt haben. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den, vielleicht finden wir ihn noch. Bestimmt aber irgendwo noch ein Penis, ja. Man könnte vielleicht hier, könnte man sagen, aber das ist schon sehr das, schwierig. Was war eigentlich hier diese, das goldene Ticket hier ist einfach nur eine das Plakette. Das ist diese so, Plakette, die diese Geschichte. Auf der Plakette steht, okay. Ein mysteriöser, einige Jahrhunderte alter Liebeshut aus dem Nachlass von Wissendorf. Der Cockburn war es. Genau, Cockburn. 404, ne? Das sieht. Das ist jetzt im Okay, auf jeden Fall. Warum bist du dir so sicher? Sehe ich einen Penis? Erkennst du irgendwas wieder? Nein. Das ist ihr Geruch. Eindeutig. Ich hoffe, sie bauen mir niemals Riechsensoren ein. Also, ein Penis ist ja eindeutig. 29. Na? Würdest du dann die. Das typische, der Zug fährt in den Tunnel auch schon als Penis sehen hinten? Das finde ich super genial. Auch so als. Als so Love-Hotel-Bild. Aber ich finde, das ist nicht. Das ist doch die Spitze der Comedy, ne? Da hat wieder sowas wie Al Bundy im Kopf, ne? Es ist, nein, Pack, lass mich los. Da wird auf uraltes Stock-Footage aus den 30er Jahren geschaltet, wie Schwarz-Weiß-Züge durch Tunnel fahren. Diese Pumpmaschinen. Ja, genau. Das ist volle Programm. Alles so billiges Stock-Footage. Und am Ende die Haare total zerwuschelt. Ja, und siehst du so da, sie und, raucht und, Pack, und ist happy. Das waren die besten 34 Sekunden deines Lebens. Exakt so. Man fragt sich, warum will sie die ganze Zeit Sex, wenn er doch so schlecht ist? Warum will sie den dann? Vielleicht, ne, Moment, es kann sein, dass Al Bundy komprimiert Sex, ja? Wenn er in 34 Sekunden die Lust von mehreren, Stunden da reinbekommt, da wirst du auch nicht mal mehr zum Lake Chickamauga fahren. Lake Chickamauga. Mr. Wanks. Ja, Set sogar. Alles sehr schön, alles sehr schön. Okay, wir nehmen mal den ganzen Kram mit. Den lasse ich besser hier. Okay. Ein einfacher Reisekoffer. Ein bisschen Apfel hier noch. Oh, da, Wenn die Bar. Wenn ich die Eiszapfen so sehe, scheint die Minibar richtig gut zu funktionieren. Können wir nicht rein? Krümel? Nicht mal die Krümel. Wenn ich die Eiszapfen... Nee. Aber er hat die Eiszapfen schon gesehen vor. Ja, ja. Vor die Tür offen. Ja, oh, ich hab was. Oh, hast Geld? Ah, eine Clubkarte. Eine Clubcard. Die ist wirklich wichtig. Jetzt bin ich Goldmitglied. Jawohl, ey. Okay, das Spiegel, das Ding hier ist sehr komisch. Da brauchen wir nichts, liegt da drin, das nein. Okay, einmal. Oh, aber du kannst die Fensterladen ziehen, oder? Oh, das kann man nicht öffnen. Nein? Mit Blick auf eine Dschungeltoilette. Das scheint nicht das beste Zimmer zu sein. Spanner schon. Noch ein Schlüssel. Soll ich die mitnehmen? Ja, im Zweifel. Du hast wirklich genug Unterwäsche von Faith in den Fingern gehabt. Also ja. Soll ich die mit? Du hast wirklich... Faiths Unterwäsche? Sie verfolgt mich regelrecht. Genau genommen du sie. Auf dem Bett. Ist das Geld? Ich nehme ihn mit. Ah, der Flyer. Okay, was haben wir noch? Kann ich was in die Minibar legen? Oh ja. Hier Yoda mit dem Dildo. Oh ja. Das ist sogar Gurgurt. Nee, wie hieß er nochmal? Goku? Ja, also Mini ist wirklich Baby Yoda mit seinem Riesendildo. Ich war, warum? Ich habe die allerletzte Folge noch nicht gesehen. Warum malt man denn Baby Yoda mit einem Riesendildo? Ja, weil es das Festival der Nerds ist. So. Okay. Aber so. Muss es der kleine Yoda sein, ausgerechnet? Das ist das Bekannteste. Oh, sie wurde 1987 geprägt. Das war das Zeit, in dem Larry irgendwas. Wahrscheinlich. Grogu. Ey, was ist Grogu auch für ein Name, ey? Ein. Irgendwie geil. What? Irgendwie geil. Das ist gut. Ich will mal kurz probieren. Was passiert, wenn ich hier sowas da reinlege? Oh ja. Das hilft mir. Oder wir brauchen doch Eis. Wir brauchen doch Eis, oder? Besser nicht. Ach so, ja, kannst kann man dann einfach. Kannst du es mitnehmen? Das ist, ne? Eigentlich könnte ich das doch einfach.
Ja, einfach ein Stück mitnehmen wenn ich davon. Die Eiszapfen so sehe, scheint die ja, aber nimm sie, ich kann sie nicht mitnehmen. Das ist so ein bisschen wie der Ventilator. Oh, nee, aber ich sag dir, wir können danach bestimmt irgendwas reinstellen, wo wir Eiswürfel mitmachen. Na, also jetzt noch nicht was wir haben, ja. Aber irgendwas, wir brauchen ja auch die Form. Kannst du Wasser ins Kondom, nee, ins Kondom reintun, wäre Quatsch. Ne, also dumm ist die Idee nicht. Wir müssen nur finden, wo ein Wasserspender oder sowas. Ja, genau, eigentlich brauchen wir nur Wasser, ja. Okay, so, wir gehen kurz nochmal in die Lobby und dann probieren wir jetzt erstmal die Karte aus. Ach, da hätten wir Ausguck-Plattform machen sollen. Aha, ja, stimmt, die Goldkarte. Okay, gehen wir jetzt erstmal schnell nochmal hoch. Also das Schöne ist, wir haben ja hier immer so eine Anzeige, wie lange ist bis zur nächsten Werbung oder wie lange dauert eine Sendung noch. Und wenn du dann sowas siehst hier, 5 Stunden 45 noch. Ist eigentlich aber auch ganz geil, ja, weil ja, ich irgendwie denke so, ob wir es noch schaffen, also ob wir es durchschaffen Fall, in der aber, Zeit. Naja, wir haben Spaß dabei. Es wird knapp, aber wir könnten, wenn wir uns sehr, sehr beeilen, es schon schaffen. Wir müssen aber richtig klug sein. Nicht mein Fetisch. Die beiden Sachen? Geh mal durch, das vielleicht funktioniert ich das schon so. Nicht. Mann! Ach, ich hab die einfach nur dabei. Nicht. Okay, gut. Samen. Ich sag ja immer, man kann nicht genug Samen haben. Münze in den Automaten. Mhm. Oder in den ja, Ausguck, eins okay. Von beiden. Ich lasse die Pflanzen besser in Ruhe. Das gibt da sicher was Obszönes. Ein Dollar braucht man insgesamt. Du hast keinen Dollar, du hast Vierteldollar, oder? Nee, genau. Ich werde nicht daran rütteln und nicht dagegen treten. Auch Getränkeautomaten haben Respekt verdient. Ja, gut. Hey, der hat einfach das Geld geschluckt. Dämlicher Automat. Irgendwann werden sich die Menschen gegen die Maschinen auflehnen. Was ist los, Larry? Ach, nichts. Ich werde nicht auf einer kleinen Kette stehen. Dauerleihgabe des Video Game Soda Machine Project, West Virginia. Ja, scheiße. Das hilft mir. Jetzt habe ich ja gar nichts. Gut, aber wir werden bestimmt irgendwo noch... Hm? Hast du gedrückt? Oh, da ist mein Geld ja wieder. Ah. Oh, es ist sogar noch ein Vierteldollar mit rausgekommen. Du kluger Mensch. Kannst du das nochmal machen und da kommt noch ein Vierteldollar raus? Wir brauchen einen, ne? Was, wieso? Sachen wollte ich gerade sagen. Drück drauf. Oh, da ist mein Geld ja wieder. Oh. Ah, es geht nur einmal. Ja, ja gut, Das. Ja, ich guck nochmal. Ich werde nicht daran. Der hat er jetzt beide reingeworfen oder hat er noch einen? Nee, er hat beide reingeworfen. Aber es passiert nichts, ne? Ja, die Münzrückgabe dann. Shit. Oh. Kann ich denn jetzt potenziell, ich probier's mal, ob ich das nicht da jetzt reinwerfen kann? Das ist gut, so wie es ist. Das hilft mir nicht. Nö. Okay, noch nicht. Gießt du was anderes? Die Gläser oder irgendwas? Ne, die Palme da. Das ist ziemlich weit weg. Da muss man Münzen einwerfen. Nein, ich bleibe lieber auf der... Auf einer kleinen Plakette steht... Hatten wir... Ja, ein wenig ernüchternd, dass wir da keine Soda bekommen. Wollen wir mit den Items gleich mal checken, was wir schon für das Rätsel benutzen können? Ja. Vielleicht haben wir ja schon einen guten Teil zusammen. Ich denke auch. Wir haben mindestens 3/4 müssten wir schon haben. Wir können dann auch irgendwann noch mal gucken, dass wir eben hier vielleicht noch mal rübergehen und gucken, genau, was wir hier machen dürfen. Gruß übrigens an über 4000 Live-Zuschauer. Ach nee. Mhm. Das ist aber nice. Mitten an einem Samstag. Das ist aber eine nice Situation jetzt hier. Mal gucken, ist Bundesliga aktuell? Würde das uns dann nochmal reingrätschen? Würden unsere Leute überhaupt Bundesliga gucken? Das ist so viele gute Fragen. Also Alkohol kannst du ja direkt Wodka und was ja halt weiß. Was wäre denn weiß? Ja, keine Ahnung, ey. Also, da ist ja der Strohhalm, aber wir können den irgendwo einen Strohhalm auswählen. Wir haben keine Orange. Gefühlt gefunden. Haben wir irgendwie noch viel zu wenig. Was waren diese Pillen, die du da hast? Das Schlafmittel. Okay. Ja, jetzt, ich meine, was heißt weiß in dem Fall? Milch oder
Kann auch Wasser sein. Naja, ja, so ein White Russian oder so draus machen. Gelb und Eis und eine Frog. Ja gut, da fehlt dann doch noch einiges. Samen, vielleicht können wir mit dem Samen Kondom mit Orangengeschmack. Oder? Ja, okay. Ja, richtig. Wirklich Kondom mit Orangengeschmack. Ist korrekt. Alter. Okay, aber Eis haben wir dann noch nicht. Samen, was stand bei den Samen da? Die Mische sortieren würde ewig dauern. Du musst die irgendwo mal aussehen wahrscheinlich. Ja. Ne? Genug davon. Ja, so machen wir das. Mit ihr müsst ihr, sie mussten wir davon überzeugen, dass die Bewertung. Wie hast du denn das Hotel ändert? Bewertet? Mit nur 2 von 5 Sternen. Warum? Das Poolwasser geht gar nicht. Das ist total verdreckt und stinkt. Ich kann mich doch nicht im Wasser räkeln, wenn man mein Body nicht erkennt. Das muss tropisch blau sein und frisch riechen. Und das Buffet ist total ekelhaft. Alles voll mit Fleisch und so. Ich brauche organisch-veganes Essen, das mich in Balance hält. Was soll denn meine Community denken, wenn die sieht, dass ich tote Tiere esse? Und die Bar hat nur so Wasser. Ansonsten gibt es alkoholfreien Whisky. Blech. Soll ich vielleicht damit ein Selfie machen? Da sehe ich ja aus wie so ein Höhlenmensch. Ich brauche einen total bunten, beeindruckenden Cocktail. Einen, der absolut Selfie-tauglich ist. Dafür würde ich sofort 1 Stern nachtragen. Ansonsten wäre meine Authenticity als Influencerin hinüber. Ja, wissen wir, wo der Cocktail schon mal hin soll? Soll ich dir jetzt was zu trinken holen? Ohne mich! Ich muss jetzt. Mach mal hier die Leertaste, weil hier hatten sie. Also, sie braucht nicht einen klaren Pool, einen guten Cocktail. Ah, ja. Und wir klauen ihnen die Münzen aus dem Tipjar. Pfoten weg, das ist mein Trinkgeld. Shit. Da, ein 3-köpfiges Trinkgeld. Ja, leider. Was ist du noch? Ich gehe. Wir sind alle. Okay, und na dann gut, aber sein Ding kriegen wir irgendwann noch. Ja. Oh, ein Glas für Trinkgeld. Ziemlich wenig drin. Das liegt nur am Börsenmarkt. Was ist mit der Strand-Influencerin? Also, ich sehe immer noch da. Wenn ich mich so hinsetzen würde, wäre... Okay, auch nicht. Was gibt's denn hier? Die kaputte Kralle? Haben wir vielleicht etwas zum Samen? Ah, Samen sind gut. Nicht. Die beiden Sachen funktionieren... Kann ich das hier aussäen? Nee, okay. Machen wir hier dann die Leertaste. Die hatten wir ja auch noch nicht. Wir hatten ja schon geguckt. Hier ist auch nichts. Nix. Ich hätte gedacht, diese Qualle, die Tote, die da rumliegt, aber anscheinend nicht. Das ist gut. Haben wir denn sonst was für dieses Kondom? Benutzen wir schon? Das hilft mir. Unter Buchse hat sie auch eine. Tja, ja. Schwierig. Sieht schwierig aus, als ob sie dem Wodka nicht abgeneigt wäre. Besser nicht. Ja, das brauche ich für den Mix. Im Wodka. Okay. Hier, wie könnte man das denn bitte verändern? Da springe ich nicht. Wie willst du das denn? Oh, kannst du. Nee, warte mal. Dann müsste ich ja so ein Klimaerkläranlage einmischen von den Sachen, die wir haben. Das habe ich auch schon überlegt, aber das wäre eigentlich ganz schön wenig, was man da reinkippt. Ja, eigentlich schon. Ne? Klar, man kann ja immer mal. Und dann wäre es weg. Also, es muss mit dem Rohr zu tun haben, wo das rauskommt, ne? Und dann wäre es weg. Ah, ich habe was. Die blaue Farbe. Gute Idee, aber. Die ist natürlich, okay, passt ja, ne? Wo kommt das? Also blaue Farbe, Marker, wo kommt das Rohr? Ne? Ist das Rohr irgendwo, wir müssen irgendwo das an der Quelle machen. Ja, das ist eh eine Frage, ne? Wo kommt das alles her? Also ich sehe ja hier gar nichts. Was wir machen könnten, wir sind natürlich ins Hotel reingegangen. Wir haben vor dem Hotel auch gar nicht geguckt, ob man drumherum gehen kann oder irgendwas anstellen. Ja, da ist doch sicher noch was. Ah. Mit der Hand komme ich nicht bis auf den Grund des Brunnens. Kann man das nicht sind, hier da sind Münzen wo? Auf dem Grund 100 Pro. Da ist übrigens auch wieder ein kleiner Penis, also 30. Ist, oh ja, ja. Da, den hatten wir noch bisher. Da strohlt der kleine Pimli. Du weißt, du hast... Das wäre dann die Herr der Ringe Sexparodie mit dem kleinen Zwerg Pimli. Gibt's die oder so? Nee, ich hab gerade erfunden. Aber gibt's bestimmt schon. Und dann gibt's auch einen mit einem sehr großen Penis, der heißt Leck. Olas. Legolas. 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 Man sagt, der wäre so groß wie ein Oberschenkel. Araxhorn. Und Frodo. Pimli. Legolas. Araxhorn. Aragorn. Anagorn. Anagorn. Ey, und scheiß Mann. Leute, könnt ihr bitte den Porno jetzt einfach schnell produzieren? Die zwei Türme.
Die zwei Türme ist auch sehr gut. Besser können wir es eigentlich gar nicht machen. Wir machen kurz Pause, ich hole mir einen Kaffee und Werbung und dann sind wir wieder hier. Mit wir räumen Gondor von hinten auf. Warte mal, da. Bis gleich. Bis gleich. Es wird nur noch besser. Es wird nur noch besser. Zack. So, da wären wir wieder nach der Werbung. Ja, ach ja, als ob wir alle schon zerstört haben. Ja, schön, dass ihr noch dabei seid. Wie viele Leute gucken denn zu? Samstag Nachmittag 14.27 Uhr. Über 4.000 Leute. Noch. Fußball müsste aber auch schon vorbei sein. Ich pack dir mal das Mic jetzt hier. Danach, oh. Ja, mach da die Heizung an. Mach sie mal an. Es ist ganz schön kalt hier geworden. Es darf hier gerne ein bisschen dampfen, finde ich. Ah. Sieht aus, als ob Grace Nakimura eine ganz geile Party hinter sich hat, oder? Ja. Richtig gefeiert. Immer noch. Zwei, drei Barbaren pro übrig. Diese Katzen-Headsets, dürften wir die nur tragen, wenn wir Influencerinnen auf Twitch wären? Wegen, warum? Naja, das ist wegen, dann so von wegen... Ist das... Das kannst du doch. Ich glaube, du musst nicht, das ich als Influencerin. Ich reiß dir alles auseinander. Na, ich meine nur das Tragen und sonst nichts. Na? Weil das ist ja schon das Merkmal fürs Fenster. Na? Dann hast du hier oben abgeschnitten, dass die Leute denken, es ist wirklich gar nichts. Na? Und dann hast du nur hier... Kawaii Disney... Da geht's richtig ab. Apropos, ich würde auf Twitch ganz normal streamen und dann noch für OnlyFans so eine zweite Kamera quasi aufbauen. Und da ist dann einfach die Unterhälfte. Da ist nur die einzige Kamera, zeigt unten auf dem Schritt direkt und sonst nichts. Let's guck. Weiß nicht, wie man so. Okay, das sind natürlich Grenzen, die ausgelotet werden. Aber wenn du das Let's Play hier authentisch machen willst, also eine Kamera. Unten hin, die wirklich frontal dir auf den Schritt drauf guckt. Du hast auch unten rum nichts an. Ah, warte, bevor du dann, ne? Unten rum nichts an, die Kamera frontal hier drauf. Aber das Spielefenster ist dann exakt so groß wie dein Gemächt. Ja, der Rest, die Beine breit, alles. Das ist ja auch eine sehr gute Idee. Ich bin technisch nicht nackt. Ich habe ein Fenster an. Du hast dein Fenster an und dann spielst du. Das sollte doch gehen. Also, wenn es nicht mein Account wäre oder so. Ich fände es geil, das mal auszureizen und zu gucken, wo ist die Grenze? Wo ist die Grenze? Wie groß muss das Fenster sein? Na? Ja, wo ist die Grenze bei dem Schwänze? das werden wir jetzt nicht heute nicht austesten. Ja, deshalb, wenn ich sowas mache, kann ich nur Vertikal-Shooter spielen, du weißt ja. So, warte mal, ich gehe aufs Ingame wieder drauf. Ey, ach, ich komme hier. Ach, Mann. Also, da ist ein völlig neuer Raum. Pingrease. Das ist ja wirklich Greenpeace, genau. Da ist mein Kram. Das ist ja mein Floß. Ist das dein Floß? Da ist ja mein Floß. Das ist Schrott und das wird entsorgt. Kannst du das hier wieder runterlassen? Das ist Müll und das bleibt da. Mein geliebtes Floß. Hi, ich bin Larry. Larry Leffer. Hallo, ich bin Emma. Schöner Name. Danke. Bist du ein Messi? Was? Na, weil du offenbar nichts wegwerfen kannst. Weil du so gut Fußball spielst. Du das einfach nur ins Meer schleudern und es würde wegschwimmen. Wie praktisch. Sag mal, willst du mich reizen? Mohoho. Findest du mich denn reizend? Mhm. Überhaupt nicht. Du bist ja eigentlich zu jung dafür, aber du wirkst wie einer dieser Typen, die für den Zustand der Welt verantwortlich sind. Mhm. Ja. Typen, die in den 80ern alles richtig gemacht haben? Okay, Boomer. Ich hab keinen Boomerang. Was hast du da mit meinem Floß gemacht? Was für ein Ding? Da, in dem Netz. Moment. Du hast diesen Schrott ins Wasser geworfen? Das ist kein Schrott. Das ist herausragende Ingenieurskunst. Ich habe mich schon bei Gouverneurin Marley deswegen beschwert. Sie wollte den Übeltäter ausfindig machen und ihn mit einer hohen Strafe belangen. Also dich. Keine Angst. Sie hat mich schon gefunden. Mhm. Und wie? Ich möchte eine schlimme Umweltverschmutzung melden. Das ist die Mario-Mütze. Ah, nee, das ist McDonalds-Mütze, ne, oben rechts. Das könnte Mario da. Aber das Yoshi-Ei ist ja auch dabei. Yoshi-Ei. Der Fuß von Donald, sehe ich. Das ist ja so geil. Mario. Ey, was die hier immer reinmachen, ne?
Das ist echt geil. Hier auf Fähnlein Fieselschweif. Oh ja, als ob die jemand noch kennt. Ficken. Warte mal, aber Penen haben wir gar nicht geguckt. Bevor die Fuck for Forest ist das, nicht Friday for Future. Das ist ja? Fuck for Forest. Fuck for Forest. Kennst du, oder? Ja. Die machen Porno und retten damit den Wald. Sag mal, kann ich das auch im Wald machen oder stört das Wachsen? Ja, ich glaube, die machen das auch im Wald. Ich glaube, die hängen da in den Bäumen und so und jemand hält eine Kamera drauf. Ist das dann so von wegen, als ob du dann die Bäume wässerst, nur mit deinem... Nee, also ich glaube... Ich glaube, dass das auch passiert. Ich denke nicht, dass das die Rettung des Waldes bedeutet. Du musst nur vorher ein bisschen Düngemittel trinken und dann geht das doch schon. Okay, wir reden weiter. Ja, Am anderen Ende der Insel fährt einer im SUV rum. Tja, ich kann nicht die ganze Welt retten. Im Moment kümmere ich mich nur um diesen Teil der Insel. Das ist aber Doppelmoral. Nein, Pragmatismus. Beim Hotel hat jemand eine Plastiktüte. Das ist ein strukturelles Problem unserer Gesellschaft und die Politik muss eingreifen. Ach, jetzt ist auf einmal die Politik dafür zuständig. Sag ich doch. Weiter den Strand entlang badet jemand nackt. Das ist keine Umweltverschmutzung. Optisch schon. Außerdem könnte der reinpullern. Ich habe wirklich größere Gefahren für die Natur, um die ich mich kümmern muss. Hm. Beim Hotel hat ein Unhold Öl ins Wasser gekippt. Mhm. Das haben mir meine Sensoren schon angezeigt. Warum bist du dann noch hier? Der Ölfleck ist ärgerlich, aber er hat noch nicht die Ausmaße, dass er Was müssen wir ändern? Zum Glück sind Vögel zu intelligent, als dass sie einfach so in den Fleck geraten würden. Aber ein Schwein! Also hast du nichts gegen das Ölunternehmen. Solange es kein Tier gefährdet, gebe ich ihm eine Priorität von... 3. Kannst du die Plastikente reintun? Heute muss ich erst mal diesen Schrott hier Müll trennen. Das ist immer noch mein Floß. So. Hab mich getäuscht. Alles sauber. Aber gut, jetzt mal gucken, was sie hier auch gleich hat. Ja. Auf keinen Fall. Ich werde nicht zulassen. Ich hab die Anführungszeichen hören können. Was machst du hier eigentlich? Ich bin Umweltaktivistin. Wo immer die Natur verschmutzt wird, bin ich zur Stelle, um sie zu retten. Und das ist rein zufällig die Natur einer tropischen Insel? Du siehst ja, was für ein Schrott die Leute hier ins Wasser werfen. Oh, jetzt hör auf, mein schönes Floß als Schrott zu bezeichnen. Niemals. Wie hast du so schnell mein Floß gefunden? Ich habe ganz Kalauer mit Sensoren ausgestattet. Wassertemperatur, Wind, pH-Wert, Sonneneinstrahlung kann ich hier aus meiner Zentrale alles in Echtzeit einsehen. Außerdem habe ich ein paar Kameras auf der Insel aufgebaut. Scheint so, als würde dir nichts entgehen. Ich schlafe nie. Ich durchkämme mit einem Metalldetektor den Strand. Was ich da so alles finde... Brauchen wir auch. Manche Leute verbuddeln sogar einfach ihre alte Unterhaltungselektronik. Was sind das denn für Unmenschen? Ob wir ein Handy finden oder irgendwas anderes? Ja, irgendwas. Ach, Schlüssel, ja. Ah, Toilettenschlüssel. Du hast zufällig in der Nähe des Hotels einen Schlüssel gefunden? Ja, habe ich. Wie genau denn? Bei einer meiner Patrouillen mit dem Metalldetektor. Ich wollte ihn noch der Gouverneurin zurückbringen. Oh, das kann ich dir gern abnehmen. Ich gehe sowieso wieder ins Hotel. Das wäre prima. Hier. Wie ich es liebe, wenn man was umsonst bekommt. Großartig. Das ist so befriedigend. Hast du vielleicht irgendwo eine hübsche Blondine gesehen? Ich versuche, Menschen so gut wie möglich aus dem Weg zu gehen. Gerade diese Touristen machen besonders viel Müll. Sie heißt Faith. Klingelt da was? Nein. Ich muss los. Ich muss weg. Also die Ente ist eine sehr gute Idee. Ich habe auch gerade im Chat eine andere sehr gute Idee gesehen, nämlich dass die Samen, um Vögel anzulocken. Aber das alles ist für mich so, ist so hinterhältig. Muss man das wirklich machen? Du bist ja ziemlich assi drauf, leider. Ja, es ist schon ziemlich assi. So, also gucken wir das hier. Ach, das ist der Kran, ne? Kransteuerung. Sauber abgeschlossen. Ein ganz normaler Spind. Das Handy liegt noch neben dem, ne? Sauber ab... Ah, warte mal. Ach, Magnet? Okay. Kann ich den Magneten haben? Na gut. Seit ich meinen Metalldetektor habe, brauche ich den nicht mehr. In dem Brunnen, mehr. Mit den Münzen. Fuck, weil der ist nämlich zu tief, um reinzugreifen. Du hast recht. Ah, lieber nicht. Da verstelle ich noch was. Das ist einer von diesen modernen Klappcomputern. Klappcomputer ist auch... So müssten die eigentlich heißen. Klappcomputer. Hol dir jetzt den neuen Medion Klappcomputer. Der KKP? Klappcomputer? KKP. KKP 500. Auf den Grund des Brunnens. 64 Megabyte RAM. Hat er. Ich will den kaufen. Das Ding haben wir, den holen wir uns jetzt. Gregor, du bist ein verdammtes Genie. Ha,
Ich habe einen $0.25 geangelt, aber der Magnet ist mir reingefallen. Wie denn das? Guter Trade. Ja, das ergibt keinen Sinn. Okay, eine wir brauchen nur noch die eine, ne? Aus dem Glas. So, von wo sind wir gekommen? Können wir noch andersrum draußen hin? Oder? Guck mal, in der Mülltonne können wir gucken. Was ist denn mit dieser Palme hier? Warum kann man die... Nein, am Ende kippt sie noch um. Die ist doch aus Pappe. Hübsche Palme. Aber war nicht irgendwas mit Palme? Was war nochmal mit Palme? Konnte irgendwas man nicht... mit krummen Palmen war da. Oder ja. Manche haben einen Lulu wie eine Palme irgendwie. Ja, ja gut, ja, wahrscheinlich. Ja. Hier im Müll haben wir schon was rausgenommen, aber ich guck noch mal rein. Da ist nichts mehr drin. Auf der rechten Seite waren wir wahrscheinlich noch nicht, ja. Ne? Da ist die Toilette. Ah, da haben wir den Schlüssel jetzt für. Wie praktisch. Der hat uns doch gegeben. Das ist für Kraken? Also, ja, Mann, Frau, divers ist oder was soll Frauen das sein? Frauen und Kraken. Das ist schon lustig. Und die Männertoilette ist natürlich keine Tür, ne? Männer brauchen keine Tür. Der hat gepasst. Okay, Duftbäume für den Drink. Steht der for a good time, call Edna? Ja! Ja! Der Simon! Der fucking Simon, ne? Weil er nämlich einfach mental verschmolzen ist. Meine Gedankenwellen sind eure, Larry Entwickler. Na. Ich weiß, du hättest es genauso. Na. Plus, ich habe wieder einen Penis entdeckt. Ich bin ach, der Penisradar. Ja. Ich habe den Penis entdeckt. Willst du ihn? Wo willst du? Also ich übrigens ist oben ein Kock. Einen Hodensack habe ich da gesehen am Kock. Mit zwei Eiern. Die Yoshi-Eier wieder. Okay, du hast einen Penis entdeckt. So, let me watch. Da steckt ein Schlüssel in der Wand. Nee, das ist ein Haken. Publöcher. Ja, ihr habt ihn bestimmt schon entdeckt, ne? Ihr seid nämlich super smart. Ah ja, oh, ich hab ihn. Das Strichmännchen auf der Toilettentür. Hat aber einen kleinen Pimmel, ne? Einen kleinen Strich. Kleiner Pimmler. Damit wären wir bei 30. So. Weil ich hab gerade einen Pups gehört. Die blaue Farbe in dieses Gefäß da rein, was bestimmt für den Pool ist. Du hast recht, die blaue Farbe. Ey, Gregor, kann es sein, dass wir hier in. Dass das ein Speedrun wird, vielleicht? Das Wasser ist wie ich. Es braucht etwas Farbe. Gut, wir sind bei 31. Jetzt Entschuldigung. Ist gesundes Wasser. Also, das Wasser ist. Das sind Jahre verdrehte Adventure-Logik eben, ne? Ja. Da denkst du sofort in die Richtung. Was gibt's hier noch? Wir haben die Duftbäume. Was ist das vor. Achso, das ist quasi Krokodil. Hier sind Krokodile. Da wird geknuspert da. Hallo? Bewahre. Besetzt! Ich muss mal. Dringend. Bist du ein Monster? Ich bin der Geist, der stets. Ich bin der Geist, der stets bejaht. Der letzte Weihnacht. Nein! Kommst du bald raus? Ich bin doch draußen. Wir schreiben das Jahr 2020. Der Himmel ist grün vom Plutonium. Die Zinsen verdoppeln sich jedes Jahr. Die Welt ist komisch und bizarr geworden. Da unten, da ist die Insel. Ich bin hier oben bei den Vögeln. Vögeln. Was ist denn dein Problem? Ich habe kein Problem. Ich könnte jederzeit aufhören. Sicher? Naja, ich kann halt erst raus, wenn das Monster weg ist. Wie sieht das Monster denn aus? Es ist groß und rund und gelb und hat einen riesigen Mund, der sich immer ganz schnell öffnet und schließt. Und es macht immer waka waka waka. Bist du sicher, dass es dir gut geht? Pac-Man, bist ja. Du eigentlich? Clyde. Sag nicht meinem Bruder, dass ich hier bin. Der will sonst die Pillen zurück. Wer ist dein Bruder? Kip, der Page. Alter. Ist doof. Der vierte. Dein Geheimnis ist bei mir sicher. Ja, jemand im Chat sagt, es ist kein Wunder, dass die Insel Karlauer heißt. Mhm. Das ist wirklich, da wird alles mitgenommen. Ich störe dich nicht weiter. Du klingst schon ganz weit weg. Den Typen finde ich interessant. Ich weiß aber nicht, ob man was den braucht. Was ist das Dampf? Können wir mit dem dampfenden Wasser da was machen? Wir haben ja auch noch mal was wir fürs Getränk brauchen. Die beiden Sachen funktionieren. Na, zur Treppe komme ich nicht, weil mir die heiße Quelle den Weg versperrt. Und da ist ein Karabinerhaken, ne? Wo wir auch irgendwas das machen können. Das ist ein gutes, ist dir sehr gut aufgefallen. Aber ich habe gerade nicht wirklich. Wird mir auch nicht einfallen. Die entsprechenden Items. So, gucken wir nochmal alles ab. Dann Toilette. Uff. Okay, dann wollen wir mal. Wirklich? Oh, hier ist auch ein Glory Hole. Sehe ich jetzt erst. Ah. Ja. Kannst du was von der gelben Tonne da machen, wenn du die Tür schließt? Geht das überhaupt? Deine Toilettentür, die du jetzt aufgemacht hast? Dass ich die schließe, meinst du? Ja, genau, weil dann... Ja. Ja, nee, okay, diese gelbe Tonne, die dahinter ist, ist dann wahrscheinlich kann nichts. Kann die wohl nicht mehr... Ich will gar nicht so genau hinschauen. Danke, ich hab genug.
Ja, da könnte ich etwas reinstecken. Nein, ich tue es nicht. Ein ziemlich großes Loch. Ich hab doch eben gerade erst. Vielleicht muss ich später wieder. Ich meine, diese gelbe Flüssigkeit kann ich jetzt nicht. Das Gelbe hole ich nicht aus dem Klo, oder? Oh Gott, da musst du da Pipi reintun. Ich will gar nicht so genau. Um echt zu sein, hoffe ich, dass das nicht so ist. Also ist es auf jeden Fall so, ne? Ja, es hat ein Freund von mir, hat das Spiel schon durchgespielt, Mon. Ich bin Mon. Das bin ich. Mit dem ich diesen Podcast habe. Und der meinte, es kommt eine Sache, die ist so richtig, richtig, richtig eklig, aber er wollte mir nicht sagen, welches ist. Und ich fange an zu glauben, dass das so ein bisschen in die Richtung geht. Meinst du, ist es das oder ist dein Ekel im Auge des Betrachters? Weil da waren schon viele Sachen, die du als eklig definieren kannst. Aber ich glaube wirklich, dass das mit... Du klingst schon ganz... Eigenurin ist immer so eine Sache, da haben viele Leute keinen Bock drauf, obwohl das ja mega gesund ist. Ja, solange du gurgelst und nicht schluckst. Ja, ne? Genau, das ist wichtig. So, ich guck mir den Hahn an. Der sieht irgendwie notgeil aus. Wieso muss ich denn darüber lachen? Ja, der ist außerhalb meiner Reichweite. Okay, was hast du? Oh, die Samen. Kannst du ihn herlocken mit den? Könnte tatsächlich, ja, kann man mal machen. Das ist gut, so wie es ist. Ja, okay. Nicht okay. Eine Sache noch. Wir gehen jetzt erstmal weg. Ja. Und zwar, wenn wir jetzt wieder reingehen. Und. Moment. Muss ich gerade mal gucken. Was wollte ich hier machen? Genau. Das wollte ich noch ausprobieren. Ah. Die Ente. Die Ente, ja. Das hilft mir nicht. Ja, schade. Besser nicht. Hätte ich auch gedacht, weil da ein Vogel drin ist, den sie retten muss. Dann probiere ich jetzt mal hier die Samen. Das ist gut, so wie es ist. Ja. Du probierst jetzt hier? Alle Sachen aus. Das Problem ist, dass ich mit den Samen überhaupt keine Interaktionsmöglichkeiten sehe, weil man die nicht sehen kann. Also säen. So, mir aber nicht einfallen. Ich probiere, vielleicht habe ich falsch geklickt. Das hilft mir. Okay, und nochmal die Ente. Weil das wären die einzigen zwei Sachen, die ich... Besser nicht. Mir auch nicht anfallen. Okay. So, was haben wir denn noch? Duftbäume, Geld, das. Leicht das Gift. Die beiden Sachen funktionieren. Das Gift ist bestimmt schon fertig für den Drink oder so. Kannst du das Foto von dem Vogel von der Wand nehmen und dann den Gockel von der Decke anlocken? Also auf der Toilette? Das hängt da gut. Okay. Schade, aber das war eine schöne Adventure-Idee. Was für ein niedlicher Piephahn. Das hängt da. Ach, jemand sagt es, das ist eine gute Idee. Wollte die Influencerin nicht veganes Essen, also einfach nur ein Beutel von Körner. Das ist tatsächlich... Wirklich? Guck, sogar ja. Der Pool ist cool. Ja, okay. So. Veganes Essen, das war die andere, wollte vegan, oder? Nee, siehst du das? War das sie hier? Ja, sie ist das. Das ist gut. Also die andere will es wahrscheinlich auch, aber... Okay. Sie nimmt das nicht. Nee, die will was zu trinken, ja. Dann probier's doch mal drüben. Aber die wollte doch eigentlich ein Zimmer. Ey, wir haben doch ein Zimmer für sie. Ja. Wir haben doch ein Zimmer für sie. Haben wir nicht ein... Aber wir haben keinen Schlüssel, ne? Doch, die Clubkarte. Ja, besser nicht. Hä? Gib mir mal die Körner und dann vielleicht können wir mit ihr quatschen. Ey, man könnte ihr sowohl die Körner geben, als auch, finde ich, den... quasi die Schlüsseltür. Ja. Die beiden Sachen Jetzt haben wir aber so viele gute Ideen gehabt. Um die Sachen zu sammeln, das Wasser jetzt und anderes Zeug, brauchst du noch mehr von den Plastikbechern? Habe ich in Faiths Hotelzimmer gefunden. Guck ich gleich mal. Ich will kurz wegen dem Fessel noch mal gucken, das was Feier da so... Das Feuerfest in einem exotischen Archipel. Dort soll sich auch eine Höhle befinden. Dich erwartet ein... Es hätte das Eierfestival sein sollen. Es ist so da, wirklich. Aber da, wo das Festival ist, da ist diese Höhle, die wir mit diesem Cock-Ding irgendwie aufschließen können. Mhm. Und das ist bisher so weit, wie ich gedacht habe. Also hier haben wir die Klimaanlage angemacht. Weiß jetzt auch nicht. Ich nehme einen. Kannst du noch mehr mitnehmen? Ja, oder ist nur immer einer? Hab schon einen. Ja, bis du gleich noch mal einen brauchst, mein Freund. Dann kannst du das Poolwasser jetzt nehmen. Hast recht, ja. Und das kann man ja einfrieren. Oh, ja. Könnte man, theoretisch. Ich geht. Dieses... Musst du damit noch was machen? Moment. Es ist ja nur gefärbt bisher, ne? Ja, na gut, das ist, glaube ich, ihr egal. Hier geht es ja um die Optik. Siehst du, da sind noch diese grünen Dampfen. Ach, es stinkt noch. Du hast recht, es stinkt noch.
Die Duftbäume. Die, wirklich? Oder? Oder? Die Duftbäume? Nee, wahrscheinlich nicht so. Und dann wäre es weg. Also, nein. Oh, wenn das Richtige ist, dann vielleicht wieder in den... Bei der Pumpe, ja. Ja. Ich muss gerade noch mal gucken. Ich würde gerne einfach ein Glas Wasser haben. Was hast du denn so für alles, was frisch gereicht? Sonst nichts? Seit dem Festivalflop hat kein Schiff mehr angelegt. Jetzt sitzen wir wortwörtlich auf dem... Aber ich habe noch einen Geheimtipp. Meinen alkoholfreien Whisky. Okay, er läuft... Früher war ich ja für meinen Spezialkopf. Auch wenn diese komische Info... Gibst du uns das Wasser? Nein! Er erzählt von Shit und gibt's mir nicht. Ich bin dann mal weg. Ich gehe. Wir sind alle gar nicht richtig. Pfoten weg. Den auch so gerne, ey. Das ist der letzte, der uns noch fehlt, ne? Ja. Sobald wir den haben... Okay, wir gehen jetzt noch mal... Moment, ich habe noch ein, zwei Sachen. Du meintest gerade Becher. Ich würde gerne noch mal rausgehen und gucken, ob ich... Ja, ob ich in den Becher pinkeln kann. Oh Gott, das kannst du bestimmt. Da benutzt den Becher mit der Toilette. Dann gehe ich mal da rein. Oh nein. Oh no. Oh no. Ich. Wie lang geht denn das noch? Naja. Ich habe hier diese gelbe Flüssigkeit gefunden. Ich muss sagen, der war ja gerade aktiv, seine Prostata ist leicht angeschwollen. Ich denke, das ja, dauert, ja, das dauert das ein bisschen. Ja, aber man soll danach auf jeden Fall pinkeln. So, jetzt gebe ich mal das da rein. Ja, Tatsache. Das alles etwas besser riechen lassen. Super gut. Das heißt also, noch einen Becher holen und dann das blaue Wasser noch dazu. Haben wir ja, blau, ja, gelb? Ja. Du bist da an was ganz Blauem dran. Ich nehme an. Dass es nicht das All-You-Can-Beat-Buffet ist. So. Hab ihn gefüllt. So. Jetzt ist doch zumindest der Pool. Jawohl. Ja, guck mal, jetzt duftet der da doch gut. Da spring ich nicht rein. Es ist himmelblau und riecht gut. Aber ich weiß auch, warum das so ist. Das Poolwasser ist jetzt sauber. Sweet! Dann kann ich ja endlich den Bikini rausholen und diven. Vielleicht tauchst du nicht mit dem Kopf ein. Sowieso nicht. Denk an meinen Hairstyle. An meinen Bun lasse ich nur Olivenöl, das in den Anden von Zwergziegen kaltgepresst wurde. Dann gebe ich mal bei Gaub einen Punkt mehr. Okay, also soll ich von dir? Ein Punkt ist drauf, noch zwei ich Punkte, die sie dazu packen muss. Ja, das eine ist der Drink. Okay. Können wir das jetzt kombinieren oder da fehlt uns bestimmt auch noch was? Ja, wir brauchen auf jeden Fall oben noch Wasser. Also, wir haben doch ach schon, ja, die Eiswürfel meinst du, ne? Die Eiswürfel, ja. Wasser haben wir schon geholt, ja. Wir müssen ja noch also Eiswürfel die wolltest machen. Du potenziell da einfrieren, ne? Brauchen wir irgendwie eine Form dafür. Ey, geh jetzt rein. Bei Faith, ne? Ja. Und das vegane Essen wollte sie, sagt, ah ja, das wird im Chat nochmal erwähnt. Also wenn es die Körner nicht sind, kannst du mit den Körnern was wachsen lassen? Ja, das wäre eigentlich eine gute Idee, aber wo kann ich denn, ich suche ja schon die ganze Zeit Orte, um die Körner einzupflanzen. Ah, du bist clever. Mal sehen, wie lange es dauert, bis das Wasser gefroren ist. Lass mich raten, jetzt? Mach mal auf. Jawohl. Jetzt ist er gefroren. Okay. Gut, und für die Umwelt mache ich die Minibar wieder zu. Sehr gut. So. Ein veganes Buffet, wird im Chat gesagt. Ups, ach, ich bin ein Depp, ey. So. Ja, das Buffet ist ja beim Schweinchen. Das Schwein ist ja nicht vegan. Da war eh nur solche Grütze drin, ne? Oh, achso. Kannst du noch einen nehmen? Ich nehme einen mit. Okay. Kammliger Schleim, widerlicher Fraß.
Wie können wir hier Vögel reinlocken? Ja, du hast da die Körner probiert, ne? Schlafmittel mit irgendwas? Das lässt sie. Körner das irgendwie. Gut, die beiden. Das lässt. Fütter mal das Schwein mit den Gute Körnern. Die beiden. Das lässt. Vielleicht wird ihm schlecht und dann. Gute. Weiß ich nicht. Die beiden. Das lässt. Das hilft. Okay. Das Schwein ist komplett überdreht. Es beißt mir noch. Schlafmittel für Schwein. Mann! Ist überdreht. Vor allem das Schwein ist überdreht. Hängt er an dem Drehspiel. Es ist schon. So, Gute Idee. Nein, so. Das Schwein ist komplett. Das Schwein ist. Okay, aber es hat gute Idee gesagt, dass du die Samen mit den Schlafmitteln kombinieren wolltest. Vielleicht musst du ja doch noch was machen. Als ich was kombinieren wollte? Nee, die Samen mit dem Schlafmittel. Das lässt sich. Ja? Das hilft mir. Wo hat er denn dann gerade. Aber so nicht. Okay. Die beiden Sachen? In den leeren Becher vielleicht? Moment. Er sagt hier gute Idee, aber so nicht. Gute Idee, aber so nicht. Die beiden Sachen? Er sagt das nur da. Das lässt sich. Das hilft. Gute Idee. Doch, das gehört deswegen, weißt du, es gehört mit zu dem Ding hier. Ah, ja. Das gehört was ist denn das? Das ist eine gute Frage, ne? Das Kondom, wir haben das Eis. Wir haben eigentlich alles, oder? Nee, wir haben ja noch, wir haben, glaube ich, alles, ja. Wir machen das gerade mal. Poolwasser brauchen wir. Nee, nicht Poolwasser, nochmal Brunnenwasser. Ja. Ein letztes Wasser brauchen wir noch. Oh, es ist schon wieder. Es ist schon geschmolzen. Ja, aber ist egal, komm. Gehen wir schnell mal hoch. Hab ihn Moment. Hattest du nicht noch gerade ein Glas extra? Ja, hatte ich, oder? Hatte ich halt wirklich. Jetzt machen wir es ganz anders. Mal sehen. Du holst erstmal Wasser und gehst dann hier hin, um es zu mischen. Da ist doch irgendwas gerade schiefgelaufen, oder? Ja. Das ist die Logik. Die will nicht so richtig mit uns. Nee. Das ist dem Logik. Becher. Ich nehme ein. Hab ihn gefüllt. Eis, gelb, grün, weiß, Wodka, Kondom. Ich denke auch, wir haben alles. Jo. Brauchen wir dafür ein Glas? Oh. Nee, schon. Das sollte man annehmen, aber vielleicht. Aber du hast ja dann den Bauplan. Das gehört bestimmt dazu. Bestimmt ein Glas müsste es eigentlich. So. Das ist das Kondom. Das ist das Eis. Das ist die mysteriöse gelbe Flüssigkeit. Das ist die Flüssigkeit. Giftige grüne Flüssigkeit. Das ist einfach nur Wasser. Und das ist das einzig wahre Alkohol. Das lässt sich nicht kombinieren. What? Ey, ficke dich! Ist das Wasser vielleicht falsch? Nein. Hä? Ein ordentlicher Cocktail muss von sich aus leuchten. Wunderbar. Ein wirklich? Wie aus dem Lehrbuch. Aber warum dann? Warum ist es denn weiß und nicht? Drin ist, ja? Und du lässt auch niemanden davon trinken? Natürlich nicht. Aber wenn Becky. Nein. Ist ja gut. Sie wird es trinken. Das ist das zweite Mal, dass wir ihr irgendwas ganz Schlimmes einverleiben und wir werden ihre Karriere ein zweites Mal ruinieren. Okay, und ich schäme mich nicht. Im Sinne der Logik, ja, dass du das ein bisschen so für den Kick radioaktiv machst. Warum ist die Farbe dann nicht einfach blau von dem Knicklicht, das einzige, oder die Farbe lila, irgendwie ja, sowas, ne? Hätte man eine andere Farbe nehmen können, stimmt. Aber es lief ja, weil ich ja so wahnsinnig klug bin, dass damit konnte ja keiner rechnen, dass ich so. Nee, hätte man nicht. Du musst sie ihm geben, damit er es mixen kann. Mit diesem furchtbaren. Ich glaube, man muss sie einfach nur geben. Ich habe hier einen selfie-tauglichen Cocktail für dich. Supi! Moment!
Von dir nehme ich keine Drinks mehr. Den hat der Barkeeper gemischt. Okay, dann ist ja gut. Aber trink besser nicht so viel davon. Der ist nur für frische Selfies. Ich kann sogar am Strohhalm saugen, ohne zu schlucken. Ich warne dich. Was denn? Dann kann ich einen Punkt mehr bei Gulp geben. So, das Letzte ist das Essen, was sie möchte. Ne? Und das hatten wir ja schon. Ich will. Ja. Also das vegane Essen für den letzten Punkt. Es muss mit dem Schwein zu tun haben oder zumindest mit dem. Das ist ja die einzige Essens-Area hier. Wir gehen zur Essens-Area. Ja. Warte mal, die Kabel, die da sind. Schlonziger Ranz. Wir müssen übrigens noch. Wenn man da reinbeißt, muss man. Wir müssen nochmal Hashtag ranziger Schlons. Denkt dran, es gibt einmal Larry für die Switch für die zu gewinnen, Switch. Wenn ihr uns in einer vermutlich kompromittierenden Situation, vielleicht habe ich den Penis von Gregor in der Hand, vielleicht ist es aber auch eine Gurke und es sieht, das wäre lustig, so aller. Penis ist eine Gurke? Nein, ich meine wie Austin Powers, so diese Gags halt. Du denkst, das ist aber eigentlich ist der Simon nur eine Gurke im Vordergrund und im Hintergrund macht der Gregor, streckt sich den Rücken. Ist es nicht Austin Powers Gag mit der. Ach nee, das war eine alte griechische Sexkomödie, also, ich denke. ja, also ihr könnt auf jeden Fall, wichtig ist, dass ihr. So, ne? Dann schau. Ich mach mal den Ventilator aus. Das sagt der Chat. Ich weiß zwar nicht genau, was das jetzt eigentlich für ein. Ist ja egal, ne? Ist eigentlich egal. Komm. Ja, und der. Der ist ja schon aus eigentlich. Also dadurch, dass du die Luft hier rausziehst, geht vielleicht der Grill immer wieder aus? Ich weiß es ja nicht, ne? Ich muss zugeben, da habe ich noch gar nicht dran gedacht, dass potenziell ja vielleicht das wirklich so ist, dass die. Oh. Wir gucken mal. Wir machen den Ventilator. Es kann ja sein, du brätst zuerst das Schwein, dann machst du aber den Ventilator, damit der Schweinegeruch losgeht und die Leute dann kommen und dann weg sind. Ja, aber welche Leute? Ja, vielleicht der Pianist. Aber ich will doch nur die Troller eigentlich. Der Typ am Pool, weil dann kannst du ihm die Münze aus dem Topf nehmen, wenn er das leckere Schwein riecht. Also, es sind gute Ideen. Ich will nicht sagen, dass das nicht blöd ist. Es ist halt Adventure-Logik, die funktionieren kann. Ich denke 12 mal um die Ecke. Aber das Ding dreht sich ja trotzdem nicht. Die Schweine-Geschichte hier. So. Plus. Das Schwein wird gebraten. Ist mir doch ganz egal, was Peter sagt. Die Sau muss jetzt leiden. Sie wollte es so, sie hat danach gefragt. So. Brate, du Schwein. Ich und meine, die Sau dreht sich im TV. Nee, sie dreht sich nicht. Doch, nein. Das hat so nichts. Muss das Schwein abnehmen erstmal. Die Klimaanlage mal auf heiß stellen? Nee, das war ja nicht heiß. Das waren ja nur 3 Stufen, Wertechat. Nee, das hatten wir schon. Das Schwein ist komplett überdreht. Das hattest du auch im braunen Wasser. Das Buffet scheint mir ein guter Nährboden für den Samen zu sein. Hä? Okay. Aber da ist doch Fisch drin. Was? Das sprießt ja nicht sonst was. Oh nein. Was? Wirklich? Oh, ist das blöd. Also was? Hätte ich jetzt nicht dran gedacht. Eine Salatbar. Ja, da hast du dein veganes Essen. Das sieht zwar einladend aus, aber ich verzichte. Sag es der Influencerin. In the Salatbar. So, okay, wir haben die. Völlig bescheuert, aber jetzt haben wir den dritten Punkt von Becky. Mhm. Hey! Ah, jetzt müssen wir. Du hast recht. Du hast absolut recht, Gregor. Nur, es ging nicht um Schwein. Ah, es wirklich? Ging. Ja, oder? Den Geruch von Salat, weil er so stark duftet. Ja, naja, ne? Wer weiß das schon, was die sich dabei gedacht haben, welchen Salat sich die Entwickler vorher reingepfiffen haben. Salat raucht man doch, oder? So. Kann man, wenn man will. Kann man, kannst alles rauchen, wenn du willst. So, und? Jawohl. Das ist mal eine Drehkraft. Ach, der Ventilator was? Nee, es hat nichts gebracht. Das andere ist die Klimaanlage. Das hübsche Grünzeug ist schon genau richtig hier. Aber der Chat sagt zum Beispiel, wir sollten das Schwein wegkriegen. Aber naja, das ist ja nun mal nicht so, als ob das. Sie sagen den Hinweis: drück mal die Leertaste im Stromkasten. Das Moment, da muss ich jetzt aber mal gerade. Dann schauen wir mal. Okay, ja, alle einzelnen Punkte und die.
Paneele an der Seite, aber die hatten wir ja schon geguckt, ne? Up, down. Pusten, könnte man das vielleicht das Schwein kombinieren mit irgendeinem anderen, hier mit dem Up-Down oder mit der Geschwindigkeits oder so? Warte mal. Ist hier irgendwo. Nee, ne? Das ist, geht immer nur daran. Ja, die haben wir ja schon alle geklickt. Weißt du, ich dachte, vielleicht kann man es gegenleiten und irgendwie was anderes statt der Hitze. Ja, einfach hier die Geschwindigkeit oder so. Die Leitungen sind da fest, okay. Die kannst du also nicht ziehen. Den bekomme ich nicht raus, der ist festgeschraubt. Hä? Okay. Ja, klar, ist ja ein Bild. Den bekomme ich nicht raus, der ist festgeschraubt. Ich will doch nur gucken, was du dazu zu sagen hast. Was? Moment, das okay, muss ich jetzt wirklich? Nochmal raus. Okay. Ach, weil da keine Schrauben sind, oder was? What the? Okay. Boah, Leute, ey, das ist doch nicht euer Ernst, oder? Dann tausch mal die beiden, die keine Schrauben haben. Ich hätte eigentlich normalerweise nach dem zweiten Mal nicht noch das dritte angeklickt, aber ich dachte. Nee. Das ist der Stecker vom Grill. Man ist ja so verzweifelt. Das ist der Stecker vom. Ja, und jetzt? Das ist ja interessant, okay. Aber jetzt weiß ich immer noch nicht, was ich da bin. Kannst du den, wenn die Lauter und den Grill tauschen? Das ist das Einzige, was mir einfällt. Das gibt's doch nicht. Das ist tatsächlich, das ist es, oder? Ja, scheinbar ist egal, okay. Das kann's doch nicht sein. Dass beide da drauf sind jetzt? Okay. Was? Ach so, okay, dann mach mal. Beide auf Minus, ne? Aber das ist ja Quatsch, das ist ja nur das Panel, was du tauscht und nicht das, was dahinter ist. Flieg in die Freiheit, du Schwein. Ich kann nicht mehr. Ist das eine Art, dich ums Tierwohl zu kümmern? Ich kann nicht mehr. Draußen ist der Dschungel, es landet sicher weich. Ich kann nicht mehr. Das Meer ist auch in diese Richtung. Das Meer ist auch in die... Können Schweine eigentlich schwimmen? Aber es war lustig, ich mag die Animation, dieses Brrrr. Naja, es hat sich auch kein, nicht lange Anlauf, blub, weg. Nee, genau, gar nicht so, wie, sondern einfach nur, zack und weg. Okay, Jetzt ist das Buffet wirklich vegan, weil es ist oder? Kein Fleisch mehr da. Jetzt will ich aber mal gucken, was sie zu sagen hat. Das Buffet ist jetzt komplett vegan. Yay! Das wird auch Zeit. Ich bin fast verhungert. Du solltest aber kleine Portionen essen. Sowieso. Schon wegen meinem Intervallfasten. Hey. Ich mache auch eine Triggerwarnung davor. Für meine Follower aus der Pflanzen-sind-Lebewesen-Community. Die sind immer so süß empört, wenn ich mich auf einer Wiese fotografiere. Okay, ein Punkt mehr bei Gulp. Also Intervallfasten hat ja wohl überhaupt nichts mit Influencing und so einem bescheuerten Lebensstil zu tun. Das ist voll gesund. Influenzalfasten. Kann auch nichts dafür, dass ich die das jetzt entdecken. Okay. Ja, jetzt können wir unserer Chefin sagen, sie hat jetzt 5 Sterne bei Galb. Das war's, genau. Da wollten wir ja eigentlich. Und dann gibt's wahrscheinlich nochmal Sex. Und dann gibt's wahrscheinlich nochmal Sex. Reicht das auch für $10,000? Ja, eigentlich zählt der Penis der Statue ja auch noch, ne? 32. Oh, der ist mehr so, man denkt ihn sich eher. Aber joa, eigentlich sieht man ihn, oder? Ja, doch schon. Also, ja. Schwierig, aber. Also, ist der erste Kugelstoßer, der auch Speer werfen kann. Er hat keinen. Ich habe ihn so einen Knochen. Gut. So einen kleinen Penisknochen erwartet. Ja, red mal mit ihr. Hey, Bobby! Was gibt's, Larry? Kim und seine Mutter Gulp verfilmen. Das Hotel hat bei Gulp jetzt die verdiente 5-Sterne-Wertung. War gar nicht so schwer. Sehr gut. Auf dich ist Verlass, Larry. Das muss ich zugeben. Nicht nur in der Horizontalen, was? Apropos. Jetzt nicht. Ich muss den Marketingplan überarbeiten. Du kriegst nichts mehr. Mit dieser Wertung eröffnen sich uns neue Chancen. Aber was das Bußgeld angeht... Das kannst du als erledigt betrachten. Ein Glück. Ehrlich gesagt. Ja? Das mit dem Bußgeld habe ich mir in diesem Moment nur ausgedacht. Jetzt gibt's doch ein Busengeld. Warum das denn? Hast du mich etwa ausgenutzt? Wann genau kamst du dir ausgenutzt vor? Beim Sex? Aber, na gut. Einigen wir uns auf Unentschieden. Sag mal, Kip und seine Brüder... Welche Brüder? Seine Brüder. Zwillingsbrüder. Welche Zwillingsbrüder? Die alle hier auf der Insel sind. Die hier auch arbeiten. Ich habe nur Kip angeheuert. Aber er hat Zwillingsbrüder. Hast du ihn schon mal mit einem seiner Brüder in einem Raum gesehen? Vielleicht verarscht Kip euch aber auch. Und er hat wirklich die Brüder. Sie teilen sich ein Gehalt. Das kann natürlich sein. Oh, passiert jetzt was? I knew it!
Zentrale! Ja? Die Hinweise verdichten sich, dass dieser Larry ein Top-Agent der USA ist. Warum? Er muss eine intensive Ausbildung über Kampfstoffe durchlaufen haben. Er war in der Lage, komplexe Chemikalien zu mischen, um das gewünschte Ergebnis zu erreichen. Wahrscheinlich könnte er aus den Zutaten in jeder Küche eine Bombe von ungeheurer Sprengkraft herstellen. In Nordkorea wäre er ein gefragter Mann. Und nicht nur dort. Jan Mai! Ja? Reißen Sie sich zusammen! Ihr Ziel ist Faith! Verlieren Sie das nicht aus den Augen. Wir müssen diesen geheimen Algorithmus finden. Natürlich. Übrigens, haben Sie vielleicht noch alte Kontakte, über die ich Panzerwägen und Flammenwerfer bestellen kann? Da fällt mir aus dem Stand jetzt niemand ein. Warum? Es sind wohl einige Leute nicht so glücklich mit meinem neuen Führungsstil in der Firma. Einige wollen zum Äußersten gehen und einen Betriebsrat gründen. Dieser Abschaum. Ich hasse diese Stadt, Jan Mai. Wenn ich mit Prune fertig bin, werde ich mich freuen, wieder nach Hause zurückkehren zu können. Finden Sie Faiths Algorithmus. Ich finde schön, dass man bei ihr so diese Scham, dass sie so immer so angedeutet wird, als hätte sie einen ordentlichen Busch und dass die Klamotte ist so dünn, so Satin oder so, dass man das so dahinter durchscheint. Wie so ein Relief der Lust. Das Bermuda-Dreieck der Lust. So. Ja. Na, wo man sich drin verliert, da sind schon eine Menge Penisse verloren gegangen. Du hast Sex, plötzlich der Schwanz weg. Und sie sagt, ich war es nicht. Jetzt habe ich hier dein, bist ohne Penis hier hingekommen. Da war schon jemand drin und hat sein Fahrrad gesucht. Na, jetzt habe ich nur die Pornse genannt. Das ist ein sehr alter Witz. Du konntest auch ein Pamphlet holen, kann ich mich erinnern. An dieser, Hab ich schon. Hast du schon? Das können wir jetzt aber nochmal durchlesen. Ach, das war's, okay. Weil da war irgendeine Info, die wir bisher nicht eine so richtig... Eine Infobroschüre. Hier stehen ein paar langweilige Ecken. Naja. Ach, das Archipel, ne? Ziemlich alt zu sein. Irgendwo im Archipel wächst ein seltener Pilz mit einer starken Biolumineszenz, der die Herzfrequenz stark absenkt, wenn man ihn isst. Die Orchideen hier sind wohl alle ziemlich giftig. Das nur eine Art, die eine einzelne blaue Blüte und spitz zulaufende Blätter hat, tötet einen nicht, wenn man... Ich will gar nicht wissen, was... wir haben ja noch die Münze, die letzte Münze, die wir holen können. Können wir dem Typen irgendwas geben von den Items, die wir haben? Ja, der ist ja ein Junkie, also irgendeine Droge. Kann man ihn... Ach, da kann man jetzt auch mit Jan Mai reden. Schöner Hut. Schöner Hut. Gute Luft haben wir. Geht so. Wie lange bist du schon hier? Gerade angekommen. Treffen wir uns nachher am Buffet? Vielleicht. Kann ich dir was zu trinken holen? Ich habe keinen Durst. Bei dir bin ich mit meinem Latein am Ende. Wer auch immer diese mysteriöse Frau ist, sie ist gegen den unvergleichlichen Larry-Charme immun. Ich stehe ja auf mysteriöse Frauen. Tja. Sehr stylisch, aber für meinen Geschmack ein wenig zu verhüllend. Ich wollte kurz was gucken. Wir sind ja hierher gekommen. Hier sind nämlich solche Pilze. Aber das sind Spitz zu. Ja, es kann schon sein, aber man kann sie nicht mal. Man kann sie eh nicht nehmen. Ich weiß gar nicht, ob du wieder zurückkommst. Dafür müsste ich über die Schlucht kommen. Okay, gut zu wissen, dass mein Sohn nicht mehr zurückkommt. Aber was ist denn hier nochmal? Da ist ein G auf der Stele. Kannst du da was draufpacken? Da ist eine Stele. Eine Stele. Was war denn die Stele? Follow the G. Machst du. Gummiente drauf? Geh wie Gummiente? Besser nicht. Okay. Die beiden Sachen funktionieren. Na gut. Das machen wir ein andermal. Kannst du mal was gucken? Da ist nichts mehr drin. Ich dachte, hier gibt es noch eine andere. Da gab es doch letztes Mal eine andere Perspektive, glaube ich. Nee, halt noch da mal nicht. Schauen, wo da man waren wir ja einmal weitergegangen. So, hier könnte man ja theoretisch auch Pilze suchen, ne? Die könnten ja, wenn, dann auch hier sein. Ich glaube fast schon, das ist der. Wir müssen den Moment. Gockel irgendwie kriegen. So, wir machen. Ja, ist ja eigentlich voll klar, oder? Mit der perversen Sex. So Gockel-Sexpuppe. Aber er will nicht. Oh, pack die mal ins. Aha, dachte ich auch gerade, ins Wasser rein. Und dann gockelt er runter. Schade, ich habe echt gedacht, dass das klappt. Eine Stele. Was ist da? Oh, hier, Rinne. Rinne? Das kann ich da nicht einfach so befestigen. Okay, aber das scheint da hinzugehören, oder? Mit der Unterbuchs. Die beiden Sachen funktionieren. Das lässt. Aber das muss da hin, oder? Das kann ich da. Die Rinne ist entweder verbogen oder für schrägen Regen. Die biege ich nicht wieder gerade. Ja, du könntest die an irgendwas aufhängen. Na, no? Bestimmt. Die Rinne ist entweder verbogen. Das ist ja wie so ein Haken. Kannst du also mit der Ente noch irgendwas benutzen?
Also müssen wir noch mal checken, ob wir noch irgendwelche Items mitnehmen können. Das hilft mir nicht. Gute Idee, aber so nicht. Ah. Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Okay, nee. Das lässt... Kann es sein, dass gute Idee, aber so nicht auch einfach ein Nein ist und kein Du bist auf der richtigen Spur? Ja, aber letztes Mal hat's funktioniert. Nein. Aber gute, ja, du hast recht. Nee, aber auch hier, das ist hier Quatsch. So nicht, ja, stimmt schon. Ja, dann weiß ich jetzt auch nicht mehr so genau. Was ist hier? Dieser Haken ist noch nicht mal. Und der Haken ist noch nicht mal was, ne? Dann Barmann entweder was geben können oder. Ja, komm ich. Ein natürlicher Jacuzzi. Puh, eher ein natürlicher Kochtopf. Da können wir was reinwerfen zum Kochen. Popcorn? Nein, haben wir gar nicht. Na gut, okay, wir haben scheinbar wirklich gar nichts zum Kochen. Die Eier hier würde ich gerne, die Yoshi-Eier, aber gut. Sind bestimmt lecker. Jemand hat gerade eine gute Idee geschrieben, dem Barmann den Wodka geben, aber ist der nicht, glaube ich, leer? Das ist keine gute Idee. Ey, nicht... Nicht für ihn. Ich gehe. Wir sind alle... Pfoten weg, das ist... Was geht sonst? Haben wir was sonst noch? Ich weiß, ich habe schon gemacht. Ich will trotzdem nochmal... Die beiden Sachen? Nee, okay. Schloss haben wir auch noch nicht aufgekriegt. Für was könnte denn die Peniskappe da sein? Ja, ich glaube, das ist später unten an dieser Event-Location. Haben wir die Höhle sein soll. Die Aktivistin. Hat sich da jetzt was verändert? Das ist übrigens hier Guybrush, oder? Ja. Der hier. Die Bride of Frankenstein daneben, oder? Ja, aber irgendwie, also sie sind bestimmt aus irgendwelchen Sachen entnommen. Ich weiß noch gerade nicht genau, aber das sieht aus wie Guybrush. Okay, Entschuldigung, hattest du was gesagt, was anderes? Die oder? Aktivistin gegebenenfalls. Da hat sich bei der was verändert. Ja, die habe ich ganz vergessen, die Umweltaktivistin, ja klar. So, wir gucken hier nochmal, was alles rumliegt. Ah, Moment, vielleicht ist das ja auch nehmbar. Ich nicht. Ich weiß auch. Das wirkt oft anders. Eine Welt. Auch eine die Weltflagge. Auch das unpatriotisch. Das Sixpack-Ding da, das ist auch. Ach, damit kann ich mir vielleicht ein paar Delfine fangen. Also. Willst du die fachgerecht entsorgen? Danke. Aber achte darauf, sie in einen schließbaren Müllbehälter zu stecken. Ansonsten verfangen sich irgendwelche armen Tiere darin. Mach das mal in die heiße Quelle. Oder bei dem Ölfeld. Dass sich da ein paar Vögel drin fangen. Oder der Chat sagt, damit das Huhn aufhängen. Vielleicht ist es ja tatsächlich die. Kannst du das Huhn da durchquetschen? Falls sich so Tiere da immer verfangen, ja, okay. Weil dann denkt auch der Gockel, ja, ist ja wieder nur ein Tier, was sich verfangen hat. Und dann vergewaltigt er dieses Gummiente? Oh nein. Ja, mal, es ist wirklich so. Und jetzt hängt das an den Haken. Perfekt hinein. Schau mal, hier siehst du, wie im Vordergrund die Schlange. Partner darin. Mhm. Will ich noch nicht zum Schlangenmeter dazu zählen. Ich hänge das mal dahin. Okay, es ist das. Gehen wir aus dem Bild raus. Dann gehen wir weit weg. Aus dem Bild raus und wieder rein. Die kommst wieder zurück und dann. Nee. Oh Gott. Gaga. Oh Gott. Ja, jetzt müsste der Hals so lang werden. Nein. Oh nein. Er ist halt wirklich dumm, ne? Freien einfach. Und er hat gesagt, er hat sich sein... Hast du das gesehen? Hat sich seinem Schicksal ergeben. Ist voll auf das wollüstige Quietsche-Entchen reingefallen. Gobble, gobble. Hat alles um vergessen und sich blind auf es gestürzt. Was für ein Hahn. Dir würde sowas nie passieren. Natürlich nicht. Jetzt müsste sich Larry eigentlich auch da drin verfangen. Ne? Ja, jetzt schnitt. Pai, da ist was passiert. Ach ja. Was machen wir mit dem Goggle jetzt? In das Öl werfen. Er hat sogar eine Satteltasche. Walla walla bing bang, du hast recht. Walla walla bing bang. So. Dang. Jetzt machen wir das. Da machen wir das jetzt hier. Oh, ist aber fies. Ist schon ein bisschen, aber dem Hahn ist alles egal. Hahn im Korb.
So. Denk immer dran, Vogel. Du tust das für einen guten Zweck. Also deinen? Sag ich doch. Mega fies. Ein Hahn im Ölfeld. Der, ist immer krank. Denn es ist Sommer. Und das und da gibt's einen Schlank. Gestank. Oder so. Ja, irgendwie sowas. Ja, hier mit ihr. Nein! Nein, die, genau, die diese Dame. Leute interessieren sich ja nicht wirklich für die Umwelt, sondern die faken das nur. Wir gehen zu den echten Menschen. Die trägt keine Socken, deshalb ist dir das auch ernst mit der Umwelt. Moment. Umweltverschmutzung. Was? Ein armer Vogel ist beim Hotel in einen Ölteppich geraten. Was? Dann muss ich mich sofort darum kümmern. Ja. Du fasst dir aber nichts an, während ich weg bin, alles. Ja? Alles. Natürlich nicht. Ich will ja nicht aus Versehen die Umwelt verschmutzen. So, jetzt lassen wir den Kran zu Wasser. Fass alles an. Nimm mit alles mit. Lieber nicht. Kannst du das Handy mitnehmen? Nimm irgendwas, geht nicht leider. Das wirkt oft. Dann die, ja. Spinnt geht auch nicht auf, oder was? Sauber. Ihr seid die Knöppis. Dann wollen wir mal. Ah, jetzt kannst du fahren auf den Inseln oder so damit, ne? Das Floß wieder. Jetzt komme ich bestimmt zu diesem Strand, Pi, ja. Können wir aufbrechen? Das Floß ist noch nicht wieder fahrtüchtig. Ach, komm. Das Segel hat es nicht überlebt. Wir brauchen einen neuen Antrieb. Die See ist hier sehr tückisch, daher brauchen wir so etwas wie einen Außenbordmotor. Wir wissen immer noch nicht, wo Faith ist. Das sollten wir erst herausfinden. Ich kümmere mich darum. Segel, Motor, Faith. Gibt's da wieder einen Barplan für? Nein, ne? Nee. Okay, Erst mal gucken, was hier noch so Floating. Das Floß, das ja, 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 ja. Also, was können wir hier sonst noch also machen? Also, Segel könnte man mal. Das hier wäre eigentlich ein gutes Segel. Ja. Brauche ich nicht. Das wird Mann, ey, kannst das ist so dämlich. Kannst du es abschneiden oder sowas? Hast du irgendwas zum Säbeln? Das ist gut. Nee. Okay, also die Aktivistin ist da. Wir brauchen noch die Münze von dem Typen. Da steht, wirf ein Geldstück rein und wünsch dir was. Schlüssel und Spind. Welcher Spind Nein. denn, werter Chat? Am Ende kippt sie noch um. Hübsche Palme. Nein. Segel, mach mal deinen Segelblick. Der Segelblick. Da drehen sich die Augen, als ob da eine Böe dir durch den Schädel Ab geht. Ab jetzt? Nicht, einfach mach, fixiere deine Augen auf Segel-ähnliche Geschichten. Vielleicht kannst du mit dir hier neue Diskussionen haben. Hey, sag mal, hast du hiermit was zu tun? Ja. Nein. Ich habe ein Video aufgenommen, ganz ehrlich. Sehe ich aus, als hätte ich einen Vogel? Ehrlich gesagt, ja. Wie geht's dem Vogel? Wie soll's dem schon gehen? Er steckt im Öl. Bei 90 Grad bekommt man das wieder raus. Hast du vielleicht irgendwo eine hübsche Blondine gesehen? Ich versuche, Menschen so gut wie möglich aus dem Weg zu gehen. Gerade die... Sie heißt Faith. Nein. Ich lass dich mal in Ruhe rumvögeln. Ja, okay. Also stimmt, wir brauchen gar kein Segel. Jemand im Chat sagt, wir brauchen ja eher sowas wie einen Motor. Stimmt, wir brauchen einen anderen Antrieb. Aber es hieß ja diesen Motor, Grill hier zum Beispiel. Motor und Segel. Das hier ist doch ein geiler. Das ist ein geiler Motor, ja. Aber der braucht Strom, das wird nicht klappen. Können wir, wie würden wir den denn aber abbekommen? Ich habe keine Ahnung. Ja, man kann ihn gar nicht... Geht das im... Normalerweise können wir würde ich sagen, so schnell drehen, dass er abfällt. Aber wir haben ja schon die volle Geschwindigkeit, ne? Ja, und wir brauchen ja auch den Strom dazu. Also das wird ja nicht klappen. Der Typ ist Stand-Up-Comedian, ne? Der am Piano sitzt. Vielleicht kann er dann die Hallen hier wieder füllen, wenn wir ihn dazu bringen, Stand-Up-Routine zu machen. Und er hat's gerne kühl. Deshalb haben also wir Also machen wir es. Dann schauen wir mal. Warm. Ah, jetzt haben wir doch beides zusammengeschaltet. Mach mal hier auf kalt. Er mag's doch kühl, ne? Jetzt ist doch alles eins. Ja, ach nee, das nee, ist nee, das hier ist das Ding. Doch, du hast recht, da. Du hast recht. Okay, kalt oder warm? Wir hatten es vorhin auf kalt, ne? Lass mal auf warm machen. Moment, das muss auf minus. Das muss auf plus. Also, weil kühl hatten wir ja, denke ich. Das war ja das Erste.
Wenn es ihm warm ist, braucht er auch den Ventilator nicht mehr. Das meine ich, dann geht er von dem Ding weg, oder? Ja, ja, guck mal, jetzt ist es warm. Auf jeden Fall nicht dasselbe wie eben. Hm, okay, passiert erstmal auch nichts. Ah! Oh! Das ist auf jeden Fall neu. Für einen fetten Mann schwitzt du gar nicht so stark. Bei der Bullenhitze hier schon. Für einen fetten Mann schwitzt du gar nicht so stark. Reguliert. Da muss ich mir halt selbst helfen. Aber wir kriegen ihn nicht weg. Kannst du versuchen, den zu nehmen? Vielleicht sagt er, nimm den, wenn du die Klimaanlage reparierst. Hey, Finger weg! Den brauche ich hier, sonst gehe ich ein. Ja? Vielleicht, wenn du jetzt die Temperatur umkehrst, bleibt er da stehen. Und dann kannst du mitnehmen. Das kann funktionieren. Das kann funktionieren. Machen wir mal. Nee, Moment. So. War schon richtig, ne? Habt ihr mal versucht, das Schwein mit dem Schlafmittel zu beruhigen? Das Schwein ist schon ein bisschen länger. Das Schwein ist längst durch. Längst dahin. Also jetzt steht er da und jetzt können wir den mitnehmen, 100 Pro. Ja, eine sehr gute Idee. Hast du sehr gut gemacht. Aber wir haben doch keinen Strom, Leute. Diese Klimaanlage macht mich irre. Naja, nimm ihn ruhig. Okay, dann haben wir jetzt einen Motor. Ja, aber nein, weil ich doch keinen Strom habe. Ach, das kriegen wir schon geregelt. Ja gut, okay, Adventure-Logik, aber das ist doch Käse. So, kurz mal ausprobieren, ob das so auch gehen würde. Wieso, geht doch. Und wieder hat Larry Leffer erfolgreich improvisiert. Der perfekte Antrieb für mein Floß. Ja, aber siehst du nicht. Wir wissen. Ich kümmere mich. Also, sieht das. Nicht so. Wir finden, wir hier finden raus, Solardinger oder so. Das wäre doch ganz geil eigentlich, ne? Wenn man die dran machen könnte. Ich sagte zu Faith zumindest, ne? Das habe ich schon. Ja. Die ist bestimmt auf irgendeiner der Inseln. Dafür haben wir den Ausguck oben. Wir brauchen also die letzte Münze. Ne? Die müssen das wir irgendwie aus dem Tip-Jar rausbekommen. Was denn jetzt? Ach so. Ja, der ist doch klug. Unser Schein. Zentrale. Ja? Ich habe neue Erkenntnisse über diesen Larry Leffer. Ich höre. Er scheint ein mechanisches Genie zu sein. Aus den einfachsten Mitteln hat er etwas gebaut. Er ist in der Lage, zwei Sachen miteinander zu kombinieren, die eigentlich nicht zusammengehören. Und so erhält er etwas, das er zu einem Zweck einsetzt, für den es nicht einmal gedacht war. Dieser Mann ist unglaublich. Dieser Mann. Das klingt, als wären sie ihm entweder nicht gewachsen oder sie würden ihn bewundern. Blödsinn. Ich würde ihn am liebsten mit meinen eigenen Händen erwürgen und seine Körperteile in einem Reisfeld verscharren. Ja, würgen Sie ihn. Würgen Sie ihn, bis er keine Luft mehr bekommt. In genau dem richtigen Moment. Und wenn er dann nicht mehr kann. Ich habe verstanden. Ja, ja, wir haben es verstanden. So. Ah, du meintest den Ventilator, also jetzt nochmal hier heiß machen. Ach so, muss das sein? Nö, aber hast du das nicht gesagt? Nicht, dass ich kann. Vielleicht okay, okay. Gesagt, lass ihn mal probieren. Mach weil mal, dann, jetzt wir. Hat er ja den Ventilator nicht mehr. Ach, da, dass er wieder rausgeht und dann vielleicht. Du wolltest doch irgendwie diese Comedy-Routine. Ja, genau. Ja, kann sein, dass er dann sagt, jetzt reicht's mir aber. Der Arme, der müsste sich wie in einem Wechseljahr anfühlen hier. Nee, er will nicht weg. Okay. Ich muss weg. Also der Barmann an das dem Hawaii-Hemd Pool. Hawaii Hemd schreit um. Na gut, okay. Wir haben hier noch was zu tun. Wir brauchen die fucking Münze. Wir brauchen die Münze und hier ist immer noch sie. Ach ja, mit dir haben wir, so haben wir mit ihr irgendwas gemacht bisher, außer weiß geredet? Ich glaub nicht. Das, ach, ja. Man kann ja auch mit dir reden, stimmt. Ich mag mein Floß. Das hast du toll gemacht, Larry. Hast du mich gerade das erste Mal überhaupt richtig gelobt? Das mache ich doch dauernd. Mit sarkastischem Unterton. Aber das stimmt doch überhaupt nicht. Ach, hör auf. Hör doch auf. Wie? Ja. Bobby ist nett, oder? Weil sie nicht lange rumeiert, sondern direkt Sex mit Oh, wir haben die gleiche Definition von nett. Ach, warte mal hier. Hör mal. Dieser Typ hier, hat der nicht gesagt, er hat seit wie vielen Tagen nicht geschlafen oder war das der andere Dude? Welcher von denen war das? Der sieht ein bisschen. Ja, ist einer von beiden. Ich kann dir Schlaftabletten geben.
oder? Haben wir die noch? Ja. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir die eigentlich her haben. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, von Face-Zimmer. So. Ja. Ja. Jedenfalls, ich guck mal. Aber, das würde ihm ja, siehst du, ja. Aber eher nicht. Vielleicht kann ich ihm das irgendwie reinmixen oder so. In seinen. Das hilft mir nicht. Nee, wäre auch komisch. Okay. Ja, cool. Da muss ich doch nie. Ins, du hast noch ein Glas Wasser. Kannst du die da reinpacken jetzt? Ein Becher Wasser? Hm. Die beiden Sachen funktionieren. Nee, das wäre auch. Vielleicht eher. Ich weiß jetzt nicht mehr, welcher von denen das war, aber irgendeiner. Gibst du mal einem von dem. Das würde ihm nicht gefallen. Vor allen Dingen, wenn ich einen zum Pennen kriege, ich meine, dann schlafen ja. Ja, du hast absolut recht. Das ist dasselbe. Ich raff's nicht. Ich probiere es noch einmal oben, dann gebe ich dieses Rätsel auf. Und du hast noch den einen in der Toilette, natürlich, ne? Stimmt. Stimmt, der ist ja auch noch da. Vielleicht gibt's da noch einen Glory Hole, für wo den brauche ich. Habe ich gefühlt, diesen Toilettenschlüssel brauche ich dafür oder so. Nee, den hast du ja schon benutzt, um die andere Tür zu öffnen. Der hat ja da keinen Schlüssel, sondern der hat so ein Ding von innen, womit er zugemacht hat. Das ist schön. Aber ich brauche es nicht. Okay, das war der gechillte. Ah. Okay, der Chat sagt, wie wär's mit Kaffee? Ach, weil der Typ so ein Kaffee-Fan ist, ne? War der Kaffee-Fan? Ich habe mir so viele Kaffees reingeballert. Genau, ich habe so viel Kaffee getrunken, ich habe 4 Tage nicht geschlafen. Und natürlich Mischkoffein mit Schlafmittel. Ergibt das nicht plus minus null dann? Weiß ich ja auch nicht. Im Grunde, genau. Du brauchst noch einen Becher. Einen neuen Becher. Ich nehme an. Das Einzige, was wir nicht geholt haben, ist Kaffee. Stimmt. Nein, mir ist gerade nicht nach einem Becher Kaffee. Dann nicht? Stimmt, das haben wir nämlich auch schon mal probiert. Ja. Nein. Nee. Und wenn ich die Schlaftablette in den Kaffee? Nee, ey. So rum? Okay, das wird die Wirkung des Kaffees umkehren. Aber es ist doch egal, ob ich den dann in der... Nein, mir ist gerade nicht nach... Kannst du ihm sagen, er sollte sich jetzt Kaffee holen? Ich habe frischen Kaffee aufgesetzt. Ja? Kannst du die Klimaanlage einstellen? Würde ich ja, aber irgendwas an der Steuerungselektronik... Kannst du das nicht... Sehe ich aus wie jemand, den man in die Nähe einer Stromleitung lässt? Das Argument überzeugt mich. Dann der Typ an der Bar. Vielleicht kommen jetzt eine neue Dialogoption. Ist eh die Frage, wie das jetzt gleich der... Ach, shit, das ist... Oh, ey, Leute. Übrigens, was du wissen solltest. Der Kaffee geht wieder. Übrigens, ich bin nicht verrückt. Okay. Dann... Übrigens, nur weil du sie nicht sehen kannst, heißt das nicht, dass sie nicht hinter dir her wären. Was? Bist du eher gesund? Eins von denen muss auch zum Kaffee führen. Willst du dich mit mir prügeln? Na, du willst... Der Typ gestern hat sofort... Hatte sich überhaupt nicht... Bist du auch so... Ich mag den Atlantik lieber, aber deswegen verprügle ich dich jetzt nicht. Ganz also, schlecht ist er nicht. Warum bist du eigentlich so nervös? Ich bin nicht nervös. Mir sind die Augen geöffnet worden. Bei diesem Festival war so ein Typ, der hat mir einen Flyer über Chemtrails. Vielleicht stecken sogar die Echsenmenschen dahinter. Okay. Jedenfalls muss man wachsam bleiben. Ich trinke jedenfalls so viel Kaffee wie möglich. Der vom Buffet drüben knallt richtig rein. Ich habe seit 4 Tagen nicht geschlafen. Merkt man überhaupt nicht. Ja, aber... Ich gehe. Wir sind alle gar nicht richtig... Oder du hast ihn jetzt reingetan, du musst irgendwo rausgehen und er geht sich von alleine bedienen, während du weg bist, zwischendurch? Weiß ich auch nicht. Ich glaube, dass wir mit Jan May noch später Schöne richtig... das wird unsere Geliebte werden am Ende. Ja. Die findet uns nämlich richtig... Jan May. Was macht... Heute kann ich dich bei dir nicht mit... Wer auch immer... Sie ist gegen... Ich stehe. Pi? Ja? Hut und Sonnenbrille. Diese Frau mit dem Hut und der Sonnenbrille ist irgendwie eigen. Reagieren nicht viele Frauen exakt so auf dich? Ja, die sind alle eigen. Und du nicht? Ich bin nur eigen, wenn man mich nicht so gut kennt. Du bist aber danach immer noch eigen. Ohoho, jetzt wird das Stück Technik auf einmal kritisch. Pi? Ja? Der Chat sagt, er hat eine Tasse in der Hand gehabt. Hat er das? Können wir ihm die Tasse abnehmen? An der Bar, oder was? Ja. Da gehe ich gleich nochmal hin. Hast du dieser Gründungslegende verstanden, was Bobby erzählt hat? Natürlich. Was war da nicht zu verstehen? Das war so viel Information. Und das ist schon so lange her. Keine Angst, Larry. Ich passe für dich auf. Ach, Pi. Ich hatte zumindest gehofft, dass du mir jetzt was erklärst. Ja.
Mhm. Wenn du trinken könntest, was wäre dein Lieblingscocktail? Larry, das ist ungefähr so, als würde ich dich fragen, wie eine Frau beschaffen sein muss, mit der du nicht schlafen willst. Oh, das ist ganz leicht. Wenn sie... Du solltest jetzt nicht weiterreden. Sogar war das doppelte Verneinung, oder? Egal. Der Typ ist immer noch da. Warte mal, war das hier L-Love? Die Büste? Meinst du? Ja, könnte sein. Die Glatze ist auch wieder da. Das könnte tatsächlich L-Love sein. So. Kommt der Typ auf dem Klo nicht heraus, nachdem der Gockel weg ist? Aber, ja, weiß ich auch nicht. Hat der Angst vor dem Gockel? War das die Angst vor dem Gockel? Ich glaube, der hatte Angst vor dem Leben. Allgemein. Ist ja auch nicht, wie wir da... Besser nicht. Die beiden Sachen... Nein, mir ist... Der Kaffee riecht's. Im Moment brauche ich... Macht mich wahnsinnig. Okay, nee, wir haben ja schon das mit der Klimaanlage gemacht. Also sie war ja nicht dafür, den Duft irgendwie... Also er... Oh! Er schläft? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass er nicht ganz da ist. Nee, okay, dann ist er von jetzt alleine. Mal. Ja! Ach, Alter, das härteste Rätsel ein im Spiel. Ein Viertel Dollar. Immerhin. So, jetzt finden wir raus, wo Faith ist. Geil. Eine Sache, die ich heute zumindest, wo ich gerne hinkommen würde, egal ob wir es schaffen oder nicht schaffen, ich will deine Rolle sehen im Spiel. Das würde ich auch gerne. Ich habe es ja nie, bisher nie gesehen. Das habe ich wirklich gesagt? Da muss man Münzen ein. Dann werfe ich mal. Werfen Sie noch eine Münze ein. Noch eine? Ich spiele nun Ihre persönliche Glücksmelodie. So, komm. Nein, ich bleibe... Alter, nutze das Teleskop. So, wo ist sie? Gotta have faith. Wo soll ich hinblicken für dich? Blick mal zum Darth Vader, mal sehen, was du sagst. Erstmal. Das muss dieses galaktische Festival gewesen sein. Eine Lulu-Tasche, ja, Glowy-Sticks, eine Actionfigur. Das ist wirklich, du erkennst diese Actionfigur, ne? Hier hängt eine Socke noch auf dem Zaun. Hier steckt eine Pickaxe drin. Ist das okay. Dr. Zoidberg? Nein. Ich weiß nicht, was das für ein Tier war, aber es muss ziemlich groß gewesen sein. Dann gehen wir die Sachen mal ab. Da ist doch ein Boot. Aha. Da ist doch... Die Insel sieht... Das ist Gofuku Island. Gofuku! Gofuku! Die Insel sieht irgendwie groß. Da ist aber ein dicker Dschungel. Ob der Ring unter Wasser zusammenläuft? Das Boot hier? Leistung, genau diese kleine Insel getroffen zu haben. Die Boje, die rote? Wer hätte das gedacht? Dort ist Wasser! Keine Ahnung, was die Boje markiert. Aber so weit schwimme ich sowieso nicht raus. Okay, beim das Schiff bekommt man nicht wieder seetüchtig. Da wohnt sie. Da ist eine Badewacht. Kannst du hier noch rumzoomen? Nein. Eine Hütte. Nein. Nee, da ist nichts weiter interessant. Beim Bikini. Dazu würde ich gerne die Frau sehen. Oder den Mann. Hm. Eine Hütte. Sie ist eine bestimmt Hütte. Das, ohne Scheiß. Sie ist hier so eine Rettungsschwimmer-Geschichte. Und diese. Ist eindeutig kleine, zierliche Füße. Da bin ich sicher. Und da ist ein Abdruck von einem runden Objekt. Irgendwie kommt mir das bekannt von einem? Nein. Wie von einem runden Objekt? Ja, wenn sie sich hingelegt hat, dann müsste eigentlich zwei Abdrücke sein. Ja, aber ich glaube, die meint das hier. Das, ja. Dieses Herz. Ist das ein Herz? Naja, wir werden es nicht Was erfahren. Sind diese Hütten im Dschungel? Das gehört ja auch dazu bestimmt, die Eiswürfel. Da ist eine Lichtung im Dschungel. Nein. Diese Plane stammt doch eindeutig aus dem Hotel. Das ist wirklich äußerst. Ich sollte Bobby danach fragen. Dann sagt uns Bobby vielleicht, wo sie ist. Das ist o. Ah! Ich hoffe, das bedeutet nicht, weil wir nicht gesaved haben. Bis jetzt. Wenn ich jetzt sterbe hier, werde ich aber ganz schön wütend. Ah, okay. Ah, ja, der alte Assemble-Gag. Der neue Larry muss wieder bauen. Larry, Assemble! Save trotzdem ab, gleich. Okay, gut. Okay, puf. Da Alter. Dachte ich jetzt gerade schon, shit.
Also tippen brauchen wir nicht. Puh. Bobby fragen. Ist das Leben noch so bitter? Dann hilft dir doch der Bobby Flitter. Den kennt auch keiner mehr, ne? Nee, wer ist Bobby Flitter? Der war vom Flitterabend mit Michael Schanze. Ach nee, wirklich Flitterabend? Was war denn das? War so das war so der Herzblatt Vorgänger vom Herzblatt, oder besser gesagt von Traumhochzeit, würde ich sagen, ne? Wo dann Paare zu Michael Schanze gegangen sind und dann saßen sie am Ende auf diesem komischen Gefährt, wo sie immer einer höher gegangen sind, wenn der Mann die Frau und die Frau den Mann besser kannten, ne? Ja. Und dann die verloren haben, mussten sich scheiden lassen. Nein, wahrscheinlich nicht, aber. Ja, doch, die wurden geschieden. Die hatten keine Wahl. Das war moderne. Wenn sie da oben hängen, wurden von unten geschieden. Ja, genau. Direkt so, wer ganz unten dann kommt, da ist die Scheidungspapiere schon gewesen. Gut. Bobby. War das nicht bei Traumhochzeit? Vielleicht haben sie es kopiert. Im Dschungel habe ich eine Plane vom Hotel gesehen. Ja, und? Was ist das für ein Ort? Das geht dich nichts an. Und es hat nichts mit deiner Faith zu tun. Die Himmelsleiter beim Flitterabend. So eine Alt aus Ecap. Dort und viel und diese Farbe. Immerhin kann ich glaube, solche Leute. Der das haben wir schon gedrückt. Der und Warum haben Sie den Schlüssel aufgeteilt und versteckt und ihn nicht einfach im Vulkan vernichtet? Es ist eine Legende, Larry. Wahrscheinlich stimmt nur ein kleiner Teil davon. Aber es hilft mir, die Insel anzupreisen. Darf ich einmal kurz umschalten? Ja. Ich muss los. Denn ich mache den Ton mal nicht hier an, aber ich lasse es mal laufen. Moment, das ist der hier? Gut, ein bisschen. Na, das ist es ja wirklich. So da ist es. Na, guck mal, was habe ich gesagt? Die Himmelsleiter. Und sie haben sogar überall Kissen hingelegt, falls mal einer so dumm ist, dass er da runterfällt. Schau es da, dann gehen sie hoch und dann... Ab und zu nachts an den Kühlschrank. So müssten wir eigentlich auch moderieren, finde ich. Ne? Wer geht nachts an den Kühlschrank? Paare Anfang 1990, sieht aber aus wie 1890. Aber dürfen die jetzt noch währenddessen miteinander reden? Na, es geht glaube ich, darum, er stellt ihnen Fragen, ich habe mal den Ton jetzt leise gemacht, ob sie sich untereinander kennen. Was hat ihre Frau gesagt oder was hat der Mann gesagt, was richtig ist? Na? Und wenn die beiden voneinander wissen, was richtig ist, geht das weiter runter? Sie haben ja eben gerade miteinander besprochen. Hat er einen Kummerbund an? Ja, ne? Ja, das waren die Tage, ne? Geil ist das. Schau dir das da an, ne? Also dafür haben deine Eltern GEZ-Gebühren bezahlt in den 90ern. Nicht nur dafür, ja. Guck mal, wie viel Plastik und Schaumstoff da drin ist. Ja, aber echte Kissen. Geil. Und die sind ja wirklich sind sie runtergefallen? Die werden ausgeschüttet. Oh, die werden ja umgekippt. Die Schwester verliebt, also. So, was passiert denn hier? Nee, das ist die sind angeschnallt. Das ist kein Kummerbund, sondern... Das ist also alles das so ist drin. Ja, die können sich ja sonst was brechen dabei. Diese drei Kissen machen doch nichts. Wie die da runterfallen. Heute wäre das anders. Heute wäre das Hartgeld und du knallst dann wie Dagobert Duck so einfach pam. Das wäre dann hier die Sado-Show und da wären Spikes drin, oder? Das ist auch gut. Egal, ich geh wieder zurück. Dieser Michael Schanze, ein Tausendsasser. Ein Tausendsasser. So. Bobby Marley hat leider nicht viel zu sagen, außer dass das uns nicht zu betreffen hat. Das könnte vielleicht auch ein Feature Club sein, der Twitter-Abend dann oder so. Wo dann die besten Tweets in solche in so einem Sessel drin sind. Alter, was hast du denn da hier alles? Ja, das sind irgendwie noch Sachen, ne? Hier ist sogar noch optionaler Zeitvertreib. Hätte ich gern gewusst, was das war. Okay, das haben wir nicht mehr gemacht. Ich habe eine Spur, ich brauche noch mehr Hinweise. Okay, und sie hat jetzt nichts dazu gesagt zu Faith, nee, ne? Sie hat nur gesagt, dass diese Plane nichts damit zu tun hat. Ich nehme an, dass diese Plane mit dieser Legende oder so zu tun hat. Dann müssen wir vielleicht jemand anderem fragen über die Plane. Aber wir haben ja jetzt eine Option mehr, ne? Ich will noch einmal kurz hoch, genau. Einmal kurz hoch und noch mal genauer gucken, was das jetzt eigentlich genau hat. EP. Dann schauen wir mal. Da ist eine Lichtung. Nein. Ein Paddel? Nein. 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 Der Kackhaufen, der daneben steht. Nein. Diese Plane stammt doch... Das ist wirklich äußerst verdächtig. Nein. Nein. Hier ist... Nein. 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 Tja. Ja, der Chat sagt auch, es ist eine Made-Nights-Kopie natürlich, das, was wir hier gesehen haben, mit Flitterabend. Ja, stimmt. Also... Was Faiths Aufenthalt? Weißt du jetzt?
Zuletzt auch gesehen, im Fernsehen, haben sie Nerdquiz nachgemacht. Ganz merkwürdig, habe ich da gesehen. Okay, dann völlig wollen wir weird. Mal sehen. Können wir sicher sein, dass Faith hier auf Kalauer war? Aber nicht ganz so cool. So, können wir sicher sein, dass sie hier war? Okay. Sie hatte ein Zimmer im Hotel. Im Dschungel ihr Höschen. Okay, sie nee, haben wir Zimmer? Aber nicht, oder? Haben wir? Doch, eins von denen stimmt. War doch bestimmt ihr Höschen da. Sie hatte ein Zimmer im Hotel. Wenn sie im Hotel ein Zimmer hatte, wie können wir das beweisen? Kip hat sie gesehen, Bobby hat sie gesehen. Ich habe ihre Sachen im Hotelzimmer gefunden. Ich habe ihre Sachen im Hotelzimmer gefunden. Das waren gut, vielleicht das nicht können ihre. Wir festhalten. Sie war offensichtlich hier im Hotel. Aber wo hat sie sich aufgehalten? Sie war bestimmt nackt baden. An der Poolbar hat sie sich eine Glühbirne. Das Aussichtsdeck hört sich wie was an, was so eine Flagge hat, oder? Das hier ist das Aussichtsdeck. Oh, nee, das Galaktische Festival war sie bestimmt, ne? Sie war sicher auf diesem Galaktischen Festival. Du meinst, sie war auf dem Galaktischen Festival. Kannst du das beweisen? Okay, nee, dann nicht. Ja. Der Flyer. In ihrem Hotelzimmer war ein Flyer dazu. Sie wusste von dem Festival, aber das heißt nicht, dass sie dort war. Ja. Ich kann ja, war ja bisher noch nicht da, ich kann ja gar nichts. Ja, da könnten wir eben entweder also, hinfahren. Du und deine wir müssen dann ermitteln, welches ist die richtige Location anhand der Hinweise. Ich nicht. Okay, andere Location mit Face besprechen. Dann schauen wir. Nur mal kurz gucken, ja. Ja, also sie ist ja hier rechts, hat sie irgendwie diese irgendwas. Also hier rechts wurde okay. Sie entweder geschützt, also entweder war sie von hier, ich meine diese, da wurde sie gerettet. Gewacht. Das Loch im Boden? Dem, oder das Loch, das hier? Das herzförmige Nein. Loch, was ist denn das dann? Nein, da ist nichts weiter. Nein. Nein. Eine Hütte. Eine. Dazu würde ich gerne. Ja. Da ist ein kleines. Und da ist ein Abdruck von einem. Und das Objekt. Das muss dieses Gan. Ich hasse es in. Da scheint jemand Spaß. Da scheint jemand. Auf einem Nerdfestival? Hier sehe ich nichts, was eine Spur. Das sind Knicklichter. Ich hasse es. Hier sehe ich nichts. Hier sehe ich. Ja. Hier sehe ich. Okay, also es ist. Nichts da. Mach mal einmal die Leertaste hier, falls wir irgendwas, irgendein kleines Örtchen verpasst haben. Geht hier mag leider nicht. Die Insel, das ist Gofuku. Immer noch gut. Da ist doch. Wer hätte das gedacht? Was? Dort ist hier. Wasser. Okay. Hä? Da ist doch. Da ist auf jeden Fall auch ein Boot. Ich weiß nicht. Das Geländer vor dir. Da ist auch ein kleines Zelt davor. Wer hätte. Habe ich aber schon geguckt. Das schon geguckt. Kann man leider sich nicht angucken. Das Schiff bekommt man nicht. Wer hätte das gedacht? Keine Ahnung, was die Boje. Das ist uninteressant. Wer hätte das gedacht? Reife Leistung. Genau diese kleine Insel. Also. Ah, hier ist noch was. Eine einzige Bucht. Da hat doch jemand Müll gesammelt. Und zwar sehr engagiert. Weißt du, was das ist? Auf den Müllsäcken habe ich doch schon mal irgendwo gesehen. Bei all diesen Locations waren welche von den Gästen hier im Hotel, ne? Das ist bestimmt was von der Umwelttante, weil da Müllsäcke sind. Ja. Bei den Knicklichtern war unsere. Die Partygeschichte, genau, die Partytroller. Ja. Hier kann. Ich glaube nicht, dass ich Faith hier in der Sonne. Also, es ist nicht von Faith. Dann ist halt hier diese Plane, da habe ich das Gefühl, das ist von Bobby oder so. Ja. Das habe ich da jetzt alles angeguckt. Ja, schwierig. Das ist ohne. Das muss eigentlich, meiner Meinung nach, das sein. Das muss es da sein, ja. Aber wir können es ja trotzdem nicht einfach so entscheiden. Das ist so. Wir reden mal weiter mit unserer KI. Ja. Also, was Faiths Aufenthaltsort angeht. Weißt du jetzt, was mit ihr passiert ist? Ja. Okay, wir sind sicher, dass Faith im Hotel war und glauben, dass sie das Galaktische Festival besucht. Haben wir Spuren? Sie sieht Schön. Nee. Ja, aber ich habe jetzt gedacht, dass wir. Okay, nee. müssen wir also doch das Galaktische. Ja. Dann müssen wir vielleicht einmal reden mit der galaktischen Knicklichttante. Ja, irgend sowas. Nachdem wir jetzt das ermittelt haben. Ich will noch einmal kurz ein letztes Mal. Nicht, dass wir irgendwas. Das sind Knicklichter. Ja, es geht um die Knicklichter. Du hast recht, wir müssen mit ihr reden. Hast du die da und da gesehen? Genau. Ja, ja. Und also, dann. Was weißt. Ich brauche mehr Details. Da machen wir langsam nach und nach die Spuren. Genau, die. Wir machen das jetzt. Wir gehen da jetzt hin. Das wird klappen. Da habe ich ein gutes Gefühl bei. Lobby.
Ich weiß, dass diese Knicklichter vom Festival stammen. Warst du dort? Ich habe dort eine ganze Kiste mit denen gesehen. Genau. Du warst also dort? Ja, die mussten alle tragen. Niemand hatte daran gedacht, Lampen zu besorgen. Nachts kann es ziemlich dunkel werden, weißt du? Und wie war das Festival so? Fürchterlich. Das war überhaupt nicht galaktisch. Ich habe da überhaupt nicht zu mir selbst gefunden, sondern bin fast verdurstet. Und niemand hat mir Geld gegeben, damit ich weiterreisen kann. Ich schätze, auf dem Festival gab es viele weitere heiße Frauen in Bikinis. Nein, da waren eigentlich nur komische Leute. Da waren zwei Typen, die mich total eklig angegraben haben. Erzählten mir was von Sleaze Wars. Keine Ahnung, was das schon wieder ist. Auf dem Festival müsste eine Blondine gewesen sein. Groß, schlank, wahrscheinlich in einem lila Kleid. Hat eventuell etwas... Ich bin ziemlich sicher, dass sie dort gewesen sein muss. Denk mal scharf nach. Doch, da war so jemand. Die ist da rumgestolpert, als wüsste sie nicht, wie sie dorthin gekommen ist. Weißt du, wohin sie nach dem Festival gegangen ist? Ich habe noch mitbekommen, wie sie in Richtung der Mondsichelbucht gelaufen ist. Danach habe ich sie nicht mehr gesehen. Das muss Faith gewesen sein. Sie war dann also in der Mondsichelbucht. Haben wir da die Mülltüten gefunden? War das die Mondsichelbucht? Dann fragen wir jetzt nämlich die Aktivistin weiter. Darum geht's, du hast völlig recht, wir angeln uns von Person zu Person. Aktivistin, dann ist Bobby danach dran. Ach warte, die ist ja jetzt hier drüben, die Aktivistin. Ja. Beim Gockel, ja. Aber so viel macht die aber auch nicht, steht eigentlich die ganze Zeit nur da. Sie ist eine Spannerin. Ist wie Greenpeace. Ne? Katastrophenspannerin. So, ach nee. Einfach reden. Hey! Ne? Ich bin... Naja. Ich hab gesehen, dass du in der Mondsichelbucht Müll gesammelt hast. Ja, und zwar ziemlich viel. Die gilt ja als besonders romantischer Treffpunkt. Was meinst du, was ich dort alles für eklige Sachen wegschaffen muss? Igitt. Ich bin sicher, dass dort eine Frau gewesen sein muss. Ich habe keine gesehen. Hast du in der Mondsichelbucht sonst etwas gefunden, was irgendwie... Naja, das hier. Das ist der Puck, der Faith ausgenockt hat. Was? Ah, vergiss es. Sie muss ihn bei sich gehabt und dann verloren haben. Wo genau hast du den gefunden? Bei der Badewacht. Ja, da ja, wo das, auch das ist dann der Abdruck lag, mit dem Puck. Ja, okay, aber der Puck. Hey! Hat der Vogel das behauptet? Nein! Siehst du? Also Badewacht. Gibt's da einen, mit dem man noch reden kann darüber? Hier gab es keinen Bademeister oder sowas, ne? Nee. Ja? Vielleicht kannst du die Brücke aber jetzt mit deiner KI quasi bis dahin schlagen. Ne? Dass sie sagt, hey, geh zur Badewacht. Mal gucken, ob wir genug haben, ja. Pi, könnten wir wissen im... Ich kümmere mich... Hey, aber ich dachte, Pi? Wir... Ja? Irgendwie weil es dort so düster ist und stinkt? Ich verbinde damit viele nostalgische Gefühle. Hoffentlich kann ich bald dorthin zurück. Immerhin habe ich noch keinen Geruchssensor. Kannst du das denn wirklich nur oben an der, am Ausguck machen, das Gespräch mit dir? Mhm. Dann schauen wir mal. Eine Mondsicht. Da hat doch jemand Müll gesammelt. Dieses Logo auf. Ja. Und von der Mondsichelbucht. Ach nee, von hier zur Mondsichelbucht. Nee, Mondsichelbucht und dann zur. Da ist eine Badewacht. Badewacht? Nein, nein. Eine Hütte. Eine. Ja, ich verstehe nicht ganz, wo die Rettungsschwimmer-Geschichte jetzt... Okay, mal gucken, was jetzt könnte, kommt. Könnte das Bobby sein vielleicht? Also, was Faiths Aufenthaltsort hat... Weißt du jetzt... Okay, dann, wir sind sich... Shawnee hat sie... Shawnee hat sie... Stimmt, das hat sie uns gesagt. Shawnee können wir glauben, dass sie Faith gesehen hat. Aber was ist nach dem Festival passiert? Sichelbucht. Sichelbucht. Faith war nach dem Festival in der Mondsichelbucht.
Du meinst die Bucht, die man vom Hotel aus sieht? Aber kannst du beweisen, dass Faith in der Mondsichelbucht war? Die andere hat sie... Den Puck. Emma hat den Puck gefunden, der Faith ausgenockt hat. Stimmt, der Puck kann nur von ihr stammen. Faith war also beim Festival, dann in der Mondsichelbucht, dann bei der Badewacht. Aber wo ist sie danach hingegangen? Ach nein! Dafür gibt... Ich wollte in den Dschungel. In den Dschungel. Der ist zumindest direkt bei der Badewacht. Wir haben Faiths Spur bis zur Badewacht verfolgt und glauben, dass sie dann in den Dschungel gegangen ist. Haben wir Beweise? Das Ding vom Hotel ist, oder? Baby, hast du einen Badewachtabdruck? Bei der Badewacht war ein Abdruck des Pucks und Fußspuren führten in den Dschungel. Du hast recht. Das sind alles eindeutige Hinweise. Auch die Abfolge der Ereignisse scheint schlüssig zu sein. Wir wissen, wo sie war. Aber wir wissen immer noch nicht, wo sie ist. Der Dschungel ist groß. Aber es gibt eine Person, der nichts entgeht, was auf der Insel passiert. Du, ich, die Muschel am Strand. Die Muschel am Strand. Nein, du Dödel. Bobby, die Gouverneurin der Insel. Aber die hätte es mir doch gesagt, wenn sie wüsste, wo Faith ist. Bist du sicher? Du solltest sie in die Zange nehmen. Oh nein. Sozusagen ins Kreuzverhör. Oh nein. Sherlock Holmes. Hieß der nicht John? Vergiss es. Ich meine, ich weiß nicht, wovon er redet. So, hoch geht's jetzt. Und jetzt Bobbys Büro. Jetzt wird sie ausgequetscht. Wir werden alles aus ihr raussaugen, was geht. Alle Informationen werden in uns aufgenommen. Hey, Bobby! Was gibt's, Larry? Ich weiß jetzt, dass Faith im Dschungel war. Mit meiner Hilfe. Sie hatte ein Zimmer, war auf dem Festival, in der Mondsichelbucht, im Dschungel. Aber dann verliert sich ihre Spur. Allerdings habe ich dort eine Plane vom Hotel gefunden. Da steckt doch mehr dahinter. Was hat Faith da gemacht? Larry, ich finde, du machst dir viel zu viele Gedanken. Wir könnten auch andere Dinge tun. Oh nein. Nochmal. Oh nein. Es gibt da auch noch ein paar Sachen, die ich gerne ausprobieren möchte. Na gut. Na gut. Dann wollen wir mal. Badoinga, doinga. Ich muss jetzt wirklich rausfinden, ach, was komm, mit Faith passiert. Ach komm, das dauert ja noch ein paar Sekunden. Also noch etwas gedulden, Baby. Ich muss wirklich rausfinden, was mit Faith passiert ist. Warum willst du unbedingt was über diese Faith wissen? Du bist hier auf einer tropischen Insel. Draußen weht ein laues Lüftchen. Wir können alle Hüllen fallen lassen. Reicht das nicht? Warum denkst du dauernd an diese Faith? Das ist schwer zu erklären. Aber ich muss sie finden. Ich muss sicher sein, dass es ihr gut geht. Okay. Wo deine Faith ist, weiß ich nicht, aber dort im Dschungel hatte ich ein Boot für Notfälle. Das habe ich ihr gegenüber auch erwähnt. Das ist jetzt verschwunden. Was kannst du mir noch über das Boot sagen? Ich habe es nie benutzt. Es ist so ein blaues Boot. Was das ja nicht mal diese 30 Sekunden hat oder so? Hey, Bob! Was gibt's? Das blaue Boot. Blaues Boot. Ja, vielleicht können wir jetzt losfahren und suchen dann das blaue Boot. Ach stimmt, ja, ja, das wird es wahrscheinlich sein. Ja. Wir wissen jetzt auch echt genug. Sollte man annehmen eigentlich. Dass Larry auf Giggity-Giggity verzichtet? Es ist total untypisch, möchte ich mal sagen. Also das zweite Mal, also ich würde verstehen, wenn er nicht mehr kann. Ja. Aber das zweite Mal ausschlagen, das wie soll. Also es ist ja nicht so, als ob er dadurch jetzt treuer wird. Es ist ja auch noch mal ein bisschen Zeit dazwischen gewesen. Also. Wir wissen im. Ich kümmere mich. Ah Mann, ey, lass mich das doch jetzt mal. Warum muss ich das denn hier machen? Müssen wir das da oben wieder festlegen? So eine Scheiße! Also wir müssen ein blaues Boot finden. Aber mit es ist dem. Blau. Ja. Oh boy. Die Himmelsleiter, ey. Nein, ich bleibe lieber. Hä? Dann schauen. Ich packe mir mal auf die später Ansehenliste bei YouTube. Glücksritter Rüdiger gewinnt einen Ford. Für eineinhalb Stunden. Da ist eine Lichtung okay. Im Dschungel. Herzblatt mit Rudi Kalal. Das ist wirklich. Ganze Folge nein. 1990. Angucken. Mini-Playback-Show von 95, ja. Da ist eine Bad. Auf die Liste. Aber jetzt muss ich noch mal fragen. Ein blaues Boot. Okay. Ich meine, wir wissen doch, dass sie im Dschungel ist. Oh, hast du
Okay. Dort hat sie ein verstecktes Boot von Bobby dort genommen. Wissen wir, hätte ja. Das nicht aber fake. Gehen wir also davon nur. Ja, das war ja offen gesagt auch nicht, ne? Sehen wir hier irgendwo ein blaues Boot? Zum Riff, zu einer Ufuku Island. Das könnte alles mögliche sein, ne? Wir haben noch kein Boot gefunden, das blau ist, ne? Oder? Also hier sehe ich kein blaues. Ich sehe überall braun und... Ah, ist das hier vielleicht was? Oh, das kleine Ding hier? Das ist ein bisschen... Ich hätte gedacht, dass es Land ist, aber lass uns mal gucken, gerne. Moment. Ich habe noch kein Boot gefunden. Was dann macht ein blaues Boot? Es leuchtet blau, sagt der Chat. Ja, ich glaube schon, dass das da oben sein könnte hier. Dort liegt doch ein blaues Boot. Wirklich? Es liegt also am Adlerauge, Simon, Alter. 2020. Jetzt, wo du Treffzeit ist 2020. Jetzt, wo du das sagst, nimm mal das Ding weg. Es ist tatsächlich auch blau und nicht grün. Aber grün und Aruda, grün. Aruda. Warte mal, mach das mal in die GoPro, bitte. Ich bin hier der Regisseur. Aruda! Aruda, ich ficke euren Eyeball! Ich ficke eure Vision! Blau! Ja. Jetzt müssen wir kurz Pause machen. Ich will mir nämlich echt einen Kaffee holen. Das ist schon die ganze Zeit. Ich glaube, ich muss jetzt strollern oder was anderes. Und wir sind bei der Hälfte. Wir haben jetzt die Hälfte der Zeit und wahrscheinlich auch ungefähr die Hälfte des Spiels hinter uns gebracht. Ja. Das heißt, wir werden natürlich noch weiterspielen. Ja, machen wir dann. 4 Stunden lang. Bis gleich. Bis in einem dieser Werbung. Moment hier.